guten Abend, meine Damen und Herren, zum Plankenschnack 45 mit folgenden Gesichtern. Oh Gott, wartet, 1, 2, 3, holy moly, ich glaube, das ist richtig, hier sind sie. Oh Gott. Hallo. Hi. Hi. Ja. Oh, diese rasierte Birne, Junge. Hallo. Hey, cool, sag mal, bist du's? Hallo. Ach nee, das ist er ja doch nicht. Oh. Wir haben den falschen, okay, Plankenschnack 45 fällt aus, wir haben den falschen Gast eingeladen. Wir haben den falschen Gast eingeladen. Tschüss, mach raus hier. Tschüss, raus. Ah! Oh Gott, moin. Wer ist denn hier für die Akkreditierung zuständig? Ich weiß es nicht. Ja. Sali. Ich sitze hier ganz komisch. Du sitzt komisch, wieso? Ich sitze sehr komisch. Ich habe, lieber Chat, ich musste meinen Monitor drehen, damit ihr meinen Dreckszimmer nicht seht. Hast du einfach nicht aufgeräumt? Doch. Du hast doch immer aufgeräumt, Fuji. Sehr aufgeräumt hier drin. Bist du nicht? Unglaublich aufgeräumt. Wenn hier das Aufräumkomitee einmal durchgehen würde, die würden sagen, Cheater, Wack, was ist hier los? Die würden mir den Chat voll spammen, die Leute. Du bist gerade im Nordwestflügel, oder? Oder bist du umgezogen? Ja. Nee, jetzt gerade bin ich auf der Dachterrasse in dem kleinen, in der Wanne. Wintergarten. Ja. Hm. Ah. In der Hot Tub. Ja. In dem Pool. Daneben jetzt aber, ne? Ja. Ja, okay. Cool. Das freut mich. Ach, schön. Danke, dass ich da sein darf. Mann, schön, dass du da bist. Ja, eben. Voll gut. Ich habe letzten Plankenschnack geguckt und war so, ich will auch mal wieder zum Plankenschnack. Oh. Und dann wurde ich gefragt und dann war ich so, weiß ich nicht, mal gucken. Das stimmt wirklich. Oh, ja. Das stimmt wirklich, so war es ja. Das stimmt deswegen, weil ich ja noch unterwegs war. Es ist ja nicht. Ich musste kurz überlegen. Man muss sich ja auch rar machen, ne? Ja. Ist wichtig. Hey, Fischi, willst du mit meinem Plankenschnack machen? ist hier die Lampe runtergefallen? Oh Gott! Tschüss! Oh Gott, ist sehr gefährlich hier. Oh, dein Hemd ist so, das ist so schön. Ist das das Baumwolle, ne? Wenn du jetzt eine Frau wärst. Oh, dann könnten wir dir richtig schön in die Brusttasche gucken. Ich habe auch keine Hose an, ne? Was hast du? Keine Hose an. Doch. Habe ich doch gesehen. Ja, ich habe eine Büchse habe ich an. Ja, reicht doch. Eine Büchse. Ja, aber Fischi, vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen, weil ich glaube, einige da draußen kennen dich vielleicht noch gar nicht. Ja. Wer bist du? Gerne. Hallo. Mein Name ist Fischi, auch Fischkopf genannt, oder Arthur, wie ihr möchtet. Und ich bin Streamer im Internet und ich streame Sachen und ich mache auch noch anderen Quatsch im Internet. Und ich spiele sehr, sehr gerne Videospiele, Computerspiele und bin da so mittelgut drin. Mittel? So mittel. Manchmal bin ich auch mal, ab und zu habe ich meine Momente. Come on. Come on. Weiß ich nicht. Ich habe schon lange nicht mehr mit dir zusammen gespielt. Wir haben schon sehr lange nicht mehr zusammen gespielt. Nee, ist wirklich lange her. Wirklich sehr lange her. Ja. Ja, aber ich glaube, wo wir auseinandergefahren sind, war zum einen Pupk und Heinzi damals. Ja. Du hast ja Heinzi deinstalliert damals. Habe ich auch immer noch. Ja. Du ja jetzt wahrscheinlich auch. Ich habe letztens wieder reingeguckt. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, jetzt sind alle zu Pupk rübergegangen, die gut sind. Und jetzt sind alle scheiße in HNZ1. Und vielleicht habe ich jetzt habe ich wirklich so, naja. Oder kennt ihr das, wenn man zu lange irgendwas macht? Und dann wird man schlecht drin oder es passt nicht mehr. Und dann machen wir kurz Pause und macht sie da und dann so, oh geil, es läuft jetzt geht's gut. Und ich dachte, das gleiche passiert bei mir bei HNZ1. Hast du nicht das Feld von hinten aufgeräumt? Nein? Nee. War Minus oder was? Oh Gott, ey, ich bin so schlecht. Ja, genau, und die GDA-Sache. Aber das müssen wir ja jetzt nicht wieder auftun. Was, GDA? Naja, das, also die Auseinanderfahrsache auch. Aber eigentlich war das schon vorher. Ja, ist doch aber auch egal, wir können ja auch wieder zusammenfahren. Es ist ein 17 Jahre, nee, 18. 18 Jahre. 19 sogar? 19 Jahre. Jünger, ne? 19 Jahre für GA. 19 Jahre können wir uns. Letztens gerade noch die Föhngeschichte wieder angeguckt. Ich habe sehr lange gesucht auf meinem Instagram, aber ich habe es gefunden. Wir mussten ein bisschen lachen. War ein bisschen lustig. Ja. Schön war es ja. Aber die Themen für heute, meine Damen und Herren, wir werden heute ausgiebig über PUBG reden und GDA, RP. Ja.
bringt also einfach am meisten Viewer. Ganzen Tag. Und ja, wir werden das jetzt komplett auseinanderpflücken, die Bude. Fotokollagen. Wird ein Variety-Stream. Variety-Stream, ja. Plankenschnack. Wir können ja mal ganz kurz so Sachen anreißen und dann aber dann gleich weiter mit Thema, ja. Also wir werden auf jeden Fall, da Fischi ja selber schon ein Turnier gemacht hat in PUBG, machen wir jetzt auch das Plankenschnack Invitational. Das werden wir ganz groß aufziehen. Schalt um! Nee, das ist nur geplant. Wir haben ja heute die Vorbesprechung gehabt mit dir. Ja? Ja. Wir werden das sehr elitär aufziehen, das Ganze. Und wir werden auch allgemein jetzt eine Firma gründen in der GDALP und dann da ganz groß durchstarten. Und darüber werden wir heute so ein bisschen reden. 4 Stunden lang. 5. Mindestens. 5, mindestens, ja. Okay. E-Sports, willkommen. Plankenschnack is ready to go. Nee, aber Slabby, Sali, wie war es so die letzten paar Wochen? 2. Also bei mir war es schön. Ich habe lustige Spiele gespielt. Ich kann nicht klagen. Bei mir geht eigentlich alles momentan ganz in Ordnung. Also ich habe jetzt die letzten... Willst du mir gratulieren, oder was? Ja, ich wollte... Letztens erst geworden. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon Partner bist. Gerade mal 8 Monate. Du bist Partner, ne? Ja. Ich herzlichen Glückwunsch. Danke. Das wird, glaube ich, so ein Running Gag für alle, die wir wieder neu einladen. Finde ich gut. Dankeschön. Danke. Danke. Hey, wie machst du das denn? Verrate ich nicht. Unten bei Stickers, Alter. Ja, ich seh's grad. Sticker. Da fehlt Ananas. Entschuldigung. Oh, da hast du was angerichtet. Ja, ich weiß. Ah, die brauchst du heute doch nicht. Nee, seht ihr das, Leute? Auch jetzt der Chat. Die Lippen sind irgendwie, ich weiß nicht warum, die sind so super... Knutschig? Lila, I don't... Du hast doch einen richtigen Knutschmund. Das wird ein Plankenschlag heute. Der wird richtig... Der wird gut. Ich mach mit. Geil. Ich nicht. Warum nicht? Nee, jetzt ist gut. Warum nicht? Schluss jetzt. Slabby. Bist du fertig, Slabby? Nö, eigentlich nicht. Okay, ja, eben. Ich unterbreche immer, ne? Mann! Ja, du bist immer dasselbe mit dir, Mann. Immer. Ich merk das auch gar nicht. Es tut mir leid. Ich höre jetzt auf. Du bist doch nicht so eingeschnappt. Was machst du denn da? Ich bin nur leise jetzt. Hast du dir gerade Lippenstift drauf gemacht? Ich? Nee. Ich glaube Lipgloss. So, Slabby. Wir haben noch nicht mal angefangen. Slabby, hau rein jetzt. Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich habe ein super geiles Spiel gespielt. The End is Nigh von Edmund McMillan und Tyler Glale. Da habe ich Edmund reingeschaut. McMillan ist ein klasse Typ. Ich mag den Typen. Ich mag seinen Artstyle und alle seine Spiele fand ich immer super gut. Ich habe 450 Stunden in Binding of Isaac und also Rebirth. Und klasse Typ und hat schon wieder einen Plattformer rausgehauen, der so quasi in die Richtung schneidet wie Super Meat Boy. Mhm. Und ist also echt, also schwierig bis zum Ende, aber richtig, richtig gut. Es erinnert schon fast. Naja, was heißt durch? Ich sammle gerade die letzten Tumore. Mir fehlen noch 2 Welten, glaube ich. Ja. Entschuldigung, gewinnt man, wenn man alle hat? Oder gibt es gar kein richtiges Ende? Oder doch, muss man es gibt ein letztes Level, das ich mir nur kurz angeschaut habe. Ich weiß nicht, wie weit das da noch geht. So, du findest ja am Ende der 3 Schneisen, findest du halt so Sachen, die du zusammenbaust, aus denen du dir so einen neuen besten Freund baust. Und wenn du das machst und ihn nach Hause bringst, dann öffnet sich halt die Zukunft. Und in der Zukunft ist die Welt noch einmal kaputt gegangen, also ein zweites Mal. Und und in der Welt geht, glaube ich, das Spiel erst richtig los, weil dann alle Tumore, die du eingesammelt hast, sind dann in der Welt deine Leben. Ah, okay, dann habe ich das doch richtig gesehen bei irgendeinem Streamer. Aber das Spiel war schwer, ne? Ja, oder? Ja, richtig schwer. Aber dann, das geht, glaube ich, in die Richtung Meat... Super Meat Boy. Genau, Super Meat Boy. Ja. Wie soll ich denn endlich mal einen guten Freund haben? Den schaffe ich doch nicht. Nee. Einen guten Freund? Vergiss es. Das ist Forever Alone. Peace, Batman. Ja. Da musst du jetzt durch. Okay, schade. Ich habe das Spiel jetzt auch mal angespielt übrigens. Und ich bin sehr gut darin. In den ersten 5 Minuten. Hast du das erste Obstacle geschafft, oder was?
Oh, übrigens, jetzt will ich aber. Dizzy, du hast doch auch den Elite-Controller von 4 Xbox One, ne? Ja. Slappy, hast du den auch? Nee. Der Elite-Controller zeichnet sich ja dadurch aus, unter anderem, dass er wertigere Materialien verbaut hat. Also die Sticks sind ja nicht aus Plastik, also nicht komplett, sondern haben irgendwie, weiß nicht, was ist das da? Eisen bisschen. Ein bisschen Eisen, ja. Irgendwas was Schweres. Und das Problem ist, Alu. Wenn du den Stick jetzt nach links drehst und dann loslässt, dann springt er ein bisschen wieder in die andere Richtung. Ja, das stimmt. Das ist ein Riesenproblem in manchen Spielen. Mhm. Ja, das stimmt. Riesenproblem. Oh. Aber deswegen muss man den halt führen, ne? Also ich führe den immer. Ja. Darfst du nicht loslassen. Nee. Der wippt ein bisschen. Das geht mir auf den Sack. Ja. Aber schlecht. Und das würde mich für präzise Sachen echt stören. Ja. Ja, man schmeißt das ja auch nicht rechts und dann fummt der wieder zurück. Man muss den halt führen. Hast du mich gerade fett gedacht? Ich habe vorhin dreimal zu dir gesagt, dass du schlank aussiehst. Stimmt. Das Quatsch ist. Aber na gut. Das ist kein Quatsch. Ist okay. Du siehst aus wie ein Lauch im Wind. Nun, Slappy, wir haben dich jetzt schon dreimal unterbrochen, bitte. Nein, er hat kurz nichts gesagt. Ich habe extra drauf geachtet. Nee, sonst geht's mir gut. Ich spiele auch gerne momentan Sims. Das macht auch sehr viel Spaß und damit habe ich fertig. Ich habe letztens sehr witzige Kommentare bei YouTube gesehen, dass ja alle Twitch-Streamer völlig hyperaktiv sind und das nicht lustig ist. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Aber ich musste ein bisschen lachen. Hast du das gelesen? Ja, ja, da gab's, wie war das, so ein Chat-Duell bei gewissen Leuten und dann waren da ja auch Freunde zu Gast und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Sag mal, sind alle Twitch-Streamer eigentlich so hyperaktiv? Das ist ja überhaupt... Wo stand das? Unter dem Chat-Duell bei, bei Rocket Beans. Ja, sehr viele gute Kommentare dabei. Ja. Sehr tolle, richtig gute... Ich lese die nicht mehr, ne? Mach ich nicht. Wer liest denn YouTube-Kommentare? Ja, ich glaube, damit tut man sich auch nicht gut, ne? Ich habe bloß das jetzt gerade wieder... Ich hatte das bloß gerade Revue passieren lassen, weil wir ja jetzt gerade auch mehr rumgaukseln, sage ich mal, und Spaß haben. Fand ich witzig. Hier ist nichts witzig. Entschuldigung, nee. Serious Business. Sali, wie waren deine letzten zwei Wochen? Antworte, jetzt. Spaß ist hier eine ernste Sache. So sieht's aus. Ich habe Dantes Inferno gespielt. Bam. Das war sehr ernst. Dantes Inferno war super. Also muss ich sagen, ist 7 Jahre alt. Ich noch sehr gut gespielt. Schwierigkeitsgrad war angenehm. Danach habe ich das DLC gespielt und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ich mich an das DLC nicht erinnern konnte. Nachdem ich es dann gespielt habe, konnte ich mich wieder erinnern, warum ich mich nicht erinnern kann, weil das Ding ungefähr 30 Minuten geht und für einen Hintern ist. Dann habe ich gespielt, was es momentan kostenlos für PlayStation Plus Mitglieder gibt. Für PlayStation 3 only exklusiv ist Tokyo Jungle. Ein Spiel, in dem man alle Menschen sind verschwunden, plötzlich, und man spielt Tiere, entweder einen Pflanzenfresser oder einen Jäger, und findet so peu à peu heraus, was passiert ist. Man kann Zeitungsartikel durchlesen, vom Zoowächter, dass die Tiere sich auf einmal seltsam verhalten haben. Hunde, die man 10 Jahre lang besitzt, werden auf einmal aggressiv und bissig. Und so kommt man langsam, findet man raus, was passiert, und das ist ein Survival. Und das macht sehr viel Spaß. Und ich habe am Freitag noch Katamari Forever gespielt. Ein Spiel, in dem man einen kleinen Ball vor sich her dreht und über alles, wo man drüber rollt, bleibt in diesem Ball hängen. Und man wird immer größer und größer. Ja. Man fängt an mit Reißzwecken. Und irgendwann kann man über Autos und Menschen drüber rollen, dann über Häuser, über die Welt und sich den Eiffelturm einverleiben und später dann sogar durch Galaxien. Das ist mega. Was? Spoiler? Ist kleiner Scherz. Spoiler? Ja, du hast gespoilert. Wo? Oh. Die Story. Du hast verraten, dass du immer größer wirst und dann irgendwann so groß bist. Erst Reißzwecken, dann Menschen. Ich bin Autos. Auch ein Katamari. Also ich bin auch der Katamari. Aber nur für Essen, oder wie? Selbstverständlich. Ich glaube, wir haben alle dasselbe Problem hier. Und Technik. Bin ein kleiner Technik-Katamari. Das bleibt alles hängen. Das habe ich so die letzten Zeit gemacht. Dantes Inferno ist erstaunlich gut gealtert, muss ich sagen. Und es war wieder richtig, richtig gut. Das ist echt gespielt. Ehrlich nicht? Ist ein Hack and Slay, was vom Schwierigkeitsgrad, also wenn du es hoch einstellst, schon etwas...
Nur musst du schon ein bisschen Gas geben. Das macht echt Spaß. War gut, die neuen Kreise der Hölle zu durchforsten. Ist es PlayStation only? Nee, Dantes Inferno gab's. Gibt's es auch für den PC? Also Steam finde ich es nicht. Ich habe davon noch nie gehört, bevor ich bei dir das gesehen habe. Dantes Inferno? Ja. Doch. Das kenne ich. Aber ich hab's nicht gespielt. Also das Spiel. Es ist wie, ist, man kann es mit God of War vergleichen. Ja. Oh. Vom Prinzip her. Also ein richtig flottes Hack and Slay. Ja. Das habe ich jeden Morgen gesehen, wenn ich aus meinem Schlafzimmer rausgekommen bin. Das läuft nämlich jeden Morgen auf unserem Fernseher. Mhm. Kommst du raus, guckst du deine Rechen, gehst durch in dein Zimmer. Hey, also ich meine, es gibt echt, du bist halt in den verschiedenen Kreisen der Hölle. Du bist in Wollust, du kommst in die Völlerei und die Level-Designs, da haben die sich wirklich was einfallen lassen. Die sind sehr schön gemacht. Kann man sich mal anschauen. Okay. Okay. Naja. Okay. Tschüss. Ja, war netter Plankenschnack. Habt ihr alle gut zusammengefasst. Ja, falls ihr da draußen mit sozusagen mitwirken wollt, ihr könnt uns gerne unter Hashtag Plankenschnack bei Twitter erreichen oder bei mir auf dem Twitch-Server im Channel Plankenschnack. Da könnt ihr euren Senf dazugeben oder auch gleichzeitig noch Fragen stellen oder Einwürfe. Wenn ihr das möchtet, wäre sehr schön. Danke. Beteiligt euch an der ganzen Sache. Ich frage mich mal selber, und Dizzy, was hast du gemacht die letzten 2 Wochen? Naja, Dizzy, was hast du eigentlich gemacht die letzten 2 Wochen? Kannst du mich mal bitte nicht unterbrechen? Ich frage mich gerade selber, was ich die letzten 2 Wochen gemacht habe. Ich habe keine Freunde, das haben wir gerade festgestellt. Ich kriege das nicht durch, okay? Ich kann mir keine Freunde bauen. Mann. Ich habe tatsächlich, was habe ich denn gemacht? Das ist eine gute Frage. Nee, Darkest Dungeon hast du gespielt. Ja, Darkest Dungeon habe ich eine Woche lang gespielt und dann ist mir 2 Bosse vor Ende der Spielstand kaputt gegangen und ich kann es nicht zu Ende bringen. Nee. Jo. Ich war sehr sauer, weil ich habe das wirklich mit richtig roher Gewalt und aller Gegenwehr habe ich das versucht, aber mir ist das leider kaputt gegangen. Und dann ist es flöten gegangen und dann konnte ich es nicht zu Ende spielen. Und dann habe ich Frusteinkauf gemacht und habe mir eine Oculus Rift gekauft. Danke, Hidden. der hat noch einen großen Teil dazu gesteuert. Ja, ich habe mir dann eine Oculus Rift gekauft und ich bin jetzt total verliebt. Und ich glaube, das werden wir heute auch nochmal so ein bisschen thematisieren, weil Slabby hat auch selber schon eingeworfen, dass wir das vor 2 Jahren circa mal angesprochen haben, dieses Thema. Und ich denke, das werden wir heute mal ein bisschen ausführen. Und ich habe die Metro-Reihe wieder angefangen. Also Metro 2033 habe ich schon durch. Und das machen wir jetzt mal abends so ein bisschen. Mhm. Und das war sehr schön. Ach so, ich habe Get Fit mit Dizzy eingeführt. Ich werde Get Fit mit Dizzy? Ja, sicher. Ich mache jetzt 3-mal die Woche Sport mit der VR. Also richtig aktive Spiele mit viel Bewegung. Und heute war der erste Tag, wo ich auch die Community mit eingebunden habe. Ich habe mit 3 weiteren Menschen das gemacht. Und die haben ganz schön gepumpt und auch ganz schön geschwitzt. Und das machen wir jetzt regelmäßig. Was habt ihr denn da gemeinsam gemacht? Wir haben Dead and Buried gespielt, dieses Kneipenschießereispiel. Und das war sehr cool. Also wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Also im Multiplayer VR einfach... Ja, ballern. Hier. Gegeneinander, Koop, was los? Gegeneinander. Geil. 2 gegen 2. Also es ist wirklich sehr, sehr geil. Mit Bankraub und dann musst du von Etappe zu Etappe und in Deckung gehen und dann kriegst du auf dem Boden eigentlich nur... Ich habe heute das erste Mal eine Barrel Roll auf dem Boden gemacht. Ich habe mich auf den Boden geschmissen und so. Das war sehr geil. Also, warte mal. Hast du den Knopf gedrückt für Barrel Roll? Nein. Oder hast du dich physisch auf den Boden gelegt und dich gedreht? Ja. Nee. Ja. Hast du nicht. Yes. Yes, I did. Hast du nicht. Chat, kann ich bitte die Bestätigung haben? Ich habe das getan heute. Bestätigung? Ich will Clip sehen. Ja, dann musst du gucken heute. Ja, ich guck die ganze Zeit zum Chat, da passiert nichts. Ja, Dizzy, hattest du den Kompressor gut eingestellt? Weil das letzte Mal, wenn ich mich erinnere, als du auf dem Boden lagst, war der nicht so gut eingestellt. Wie, als ich gefurzt habe, meinst du bei Stay? Gott. Nee, da war ja kein Kompressor im Spiel. Oh Ach Gott. Da war kein Kompressor im Spiel. Ich fand das total bezaubernd. Das war super. Ich fand das total bezaubernd. Oh, das war super. Hat er schön gelöst. Hat auch gar keiner mitgekriegt eigentlich. Oh, ja, nee, ist lustig. Oh. Das hat gar Blick keiner... von Stay, ey. Ja, wie er so rausgerollt ist. Großartig. Da steht's im Chat, habe ich getan, siehst du? Ah ja, dann stimmt's wohl. Ja, was im Internet steht, stimmt.
Ja, ich habe sehr viel Spaß mit VR, muss ich wirklich zugeben. Und ja, Metro haben wir gespielt. Also ich bin so wieder richtig im Variety-Fieber, bin ich drin. Wirklich alles aufsaugen und zocken und alles Stichwort. Durchballern. Und ja, du also Bandicoot gespielt noch. Das habe ich nicht gemacht. Das Slappy auch gespielt. Ich auch, ja. Ich würde es mir so wünschen. Dass ich das spiele? Ja, das wäre so großartig. Wow. Ich oute mich jetzt mal ganz kurz zwischendurch als absolut, also mich interessiert das null. Plattformer? Null. Alter Verwalter, ich schalte gerade nur noch zu Plattformer, ne? Null. Ich will das sehen. Ja. Ich finde das so. Zehnte Mal an der gleichen Stelle runtergeschwollen. Ja, das ist gut. Ich bin da gerade etwas sadistisch veranlagt. Ich stehe da extrem gerade drauf. Und Dizzy, du willst das Spiel? Was, Crash Bandicoot? Nee, ja. Will er nicht. Nee. Also ich hab mir überlegt, ich werde vielleicht, weil ich habe deine Variety-Woche gesehen, ne? Variety-Woche. Und ich fand das sehr inspirierend. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache die Salzwoche. Und ich werde einmal eine Woche nur Spiele spielen, die ich richtig scheiße finde. Und einfach mal eine ganze Woche komplett einfach nur durchtrigger. Also ohne den Chat zu beleidigen, sondern einfach nur richtig Kackspiele spielen, die ich nicht mag. Und dann einfach eine ganze Woche mich aufregen. Freue mich auf den Oktober. Und da würde das definitiv sehr gut reinpassen. Ja. Und dann merkst du nach 2 Stunden, oh geil. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich habe schon gesagt, also es gibt kein Spiel, was Disney nicht schaffen kann. So, wow. Weißt du, was der anfängt und so, der guckt und dann spielt er das schon durch. Aber der Weg dorthin. Outlast. Da stehe ich halt schon mit Fähnchen und Wink. Ja. Kennst du ein lustiges, kleines, süßes Spiel namens I Wanna Be the Boshi? Oh Gott, das ist. Du kannst mich auch gerne mal am Tüffel tuten, wenn du möchtest. Naja, weil Sally gerade sagt, was die sie anfängt, da später auch zu Ende. Ganz ja, bestimmt, das ist aber so Meat Boy, Super Meat Boy und sowas. Das ist ein anderes Level, muss ich sagen. Das sind Spiele, die würde ich selber wirklich nie anfassen, weil ich dieses 1 Zentimeter und tot und so wieder von vorne und wieder von vorne und wieder. Das macht mich sauer. Also dieses End is Nigh hatte eine angenehmere Steuerung als Crash Bandicoot, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Ja, ich habe das Spiel gesehen. Wie heißt es? End of Nigh? The End is Nigh. Ja, ja. Aber ich habe es gesehen und habe gesagt, eins dieser Spiele. Mit Stacheln auf dem Boden. Wo ich nur zugucke und nicht selber spielen werde. Das aber Crash Bandicoot. Ja, das ist was anderes. Das ist anders. Das ist einfacher, die Level sind anders. Oder? Ich glaube, dass Crash Bandicoot um einiges einfacher ist als das da. Das ist ja mir zu. Und ich habe richtige Level, durch die ich durchgehen kann und sehe da nicht überall diese Stacheln und die ganze Zeit das Gleiche. Und aber da fängt bei mir alles an zu vibrieren. Das geht gar nicht. Es ist darauf ausgelegt und die Steuerung ist präziser. Das heißt, wenn du vielleicht bei Crash Bandicoot etwas hast, das nur 50% von der Schwierigkeitsstufe hat, wie bei The End is Nigh, dann hast du aber trotzdem immer noch eine Steuerung, die nur zu 25% so präzise ist, wie bei The End is Nigh. Und dann ärgerst du dich mehr bei Crash Bandicoot, weil eigentlich hättest du die Plattform treffen sollen und eigentlich hätte er drauf stehen bleiben sollen. Ja. Aber weil er irgendwie dachte, dass du jetzt gerade nach rechts laufen möchtest, ist er einfach losgerannt und ist einfach runtergefallen. Ja. Und da haust du eher einen Tisch kaputt als bei The End is Nigh, wo es einfach dazugehört, dass du halt stirbst. Es ist eine Art von Spiel, die mir instant schlechte Laune macht, wenn ich es selber spielen müsste. Ich krieg Batsch, Batsch. Also ich habe mich bei Crash Bandicoot mehr aufgeregt als bei The End is Nigh. Oh ja, aufregen gehört dazu. Naja, klar. Nachdem ich dann das 5. Mal an der gleichen Stelle so abgerutscht bin und eigentlich das Gefühl hatte, er sollte da drauf stehen bleiben, finde ich super. Macht die Brücke. Spaß. So eine Spiele spiele ich gar nicht. Fange ich gar nicht erst an. Nee, könnt ihr vergessen. Viel Scheiß. Ich habe das, The Last of Us. Ja, überlege ich auch gerade. Und du spielst es ja auch auf super hart. Ich habe The Last of Us, also ich habe eine PS4 gekauft, habe The Last of Us reingeschmissen, habe das erste Mal in meinem Leben Controller in der Hand gehabt und habe es auf erbarmungslos gespielt. What? Ja. Das war das schlimmste Erlebnis in meinem Leben und gleichzeitig auch das geilste. Als ich das durchgespielt habe, habe ich mir gesagt, ich kann alles durchspielen. Wisst ihr könnt mich auch einfach mal am Arsch lenken. Die 783 Tode, lächerlich.
Lächerlich. Wir haben uns durchgestorben. Easy peasy, was ist los? 5 Stunden an einer Stelle habe ich gesessen. Wow, Ja, 5 Stunden habe ich an einer Stelle gesessen. Oh, kann ich nicht. Das kann ich nicht. Doch. Ich habe in Bloodborne 4 Stunden nach einer Tür gesucht. Die ganze Zeit da war. Ich hätte einfach nur weiterlaufen müssen und bin trotzdem stattdessen überall anders lang gelaufen, bis ich sie gefunden. Aber hat dir der Chat nicht geholfen? Mir? Nein. Mein Chat kann sich benehmen. Nee. Wenn irgendwer geholfen hätte, wäre der sowas von in den Fleischwolf geraten. Also, ich denke mal, bei mir ist es so ab einer halben Stunde, die ich nicht weiterkomme, spätestens sage ich dann, hey Chat, wenn du Bock hast. Sag mal ruhig. Das wird dann gleich gebannt. Ja. Bei mir darf man das nach Ansage. Nach Ansage. Ja, nach Ansage darf man das bei mir auch. Ja, gut. Aber das war großartig, ja. Bei Bloodborne nicht. Wo wir gerade von so vielen Spielen sprechen. Fischi, du hast ja diese Woche Variety-Woche gemacht. Erklär uns doch mal ein bisschen auf. Das, okay. Also, das kam so. Ich habe vor längerer Zeit kam ja irgendwann Pupk raus. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann ist es dann so gekommen, dass ich sehr, sehr viel Pupk gespielt habe. Was in Ordnung war. Ich hatte sehr viel Spaß. Aber ich war auch manchmal ein bisschen getriggert. Und manche Leute haben halt auch gesagt, ja, können wir mal was anderes spielen? Und das habe ich halt gelesen, habe mir das so durch den Kopf gehen lassen und habe auch gemerkt, dass die Streams irgendwie gar nicht mehr so sind wie früher. Also die Dynamik und das, was im Chat passiert ist und die Interaktion, irgendwie war es anders. Und ich dachte mir, ey, lass doch mal wieder zurück, so ein bisschen to the roots, wie wir es früher gemacht haben, wo wir einfach immer uns mal ein Spiel rausgesucht haben. Und hab mir dann quasi selber aufgedrückt, die ganze Woche lang irgendwas anderes zu spielen als Pupk. So, jetzt ist es 1-2 Mal passiert, dass wir doch am Ende des Streams vielleicht doch nochmal Pupk gespielt haben. Aber da war mir auch sehr, sehr wichtig, dass man halt nicht, kennt ihr ja alle, ne, dass man sich nichts irgendwie aufzwingt, so richtig. Also wenn man irgendwie keinen Spaß hat bei irgendwas. Oder man hat halt gerade mega Bock da drauf, macht's aber nicht, weil man jetzt muss. Fand ich auch blöd. Aber was wir durchgezogen haben, ist, dass wir immer mindestens die ersten 2-3 Stunden oder 4 erstmal was anderes gespielt haben. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht und die Interaktion und die Dynamik von früher kam irgendwann wieder. Am Freitag habe ich dann FTL gespielt, Faster Than Light, was ich lange nicht mehr gespielt hatte. Und am Anfang kam ich noch nicht so ganz rein und dann aber noch so 2-3 Stunden auch mit dem Schnacken, dann mit dem Chat und so weiter, weil da kann man ja auch mit dem Chat schnacken, weil du ja einfach pausieren kannst. Hatte ich wieder mega Spaß und es hat sich so angefühlt wie früher. Man hat zwischendurch mal wieder über was anderes geredet und dann ging man wieder ins Spiel rein und dann bei FTL habe ich auch erlaubt, dass Leute mir Tipps geben und dann hat man darüber diskutiert und so. Das war toll, es war mega und ich habe Tony Hawk HD installiert und gespielt im Stream. Und wie war's? Es war sehr gut. Ja? Ich hatte sehr viel Spaß, weil ich wusste instant die Steuerung wieder. Ich musste nicht nachdenken. Nur manual musste mir jemand erzählen. Alles andere wusste ich. Bitte? Hoch, runter. Oder runter, ja, hoch. Das hatte ich vergessen. Das war das Einzige, was ich vergessen. Aber die ganzen Airs und die Grabs und so weiter, das war sofort wieder drin und ich war gleich wieder in diesem Level und ich habe gleich wieder die Six Scores wieder gerissen und so. Das war, das war so schön. Und alle im Chat noch haben sich auch mega gefreut, dass es irgendwie sie in die Vergangenheit zurückgeschickt hat, in ihre Jugend zurückgeschickt hat. Und wir hatten echt eine Menge Spaß. Und auch da war auch wichtig, auch wieder ein bisschen weg von diesen Zuschauerzahlen zu gehen und einfach Spaß zu machen. Und einfach das zu machen, wie die Streams früher waren. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ab und zu dann wieder doch, also Dead Cells ist ja auch so ein bisschen mein zweites Main-Spiel, was ich gerade spiele. Das haben wir auch nochmal reingeträufelt so ein bisschen, weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ihr über Dead Cells gesprochen habt schon hier, ist wirklich, also wirklich ein Zuckerspiel, unglaublich gut gemacht. Und jeder Plattformer, den ich danach angefasst habe, ich habe ein paar probiert jetzt, weil ich Dead Cells halt so mochte, bei jedem Plattformer, den ich jetzt nochmal an die Hand genommen habe, war die Steuerung einfach um Welten schlechter und nicht so direkt wie bei Dead Cells. Also Dead Cells hat mir Plattformer so ein bisschen gerade kaputt gemacht. Weil es so präzise ist und einfach toll, mega Spaß macht. Ja, die Steuerung in Dead Cells ist echt schon echt richtig, richtig gut. On point. Muss es aber auch sein bei so einem schwierigen Spiel. Ja.
Ja, und so kam es, dass wir Variety gemacht haben und es, ja, und mir gerade wieder Streaming so ein bisschen aufgefrischt hat und mir wieder mehr Bock gemacht hat jetzt. Weil so viel Spaß Pupp auch irgendwie mir macht, ist es dann, wenn du es immer nur spielst. Ich meine, andere Spiele, andere Streamer machen das die ganze Zeit und das ist auch cool für die, weil die dann da aufgehen und halt besser werden und Profis werden in dem Spiel sozusagen. Aber das ist halt eigentlich nicht so richtig meine Welt. Und das habe ich wieder gemerkt. Und danke an die Leute, die dabei waren und auch den Spaß verteilt haben im Chat. Hallo, hey, danke. Hi. Slappy, du hattest ja diesbezüglich noch was auf den Zettel geschrieben. Bei Variety? Ja. Auf geht's. Also, was meinst du jetzt? Bei mir der Punkt, was ist Variety oder was? Ja, genau. Ja. Weil ich denke, dass einige Leute da draußen mit Variety gar nichts anfangen können. Aber das war jetzt die Einleitung sozusagen zu dem Thema. Mhm. Denn ich glaube, momentan kennen das ganz viele Leute gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und das meine ich nicht als Vorwurf, absolut nicht. Ist ein schönes Thema. Sollte man bald drüber reden, über Variety generell. Vielleicht bei Slappy und Sali, vielleicht wollt ihr beide das mal angreifen, das Thema. Also, was das eigentlich ist. Falls das aus Arthur seiner Erklärung noch nicht rausgegangen ist. Verschiedene Spiele. Punkt. Tschüss. Tschüss, hallo, ich hab gespoilert. Klar. Dann. Also, was ich mit der Frage meine, ist, als tatsächlich Diskussionsansporn, was überhaupt Variety bedeutet. Heißt Variety schon, wenn ich 3 Stunden Battlegrounds spiele und dann nochmal für 5 Stunden zu GTA RP wechsle und das jeden Tag abwechseln tue und vielleicht mal mit GTA RP anfange und dann weiter Battlegrounds spiele, bin ich schon dann Variety-Streamer oder nicht? Oder reicht es, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monat mich hinsetze und nur Zelda spiele, bin ich dann Variety-Streamer, weil ich ein Spiel, das mir so Bock macht, einen Monat lang spiele und dann halt wieder wechsle. Was ist überhaupt Variety? Das meine ich. Ich möchte jetzt damit keine Aussage treffen, sondern die Frage stellen. Du meinst, wo ist die Grenze? Oder ja. ab wo wann? Ist die Definition? Genau. Ja. Naja, es gibt genug Streams, die sich ja einfach auf ein Spiel festgelegt haben. Wie zum Beispiel RP, wie zum Beispiel LOL oder Minecraft. Und wenn die zwischendurch mal... Bitte? Schieben noch einer nur Minecraft? Gibt's das noch? Klar. Mann, ja, die US-Streamer, ne? Weißt du, wie viele Leute es gibt, die Crafter im Namen spielen, haben? Ne? Du, bloß weil die Crafter im Namen heißt, heißt das nicht, dass sie... Nee, aber ich meine, natürlich gibt's... Natürlich aber gibt's. Streams kenne ich kaum noch irgendjemand. Also ich kenne noch 2 Leute, Wild und Bacon Donut, mehr nicht. Ja, aber suchst du danach? Wild? Also ja. Suchst du richtig? Ja. Echt? Ja. Also ich sehe nur Minigames, leider. Okay. Also ich hätte jetzt gesagt, bei uns bei den Piraten gibt es tatsächlich einen, der sehr, sehr viel Minecraft... Stimmt, Tizian, richtig, ja. Tizian spielt sehr viel Minecraft. Aber die haben sich halt dem verschrieben, die haben da Spaß dran. Und weil die dann zwischendurch vielleicht mal eine Stunde was anderes spielen, sind sie keine... Ich habe so Probleme, immer dieses Wort auszusprechen. Bei? Variety. Sag mal Affiliate, bitte. Affiliate. Oh, das weiß ich noch ganz genau, wie du dich aufgeregt hast, 2 Wochen. Ich hab mich nicht aufgeregt. Doch. Ich wie kann man denn nicht Affiliate aussprechen können? Das triggert mich so hart. Das ist genau das hast du gesagt. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Sag doch, wir nennen die Dinger. Das war, ich hab's nur kurz erwähnt, dass da halt, also, es tut mir leid, ich meine, das ist auch nicht böse oder so. Ich muss mir das in Lautsprache dann aufschreiben und ein paar Mal in Lautschrift lesen und dann kann ich es meistens, manchmal. Oh Mann, ich verspreche, das ist wie Strebergärten. Ich weiß, es heißt nicht Strebergärten, aber ich vergesse auch immer, wie das richtige Wort ist. Irgendwie wie Streber. Strebergärten. Ja, die ganzen Worte sind mir aber auch alle Subjekt. Also ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Nenn die Dinger doch einfach Effi und Ferdi. Effi? Ja, Effis. Effis. Effis, okay. Effis. Na gut, Effis. Und dann, wie heißt das andere jetzt? Strebergarten. Variety. Also, Streamer... Varieté. Ja, Varieté kann ich. Varieté, dann wow. Das... Das Wort aussprechen. Ja, das Wort Varieté kann ich sehr gut. Ach so, okay. Ja, auf jeden Fall... Debbie, du bist dran. Ich bin total raus. Hast du eigentlich irgendwas ausgedrückt? Gesagt? Ja, sie hat gesagt, wenn jemand die ganze Minecraft spielt, aber eine Stunde was anderes, dann ist es kein Variety-Streamer. Genau. Und das sehe ich auch so. Und das sehe ich auch.
Ich bin zum Beispiel eine abwechslungsreiche Spielerin. Ich habe mich auf keinen Spiel festgelegt. Und wenn ich jetzt mal 2 Monate lang zum Beispiel Witcher 3 spiele, dann ist das aber nicht mein Steckenpferd. Das heißt nicht, dass ich in einem Jahr dieses Spiel auch noch spiele, weil es da so viel zu entdecken gibt, sondern aber eine sehr große Abwechslung biete und uns sehr viele verschiedene Spiele mir anschaue und spiele. Aber ich glaube, gerade, also wir kennen das ja alle, wenn man dann so lange Zeit ein Spiel spielt, dass dann halt Leute dazukommen in der Zeit, in der man das spielt, und die gewöhnen sich dann an das Spiel und dann sind sie dann, dann spielst du wieder was anderes, was für dich normal ist, was für die meisten längeren Zuschauer auch normal ist. Mhm. Und dann sind die Leute aber, warum spielst du jetzt nicht mehr Witcher? Und die, also für, also es ist eine andere Perspektive sozusagen. Das wollte ich damit sagen, dass die Leute das dann anders sehen. Wenn sie erleben dich in der Zeit, wo du dieses Spiel die ganze Zeit, wie bei mir mit Puck, dass sie kommen rein und sehen Puck, Puck, Puck und denken, okay, das ist ein Puck-Streamer und dann spiele ich halt Dead Cells oder was anderes und dann sind die alle auch so, hä, was machst du denn da? Also, ja, diese Perspektive gibt's auch noch, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, aus der anderen Sicht gibt's das natürlich auch, ja, klar. Gibt aber einfach Spiele, die haben halt kein Ende. Ja. Und die haben eine riesengroße Community und wenn du eine Woche dieses Spiel spielst, bist du plötzlich kein Variety-Streamer mehr. Im Gegensatz zu einem Story-Spiel wie eben Witcher, dass du 1 Monat oder 2 Monate spielen kannst, bis du durch bist eben, wenn du jetzt nicht so viele Stunden am Tag spielst, da bist du irgendwie in meinen Augen immer noch mehr Variety-Streamer. Weißt, also jetzt mal jetzt extremst in die Extreme gezogen. So würde ich jetzt zum Beispiel heute anfangen, League of Legends zu spielen, dann würde ich mich instant nicht mehr als Variety-Streamer sehen. Irgendwie, komischerweise. Obwohl es eigentlich nichts anderes ist, als wenn ich ein anderes Spiel spiele. Aber ich würde es eher so an dem Spiel festmachen. Weißt du? Ich meine? Hast du gerade gesagt, wenn ich jetzt einmal LOL anmachen würde, wäre ich kein Variety-Streamer mehr? Nee. Für den Tag. Hä? Was? Das kannst du doch nicht auf den Tag festlegen. Das ist doch Quatsch. Ich meine das jetzt. Du meinst, das Feeling wäre so ein bisschen so, du würdest dann denken, wahrscheinlich würdest du genau das, was ich gerade meinte, du würdest dann denken, dass wenn jemand einschaltet, dass er dann denkt, dass du kein Variety-Streamer bist. Ja. Das meinte ich auch. Aber ist das nicht eigentlich völlig egal, was die Leute denken? Ich wollte gerade sagen, eigentlich, so worüber reden wir hier gerade? Spiel, worauf du Bock hast. Und was dann jemand von dir sagt, ob das jetzt Variety ist oder nicht, dann kannst du sagen, hey, ich spiele, was ich will, deal with it. Stark. Wir leben aber sehr extrem momentan in Deutschland. Ist euch das schon aufgefallen? Wie jetzt? Ja, wir haben 2 riesige Steckenpferde dazu bekommen, oben in den ersten Reihen bei Twitch, und das polarisiert noch extremer. Das merkt man. Wovon redest du? Ja, das merkt GTA man. Und PUBG. Also man merkte halt, dass die beiden jetzt mit da sind. Ne? Also gerade so im deutschsprachigen Raum hat sich das etabliert und das ist wirklich ziemlich hart geworden. Wie extrem und polarisierend diese Sachen geworden sind. Ja. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wobei ich persönlich verstehe nicht, warum man das, polarisierend, immer, dann spielen halt Leute ein Spiel. Ja, okay, dann oder? Finden wir ein anderes Wort. Sagen wir mal anziehend. Anziehend ist besser. Ja. Und das ist nicht negativ verhaftet. Also sage ich jetzt extra nochmal. Ich habe beide Spiele gespielt. Also, und ich finde beide gut. Das ist nicht negativ verhaftet. Absolut nicht. Und jetzt überleg mal, wann war das letzte Mal, und das habe ich mich letztes Mal gefragt, wann war das letzte Mal ein Spiel da, das so lange sich gehalten hat? War das Hearthstone? Nee. Oder Overwatch? Overwatch hält sich ja immer noch. Bisschen war Overwatch plötzlich dann doch auch oben. Was ich jetzt nicht unbedingt vorausgesehen habe, dass Overwatch tatsächlich in den Twitch-Viewer-Anzahlen so weit oben ist. Hm. Ich sehe WoW damals CSGO, das ist ja schon eine Weile. Als Legion. Ja, okay, sagen wir mal ohne die da schon immer stehen. Okay, können wir die mal weglassen jetzt? Das wissen wir, CSGO, Hearthstone, so das Übliche, ja? Versucht mal daran zu denken. Mir ist kein Spiel eingefallen, was sich so lange und so gut gehalten hat. Also da draußen auch Zuschauerfrage. Ihr guckt ja selber alle zu, ihr konsumiert ja genauso wie wir.
Heinzi? Heinzi war nicht ganz oben mit dabei, aber war auf einmal schon immer weiter nach oben gerutscht. In Amerika ja schon früher und mehr. Und hier dann, oh, es war eine Weile, ging es nach oben. Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade ist, aber war kurz bei Heinzi auch der Fall. Letztes Jahr so ein bisschen Dead by Daylight. Oh ja, aber auch nicht so lange. Nee. Also, das war eine Woche, zwei oder so, aber dann war es wieder weg. Mir ist keins eingefallen. Ich würde jetzt noch Daisy sagen, aber das ist ja wirklich ein alter Schinken. So. Ja. Daisy hat sich übelst lange gehalten. Man könnte meinen, Arma hätte man noch auf den Tisch legen können. Mit Arma, also mit Lakeside jetzt, von dem Projekt von den Jungs hier, Schlorox und Schlorox Master Tay und die Gang. Master Tay, ja. Das noch vielleicht? Stimmt. Aber ansonsten sind halt viele so Eintagsfliegen. Die waren halt mal zwei Wochen da und dann war es wieder weg. Aber so wie jetzt gerade die beiden. Alter, auf Platz 3 ist Pup. Ja. Und Dota 5. Jo. Alter. Also man muss ja sagen, PlayerUnknown und Bluehole, also wirklich allerhöchsten Respekt. Ich freue mich so unglaublich, dass sie da mitspielen oben. Ja. Weil die machen echt richtig gute Sachen. Also was die an Patches rausballern und Community und wie die dran arbeiten. Alter, Verwalter. Richtig krass. So krass. Ja. Da spielen halt irgendwie ein paar Leute mit ihren Zuschauern diesen Zombie-Modus, den sie sich ausdenken. Ein paar Wochen später bauen die den Zombie-Modus rein, sodass wirklich auch keiner mehr trollen kann und so weiter. Wie geil ist das denn? Das ist mega krass, ja. Die hauen richtig auf den Putz. Das freut mich sehr. Und was da für Updates kommen. Und die wollen ja dieses Jahr noch die Vollversion raushauen, ne? Ja, nächsten Monat. Die wollen im August, glaube ich. Monat doch noch nicht. Doch, im August. What? Ja. Ich glaube, sie haben es verschoben. War das nicht Oktober? Ich weiß nicht. Also ich habe gehört, noch dieses Jahr. Bluepoint heißen die, ne? Bluehole. Bluehole. Ja. Loch. Bluehole? Ja. Ich habe das geübt, weil ich wollte, bei Heinzi hat man ja mal gerufen, Daybreak! Und damit ich jetzt jemanden anschreien konnte, war es immer Bluehole! Wow. Wobei die nicht so viel falsch machen. Es ist so, war mein Fehler. Aber ich finde es interessant, also was ich sehr interessant finde, ist, dass Variety-Streamer zu Singleplayer-Spielern werden. Also dass nur noch so diese Spiele da bleiben. Man sieht sehr viele, also die jetzt quasi ihren festen Standpunkt gefunden haben in den Spielen. Das finde ich sehr interessant. Also gerade jetzt auch sehr viele andersrum, die eben vorher sehr viel Variety Verschiedenes gespielt haben und sich jetzt eventuell, und das höre ich auch von kleineren Streamern und so, jetzt mit Absicht eben PUBG Battleground. Nach Battleground spielen, um zu wachsen und eventuell Partneranfragen zu stellen und sowas. Das hört man. Also, ja, da sind die jetzt gerade, es haben sehr, sehr viele auch in diese Richtung gewechselt. Ne? Wegen Wachstum, weil da eben so viel los ist und so. Und die anderen, die bleiben so, nö. Ich bleib da lieber bei meinen Singleplayer-Sachen so. Nö. Macht ihr mal. Nö. Also es muss halt alles Bock machen. Also auch die Leute, die dann irgendwas spielen, weil X und Y, selbst wenn da irgendwelche Zahlen hochgehen, du musst ja irgendwie auch dann nach hinten raus. Aber so wird es immer sein, Fischi. So ist es immer. Und das ist so falsch. Ich weiß, aber so ist es immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, also aus meiner Position jetzt, ich finde das eigentlich sehr cool, dass das gerade passiert. Ich habe das letztens in meinem Stream auch schon gesagt, ich finde das sehr cool, weil jetzt musst du gegen Windmühlen kämpfen. Mhm. Also man kämpft gerade als ich bin ja wieder zurück in Variety gelandet und für mich ist das unglaublich gut, weil genau diese Momente bringen dich an deine Grenze, weil du musst das einfach neu erfinden, um gegen diese Windmühle anzukommen. Und ich freue mich darüber. Ich finde das gut. Ganz kurz, um das jetzt mal zu verdeutlichen, was du gerade ausgesprochen hast, ist, wenn du sagst, gegen Windmühlen kämpfen, dann ist das, dann meinst du damit, quasi die Viewer zu halten oder noch dabei zu halten, was du machst, weil gerade die ganzen Leute woanders was gucken? Oder was also genau meinst du? Ich sag's mal, ich, ich,
Ich sag das mal ganz, ganz einfach. Also bei mir sind zum Beispiel sehr viele auch Alteingesessene sind zu GTA gewechselt, weil sie es immer noch interessant finden. Ja. Was vollkommen in Ordnung ist und cool. Ich freue mich darüber. Soll jeder gucken, was er will. Für mich im Gegenzug heißt das aber, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen und muss gegen diese Windmühle ankämpfen und kann nicht sagen, okay, ich setze mich hier hin und setze mich in mein gemachtes Nest. Was nicht heißt, und das sage ich jetzt extra noch hinten dran, was nicht heißt, dass andere Leute sich in den anderen, also PUBG jetzt oder GTA, wo auch immer, in ein gemachtes Nest setzen. Die arbeiten da genauso hart für. Ja. Nonetheless, also sage ich jetzt extra nochmal. Aber für mich ist es gerade wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, weil du dir halt echt Gedanken machen musst. Also ich muss mir Gedanken machen, nicht man das muss, sondern ich muss. So. Und das finde ich extrem geil. Es holt dich halt einfach aus der Comfortzone, ne? Ja. Mhm. Du musst dir einfach mal Gedanken machen. Ich mag einfach. Das gerade, so viele verschiedene Sachen zu spielen und nächstes Spiel durch und dann das nächste. Und ich habe da jetzt gerade, ich habe so ein, zwei Monate gehabt, wo ich eben nicht so, auch nicht so die Lust hatte auf Zocken, sondern da war ich halt mehr im Kreativbereich unterwegs und jetzt gerade ist das, bam, eins nach dem anderen, Alice, Dantes Inferno und dann das nächste und ich habe da gerade unglaublich viel Spaß dran. Geil! Das ist so richtig, eins nach dem anderen durchballern, das ist, was heißt durchballern, wir genießen es in vollen Zügen, aber es macht mir unglaublich viel Spaß und ich habe in so kurzer Zeit wie jetzt gerade schon lange nicht mehr so viele Spiele durchgespielt. Crash Bandicoot 1, 2, 3, Alice 1, 2, Dantes Inferno, das und das, weißt du, und das alles in so, ich finde das gerade sehr schön, ich habe da Spaß dran. Das finde ich cool. Und habe noch einen riesen Stapel, also. Das ist sehr, sehr gut. Ich spiele eigentlich so gut wie nie Spiele oder ich selten Spiele durch, die irgendwie längere Spiele sind. Ich mag halt gerne FTL spielen, ja, also wo man, also Roguelite ist sowieso für mich eine der besten Sachen, die passiert sind in letzter Zeit oder die ich dann mitgekriegt habe in letzter Zeit für mich. Einfach weil du in kürzerer Zeit quasi deine Erfolge hast oder Misserfolge und so und du kannst es besser portionieren, diese Zeit, die du daran damit verbringst. Also natürlich kann man auch, ich meine, wenn du einen Singleplayer spielst du den halt, solange du streamst und machst am nächsten Tag weiter. Ja. Aber ich hab da mega Spaß dran. FTL, was gibt's noch? Slappy, Dead Cells, natürlich. Gunpoint, ja. Hast du mal Isaac gespielt? Isaac habe ich mal angezockt, aber ich mag das Gameplay nicht ganz so gerne. Oh, ich mag das so gern zum Zusehen. Ja? Da ja, total. Bin ich mal dran. Also, find mal raus, wie es tatsächlich dann so ein bisschen nach hinten hin besser wird und spiel vielleicht erst am Anfang mit Azazel und nicht mit Isaac. Ja, nee, ich hatte schon mal eine lustige Zeit damit. Ich hab dann auch wie einmal die Mutter getötet und dann war ich so, ah, oh, okay, es geht noch weiter und es ist anders und so. Also ich habe schon ein bisschen rumexperimentiert und ich verstehe völlig, warum Leute das geil finden. Also sowohl Spieler als auch, ja, auch Zuschauer dann doch auch irgendwie. Ich glaube, es hat irgendwas Beruhigendes, oder? Für mich ist das ein Spiel rein, also ich habe sehr viele Spiele, die ich eben selber spiele, aber das gehört jetzt dazu, was für mich ein reines Konsumieren ist, Isaac, weil ich es nicht spielen kann. Ich bin super schlecht in diesen Roguelike-Spielen, super schlecht, super unkonzentriert und das sind so diese wenigen Sachen, die mir einfach, wo ich keine Nerven für habe. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es dort zuzusehen. Das kann bei mir Stunden laufen. Ich finde das super. Spricht mich sehr an. Das geht mir bei Darkest Dungeon so. Ja, das ist ja genau. Aber das hast du auch selber gespielt. Scheiß die Wandern, das habe ich schon 200 Stunden gespielt. Ja. Was? 210 jetzt. Es zieht mich immer wieder. Ich schaue das seit 2 Jahren und immer wieder gucke ich es mir an. Ich habe mich da immer noch nicht dran satt gesehen. Und so geht es vielleicht anderen Leuten mit, weiß ich nicht. Aber für mich ist gerade Isaac. Mit Battlegrounds. Ich mag das. Ja, vielleicht. Das ist ja im Prinzip Battlegrounds, eine Runde spielen und wenn du gut spielst, dauert es halt vielleicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Ja. Wenn du gewinnst, wenn nicht, dann nicht. Und du sammelst ja auch Equipment und dann hast du halt mal Glück, dann findest du halt die gute Waffe mit dem guten, wie heißt das Ding, Unterdrücker und so da dran oder auch nicht halt. Ich habe keine Ahnung von Battlegrounds, wie man merkt. Aber ja. Ich krieg auch immer, oh, das nervt mich auch. Ich hasse ja dieses Spiel und ich liebe es, aber ich hasse es und ich liebe es auch, aber ich hasse es sehr. Was denn? Und dann, wenn ich Isaac. Guck. Ach so, ja. Und wenn ich dann wenn ich dann Rage quitte und dann Twitch anmache und dann gucke ich bei irgendwem zu eine Runde, dann bin ich, ach, jetzt hab ich ja Bock, ey. Ja.
Und genau das hatte ich immer mit Isaac. Ich habe es immer gespielt und 5 Runden super abgelost und war super aggro und habe es ausgemacht. Dann habe ich irgendwie einen Stream angemacht von einem Isaac-Streamer. Und dann dachte ich mir, boah, wie kommt der jetzt an dieses geile Bild? Jetzt muss ich ihm das abgucken und das auch machen, weil jede Runde kannst du irgendwas bekommen, was den kompletten Run vollkommen durchgedreht macht. Und so dieser Reiz einfach, wenn du stirbst, du denkst, ah, jetzt könntest du wieder mit ganz leicht das erste Level, das ist super leicht, das kannst du dir ja nochmal kurz angucken. Und dann geht's wieder los und du hörst einfach nicht auf. Ich glaube, ich könnte versuchen, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich könnte vielleicht eine Überleitung machen. Soll ich mal probieren? Ja, hau rein. Oder wollt ihr noch was? Nee. Weil wir waren ja gerade dabei, was man gerne guckt, ne? Mhm. Und ich habe in letzter Zeit nicht so viel so lang gucken können, tatsächlich. Also jetzt aus Interessegründen. Ich weiß nicht, beim Pub, klar, man schaltet mal rein, aber irgendwann so. aber so mit Füße hoch und was Leckeres essen und sich auf die Couch legen oder auch am Rechner. Danke, Fischi. Ich das ist kein Problem, hab gern für dich gestreamt. Da, war ganz natürlich als erstes Daisy. Fischi, ich habe mich echt gefreut, als du so lange Darkest Dungeon zugeguckt hast. Ich habe mich da echt gefreut drüber. So lange jetzt ja auch, ne? Ja, warst du eine Stunde da? Ja, schon. Das ist viel. Schon ein bisschen geguckt. Andere Leute kommen, hallo, und dann war's das und dann sind sie wieder weg. Was auch okay ist. Also kein, aber das kennt man ja. Ich schalte ja oft rein, sag hallo und dann machst du halt was anderes am Rechner. Ja. Aber was ich aber sagen wollte ist, was ich endlich hier geil fand, nachdem ich stundenlang Dizzy geguckt habe, ohne Ende, jeden Tag, auch noch die VODs dann nochmal, habe ich mir Summer Games Done Quick. Ja. Angeguckt und das war endlich mal wieder was ich lange gucken konnte am Stück und was mich gefesselt hat, weil diese Leute einfach so unglaublich krass sind in dem, was sie da machen. Und klar, man kann sich Speedruns ja eigentlich zu jeder Zeit angucken, auf YouTube oder wo auch immer oder auch in Streams. Aber das hatte so ein Flair. Das hatte so ein Flair, den ich sehr, sehr gut finde. Die Leute sind alle so gut drauf. Ich finde, die meisten, von dem, was ich gesehen habe, 80-90% der Leute sprechen auch relativ gut und du kannst ihnen auch zuhören bei dem, was sie da sagen. Und es ist interessant, weil sie nicht Quatsch reden, so wie ich oder Daisy. Beim Stream, nein, du sagst ja auch echte Sachen. Du sagst auch echte Sachen. Halt Quatsch auch und alles, was sie machen, ist irgendwas Interessantes. So jetzt, wenn ich hier hingucke und dann 3 Pixel nach links abzähle und dann springe ich über die Map und dann bin ich plötzlich da und habe ich das Secret. Und alles ist irgendwie interessant. Alles. Und man fühlt die Stunden, Wochen, die sie investiert haben in ein Spiel, was sie immer und immer wieder gespielt haben, fand ich toll. Und sehr gut, also auch wenn es interessant ist, aber es lässt sich auch sehr, sehr gut einschlafen, wenn das gerade läuft. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber so dösen auf der Couch, wenn gerade jemand einen Speedrun macht, ist Nicht so toll ist das, wenn du endlich ins Bett gehen solltest und dann siehst du so, die Super Mario Series wird gerade im Duell 3 gegeneinander. Duell, ja! Und ich, ne, 12:30, kommt von der Couch ins Bett. Und jetzt kommt noch Super Mario 2, was? Es interessiert ihn sonst nicht, was ich auf dem Handy gucke. Was guckst du? Oder sag, ja, hier, Games on Quick, ne, es sind gerade 3, die gerade die Super Mario Series durchspielen, gegeneinander mit der Zeit. Und der ist da gerade am Führen. Und dann haben wir es einfach vom Handy, Samsung, auf dem Samsung-Fernseher, weißt du, konntest du das einfach so, pscht, und dann sind wir im Bett gelegen. Irgendwann war es dann schon 12:30. Ein bisschen geht noch. Nein, der ist jetzt vorne. Das war auch mein Problem. Mega Spaß, aber irgendwann sollte man dazwischen auch noch schlafen. Ich habe Crash Bandicoot Teil 1 gesehen. Und ich so, ja, das wollte ich vorhin noch sagen. Also wenn, dann gucke ich mir einen Speedrun von Crash Bandicoot an. Alter, wiederum interessant. Das war so. Boing, 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 boing. Ich habe das jeden Tag bis morgens um 6 geguckt. Ich finde das großartig. Also ich liebe es jedes Jahr zweimal und ich versuche alles mitzunehmen und manchmal ist vielleicht der Stream auch so 20 Minuten später gestartet, weil ich einfach so lange zugeguckt habe. Als Tipp, falls ihr es nicht wisst oder kennt, der Mario Pavango, der auch vorhin noch hier war, hat mir jetzt einen Reddit-Link geschickt. Darf ich den vielleicht posten? Ja, hau rein. Da hat man eine Liste von den besten. Jedem Spiel, ja. das gespeedrunnt wurde, mit dem Link zu dem Streamer.
also zu demjenigen, der es gemacht hat, und dahinter noch die Zeit, die sie gebraucht haben. Und das ist wiederum der Link zum VOD auf Twitch. Cool. Also du kannst jetzt diese Liste aufmachen, du guckst dir das Spiel raus, was du gerne sehen willst, und dann drückst du, oh Gott, das sind wirklich alle Spiele, glaube ich. Ja. Und dann guckst du dir das an. Und das werde ich jetzt alles noch, ich bin das gerade am Nachholen alles. Oh, ja, muss ich auch noch einige nachgucken. Also welchen ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, war Final Fantasy VII. Der ging 8 Stunden lang. Ja. Was? Sie haben das Spiel in 8 Stunden durchgespielt, aber komplett, wirklich. Und es war einer der besten Streams, also einer der besten Speedruns, die ich halt gesehen habe. Der war einfach super entspannt. Wollen wir wieder Zelda angeschaut? Hat eigentlich irgendjemand vielleicht gesehen, wie viel Geld die gemacht haben? Für einen guten Zweck? Ja, oh. 1, wie viel? 1,7? Na, 1, mit Bits glaube ich 1,8 oder 1,9. Ja. Millionen. Alter Verwalter. Das war letztes Jahr waren, glaube ich, 700.000. Was? Die haben doch schon über 1 Million gemacht. Nee, letztes Jahr war, glaube ich, 800.000? Ja, es gibt ja noch die 2 verschiedenen, ne? Ja, ja, das eben. Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass das so viel war. Aber 1, sagen wir mal jetzt gerundet, 1,8 Millionen für einen guten Zweck. In toll, einer oder? Woche. Das war so geil. Ich habe mich da so sehr gefreut. Sehr gut. Ich habe so gelacht, als Ezekiel, hat das jemand mitgekriegt? Ezekiel III war als Announcer da und der hat richtig den Sellout angezogen. Das war super cringy. Das war so cringy. Die Leute sonst immer, yeah, we have another $50,000 donation. Und dann Ezekiel so, yeah, and if we get another 2 million bits, let's go, boys, I want to see that, give me 2,000 bits, man. Und dann sitzt so, ey, Ezekiel, mach ruhig, Alter, die anderen sind alle nicht so, give me another 2,000 bits, boy. Geil, dann genau richtig. Solange es für guten Zweck ist, mega geil. Super, aber das war mega cringy. Du sitzt dann halt davor und denkst so, Ezekiel, mach mal ruhig, Alter, entspann dich mal. I love it. Das war super. Also es war auch witzig auf eine gewisse Art und Weise, weil der ganze Chat dann so, sell out. Geil. Aber die ganzen anderen Announcer waren ja auch super unterhaltsam zum Teil, ne? Also die haben immer so einen coolen, aber die Stimme war dann ganz ruhig, aber die haben immer noch diese trockenen Witze reingehauen. Und fand ich mega geil. Wenn ihr einen witzigen Speedrun gucken wollt, Super Panga World übrigens. Das war so okay, mein... Mach ich jetzt, tschüss. Auf Wiedersehen. Nicht jetzt. Oh. Also neben dem Final Fantasy war Super Panga World, weil einfach die drei Jungs, die da hinter ihm auf der Couch saßen und der Speedrunner, die hatten einfach eine super, super gute Chemie. Das war so mein Lieblings-Speedrunner überhaupt der ganzen SGDQ. I am Brad. Speedrun. War dabei? Ja, und das Geilste ist, auf der Couch saß halt einer von seinen Kumpels mit dem Headset auf und daneben war ein Laib Brot mit einem Headset auf. Großartig! Gut. Oh, das muss ich mir noch angucken. Lol. Ich fand das immer so cool, dass die Spiele so 10 Minuten durchgespielt haben. Rein ins Spiel, I'm done. See ya, thank you, HGDQ, I'm leaving. Okay. Ich hatte war das Zelda? Ne, irgendein Spiel war das habe ich angemacht. Achso, Kingdom of Hearts? Kingdom Hearts 2. Wo die gesungen haben. Ich sitze davor, ne? Ich mach das an und dann geht das Spiel an. Und ich so, nee, Dizzy ist. Das musst du gucken, Alter. Das ist Speedrun. Ist gut, ne? Guck das. 10 Minuten rum. Dizzy, das können wir nicht gucken. Warum? Was war los? Das können wir nicht gucken, das geht nicht. Das ist voll gut, das ist Final Fantasy mit Disney. Das geht nicht, das kann ich nicht. Dann habe ich wirklich so, habe ich mir gesagt, okay, ist kein Problem. Ich mache das einfach auf 5 Devices an, das zählt auch als Support und bin einfach in mein Zimmer gegangen und hab was gespielt. Das konnte ich mir nicht reinziehen. Boah, nee. Das war schlimm. Ich hätte gerne geguckt. Ich fand Kingdom Hearts warum das so schlimm war. Gut. Naja, es ist halt kein Spiel für Dizzy. Das boah, nee, das hab ich überhaupt nicht verstanden, das Spiel. Das ging nicht. Nee. Ich hab mir sogar Zelda angeguckt, ja? Boah, sogar Zelda. Ich hab mir mittlerweile gesagt, so, Mensch, Zelda, Breath of the Wild, ja? Mundgeruch der Wildnis, ist gar nicht so schlecht. Wow.
Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Link to the Past wieder gesehen mit Andy hat das gespielt. Also der Twitch-Streamer. Ich fand den Half-Life-Streamer fand ich so geil. Ich wollte gerade sagen, Half-Life hat mir mega Spaß. Ah, wie hieß er? Alex Hover. Nee, Alex Ho heißt der. Boah, war der cool. Der ist irgendwie 17 oder so. Der hat das nebenbei durchgezockt. Der hat gebrabbelt wie ein Wasserfall. Der musste sich nicht konzentrieren. Und nebenbei. Und dann irgendwie super Zeit hingelegt. Tschüss und ist abgehauen. Das Spiel war halt irgendwie doppelt so alt wie er. Oder? Ja, genau. Das Spiel war doppelt so alt wie er. Als er selbst. Es war sick irgendwie. Ich meine, dass so junge Menschen dann zu so einem Spiel zurückgehen und sagen: Ey, das finde ich geil. Das speedrun ich jetzt. Fand ich cool. Das fand ich auch sehr cool. Also den kann ich noch empfehlen, den kann man sich mal angucken. Mal so eine Frage in die Runde jetzt, ne? Und das ist mal nicht abwertend gemeint oder so, ja? Oh Gott. Kann mir einer erklären, was an Final Fantasy so toll ist? Da gab es doch jetzt Final Fantasy 12, wurde doch geremastert, ja, ne? Ich liebe Dan über alles, ne? Also ich finde diesen Menschen einfach so unfassbar naturwitzig. Mhm. Also nicht wie Fischi. Und, Ich verstehe das nicht. Die Story. Es ist die Story. Okay. Ich konnte auch nie was mit Final Fantasy anfangen. Ich habe Final Fantasy immer gemieden, weil ich dieses Kampfsystem einfach unfassbar schlimm finde. Ich kann mich einfach nicht, oder konnte mich nie drauf einlassen. So South Park, okay, habe ich noch geschafft. Oh ja, das war geil. Aber so, ich habe immer so gesagt, nee, ich habe echt keinen Bock auf rundenbasierte Rollenspiel-Kacke. Und jetzt habe ich angefangen, letzte Woche mit Final Fantasy X, weil ich rausgefunden habe, das gibt's auf Steam, habe angefangen und ich muss sagen, es ist gut. Ich kann es spielen und das Kampfsystem, wenn du dich einmal drauf einlässt, klar, ich vergesse immer noch, dass ich nicht mit Eis auf Feuer, sondern mit Wasser auf Feuer gehen muss und solche Geschichten. Aber man kommt rein, man wird langsam herangeführt und der Schwierigkeitsgrad entwickelt sich immer die ganze Zeit mit dir mit. Du hast immer das Gefühl, wenn du nicht aufpasst, bist du gleich tot. Du musst immer aufpassen, aber es ist immer so, dass wenn du aufpasst, du immer durchkommst. Mhm. Und die Story zieht dieses ganze Spiel einfach mit nach vorne, weil du dich die ganze Zeit interessierst, so wie geht's jetzt weiter? So, du hast nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde schon den ersten M. Night Shyamalan Ding Dong Wandel in der Geschichte, wo du denkst, oh, ach so, der ist jetzt der und ach, jetzt verstehe ich. Und dann, weißt du, bist du halt schon drin in der Welt. Und ich kann verstehen, warum ich kann verstehen, warum ich immer noch Final Fantasy 15 nicht anfassen werde, weil einfach Final Fantasy 15 nicht diese Magie hat, die Final Fantasy 10, 12 oder 7 hat. So, das waren einfach magische Spiele, wenn ich die jetzt heute mir angucke, vor allem 7, wenn ich mir das jetzt angeguckt habe in auf der SGDQ oder wenn ich jetzt 10 angefangen habe zu spielen oder früher, als ich mal 12 gespielt habe. Ich freue mich super, 10 zu beenden und nochmal mit 12 anzufangen, jetzt plötzlich. Damals bin ich nie reingekommen und jetzt freue ich mich, weil diese Welten einfach so magisch sind. Du bist einfach sofort drin in dieser Welt und es ist einfach so wie, gut, du konntest auch nichts mit Herr der Ringe anfangen und so, ne? Aber für mich ist es so, ich bin plötzlich drin in Herr der Ringe. Vorwürfe. Ich finde, weißt du? Also grafisch war schon damals Final Fantasy X, als es damals erschienen ist und du hast dazu gesehen, wenn du deinen ersten, wie heißen die in Final Fantasy X nochmal, wenn, was du rufen kannst mit Yuna? Das sind Espa? Nee, Espa war, glaube ich, in 13. Irgendwas mit A. Es ist so unglaublich toll gemacht. Also ich habe da schon geliebt, die Hilfe da zu rufen, weil das Bestia heißen sie im 10er, dankeschön. Ja? Die Bestia zu rufen, das war halt schon, ich habe mich immer auf... Mit Yuna ruft man anscheinend die Bestia. Bestia? Also später sind es mal Esther, da ist es, glaube ich, im Final Fantasy 13 heißen sie, glaube ich, so. Espa, Bestia, beides das gleiche. Wunderbar. Das war schon grafisch immer so, es war so toll gemacht und ich finde Final Fantasy bis heute. Eons. Find die Musik toll? Eon? Eons. Genau. Meine kann auch. Man auch sagen. Wusstest du jetzt nicht, ne? Wusste Eons ich auf Englisch. Ah, gut, ich spiele es auf Deutsch. Ah, okay. Ja, okay. Dann, ja, alles klar.
Ich weiß nicht. Ich komme mit diesen ganzen. Ich auch nicht. Deswegen, Asia. Komm, lass uns zusammen nicht Final Fantasy spielen. Ich habe ja 15 gespielt. Da habe ich auch aber gespielt. Aber ist ja was anderes. Ich habe es auch fast durchgespielt. Habe vom Endboss ausgemacht. Was anderes. Mhm. Das ist was ganz anderes. Das weiß ich ja sogar auch. Was? Aber das 10er war zum Beispiel das, so. Das ist was anderes ist als 10 und 7 und so. 12 ist das Remastered, was jetzt kommt, ne? Ja, was jetzt rausgekommen ist. Das habe ich zum Beispiel nie gespielt. Ich habe es schon hier liegen. Ist mir zum Zusehen, aber das ist auch schwierig, wenn man das nicht von Anfang an sieht und in diese Story reinkommt, dann sieht man da immer nur Leute rumlaufen und irgendwas tun und man versteht auch nicht, in diesem Speed-Modus. Und dann sitzt du da vor dem Bildschirm. Ey, Dan, ich meine, Alter, mach die Scheiße aus, ey. Kannst du bitte mal, ey, du kannst ja alles spielen, was du willst, aber kannst du das mal ausmachen? Und dann unterhalten sich. Das haben sie extra eingebaut, damit, weil das Spiel so groß ist, damit man schneller von A nach B kommt. So kämpft er auch die ganze Zeit. Das ist einfach nur 120 FPS. Den muss man was grinden. Das ist, das braucht man. Ach so, okay. Das ist so. Ich kann das. Ich verstehe. Soll ich also. Ich dachte, das wäre ein Video. Was? Im Stream, dieses stille. Nein, das gehört zu dem. Das ist extra für Final Fantasy 12 so gemacht. Rechtlichen Markt. Das kann man einstellen, ob man zweifache, vierfache Geschwindigkeit haben möchte. Wir haben halt. Du hast eine Taste, mit der machst du das Spiel schneller. Das ist so eine Turbo-Taste. Ja, aber, aber wenn man in den Kampf geht, dann hat man vorher eingestellt, was man für Attacken macht. Ja. Automatisch. Ja, und dann spielt das Ding das automatisch ab. Weil das eh Gegner sind, wo man weiß, die können einem nicht viel. Trash-Mobs. Okay. Krass. Ja. Aber man muss es halt von Anfang an erleben, um dort reinzufinden in diese Story und für sich selbst entscheiden, ob einem das eben. Es ist genau wie Kingdom Hearts. Wenn man da einfach mal so zwischendurch reinguckt, was? Ja. Man ist halt nicht this drin. Guy. Hm? This guy? This guy. Ich kann auch nicht, ich verstehe es auch nicht. Kingdom Hearts ist doch das mit Donald. Disney. Ja. Final Fantasy und Disney gemischt. Ja. Unglaublich schön. Ja. Unglaublich schön. Spielen möchte. Nee, aber das ist ja, ich meine, jeder andere Spieler, komm. Das ist so wie Persona? Aber das ist doch das, Persona genau, 5? Persona zugucken. Du guckst rein, die sitzen im Klassenzimmer. Mhm. 20 Minuten später, okay, jetzt sitzen die immer, jetzt läuft er durch die Schule. Ich habe in keinem Stream zum Beispiel mal gesehen, wenn die am Kämpfen waren. Irgendwann hieß es, ich habe selber Persona nie gespielt, habe aber gehört, es gehört zu den besten Rollenspielen, was der asiatische Markt jemals rausgebracht hat. Und ich gucke immer ran und denke mir. Nur Dialoge. Aha. Nur Dialoge. Schule. Wo ist denn das Gameplay? Und dann habe ich mich da so ein bisschen mehr mit beschäftigt und das scheint sensationell zu sein, wenn man das mal spielt. Aber man muss sich darauf einlassen. Aber das Schöne ist doch, dass jeder so ein bisschen dann sein Steckenpferd hat. Ja. Und das ist halt jetzt. Sonst würden wir alle PUBG oder GTA spielen. So sieht's aus. Ich habe geübt mit Ausweichen, habe VR gespielt. Hey, Schütze, du warst wunderbar auf den Knien. Das hat, ja? Ach so, du meinst Dizzy. Hey, ich habe heute reingeschaut bei Dizzy. Mal kurz geguckt. Er war auf den Knien. Nicht nur auf den Knien. Ich meistens, wenn ich geguckt habe, warst du auf den Knien. Ich hab mich auch gebückt ein bisschen. Das stimmt. Während du auf den Knien warst. Wo wir gerade bei VR sind, möchte noch jemand was einwerfen? Final Fantasy. Warte mal, du meinst vor VR jetzt? Ja, weil ich würde gerne nochmal diese Thematik so ein bisschen anreißen und das nochmal aufgreifen und das vielleicht nochmal besprechen. Ich könnte ja jetzt mal schnell noch eben abhandeln, weil das eh auf der Liste steht und weil wir es schon angesprochen haben, dass Kingdom Hearts 3 angekündigt wurde. Ja, bitte. Von einem Jahr schon. Habe ich ja jetzt gesagt, Kingdom Hearts 3 wurde angekündigt für 2018. Fertig. Mit Trailer und es spielt in der, wie heißt das? In der Toy Story Welt. Genau. Yay. Wollte ich nur sagen. Ich werde, glaube ich, tatsächlich die ersten beiden Kingdom Hearts vorher auch spielen, weil mich nein, das nein, jetzt nicht die ersten beiden. Nur den zweiten? Beschäftige dich mal damit. Warum? Wie viele Teile das sind. Aber das heißt doch Kingdom Hearts 3. Ja, und dann gibt es 1 und 1.8 und 1.5 und 2.5 und guck dir das erstmal genau an. Es ist
Das DLCs oder Fanprojekte oder so? Nee, ja, das ist, also da solltest du dir wirklich genau die Reihenfolge mal anschauen. Es sind nämlich etliche. Also ich habe auch noch nicht, ich weiß noch nicht, das eine, was ich damals auf PlayStation 2 gespielt habe, das will ich mal spielen. Das war der erste Teil. Und danach wird's schwierig. Ich spiele Kingdom Hearts 1, ich spiele Kingdom Hearts 2 und dann bin ich fertig mit der Geschichte. So. Bam. Wo ist der Deal with it, Sticker, Mann? Wenn die ihre Spiele nicht vernünftig nennen können, dann ist das doch mir egal. Ja, und dann nachher geht das große Geheul los. Aber ich weiß gar nicht, was hier los ist. Oh Mann, ich hätte mal doch 1.25 Alpha Beta. Ja, siehst du? Das wird passieren. Also das ist, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Und besonders, weil sie remastered jetzt kommen als 1.5 und ich glaube, da sind dann, ist dann Teil 1 und Teil 2 drauf, plus nochmal so ein Zusatzfilm. Aber dann kam noch 2.8 und da sind nochmal zwei Teile drauf, die, glaube ich, aber nie für PlayStation 2 oder 3 erschienen sind, sondern nur auf Handhelden. Und ich, also ich bin da ja, noch Handheld nicht ganz... Ja, Handheld spiele ich auch nicht. Aber ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, wie viele Teile es da wirklich gibt und was ich mir kaufen muss, damit ich die habe, die ich eigentlich Stück, haben will. Zwei Stück, 1 und 2, fertig. Ja, sind 1 und 2 im 1.5? Das war schon bei God of War so, da kam auch irgendein Handheld-Müll raus. Nee. Das sind zwei Spiele und die gehören wohl absolut zur Story mit dazu. Ja, werde ich nie spielen. Und dann kam bei Metal Gear Solid, gab es dann auch irgendwie Handheld-Teile oder sowas. Die werde ich auch nicht spielen, wenn ich die richtigen Spiele spiele, obwohl das die Vorgeschichte zum fünften war und so. Also, wenn ihr wollt, dass ich das Spiel spiele, bringt es vernünftig raus. Und nennt es Teil 1, Teil 2, Bist Teil 3. Bist du nicht so ein Nintendo-Fanboy? Gott, ja. Wo würde ich alle spielen? Alle. Richtige Reihenfolge. 1.5, 2.5, 2.8, 3. Dankeschön. Ja, was mit so. 1 und 2? War das nicht bei Mario auch genau dasselbe? Mister, ja. Hießen die auch 1, 2, 3, 4, 5? Ja, aber da gibt's doch keine Story, die da erzählt wird. Da spielst du halt einen Plattformer. Aha. Du musst doch nicht Mario Galaxy Mega Man, Metroid, Zelda. Wie ist das Zelda 1, 2, 3, 4, 5? Mr. Klugscheißer Nintendo Fanboy. Die sind in sich geschlossen. Aber wenn eben. Wenn du zum Beispiel 13 spielst, dann ist das die 13er Reihe, die in sich drei Teile hat. Also 13, 13-2, 13-, genau. Bla bla bla. Die sind in sich, aber 13 ist eine eigene Reihe. Da kannst du 12, 7, 8, 4 spielen, die haben nichts mit dem zu tun. Die nur in einer Welt spielen, sie teilen sich Chocobos zum Beispiel, diese Reittiere und so. Das Universum ist dasselbe, die Storys sind ganz unabhängig voneinander. Das ist bei Zelda genauso. Da wird eigentlich auch so die ähnliche Story erzählt. Ach so. Und es fängt immer von vorne an. Es ist egal, ob du einen Teil vorher schon gespielt hast. Du kannst auch jetzt mit Breath of the Wild anfangen und dir wird nichts fehlen. Okay. Ich probiere das aus. Und wehe, du hast mir angelogen. Angel of Olymps. Das war so gut von God of War. Du hast gar keine Ahnung. Ich? Nee, du doch nicht. Das ist Labby. Wo war das? God of War rein. Konnte man das spielen? God of War auf PlayStation. Ja, aber das, was dieser Zwischenteil auch PlayStation. Es sind zwei Zwischenteile und die sind beide für PlayStation 3 erschienen. Oh. Ja, gut. Ja, guck mal, dann sind sie ja wenigstens für PlayStation 3 erschienen. Ja. Ja. Nicht für Vita. Wer hat denn eine Vita? Ich hab eine Vita. Wer hat sich eine Nintendo Switch gekauft? Game Boy Color. Alles Idioten. Aber ich hab trotzdem eine Wii U zu Hause. Aber jetzt erzähl ich erstmal Scheiße über die PlayStation, weil ich ein scheiß Nintendo-Fanboy bin, ey. Die kamen für die Vita, die kamen für die PSP. Ja, oder PSP. Also die hatten noch ein paar Leute, das stimmt. So. Die PSP. Die kamen beide für PSP und sind dann neu aufgelegt worden für PlayStation 3 noch. Wer? Wer spielt das? Jack Black. Wer ist Jack Black? Ach so, der Jack. Ah, okay, entschuldige. Ja, alles gut. Hey, alles gut, ich weiß. Okay. Wer ist Jack Black? Entschuldigung, ich weiß. Da sind sie da. Ja, ehrlich. Da sind zwei Leute haben eine Vita. Gleich umarmen. Ich umarme meine Vita und PSP. Ja, sind ja nur zwei Leute, die kriegst du ja noch umarmt. Kannst auch nicht zählen, ne? Es werden schon wieder Gerüchte gestreut im Dings hier im Chat heute. Wow. Slappy, wir mögen uns, ne? Nee, ich hasse dich. Okay, danke. Oh, ab. Hast du euch jetzt schon wieder? Ja, klar. Wir hatten, wann hassten wir uns nicht? Wow.
Seit Slavy Partner ist, ne? Du bist doch Partner, oder? Er ist echt abgehoben, krass. Er ist super abgehoben, ja. Guck mal, wie er da sitzt, ey. Nicht mal lachen, gar nichts, ey. Wie so ein Strich, wie so ein Lauch in der Landschaft, ey. Wie so ein Lauch in der Landschaft. Aber habt ihr eigentlich davon gehört, dass Ark Survival für 70 Euro rauskommt? Ah! 70 Euro! 60, Moment, 60. 69,99. Hab ich gerade noch nachgeguckt. Wir sind zurückgerudert. 59. Was, sie sind zurückgerudert? 59. Ja, jetzt kostet es 59. Ach was, nur noch 59 Euro? Boah, das ist ja der Schnäpperkind. Wow, und dann noch 15% Rabatt, wenn man das Ark Survival Pack kauft. Mit Expansion Pack, super, gerade 70, also wer die... Das sind nur 2,50 Euro für jedes FPS, das man in diesem Spiel hat. Wow. Das stimmt übrigens nicht mehr. Ich hab's lange nicht mehr gespielt. Die haben das doch in den Griff gekriegt, oder nicht? Ja. War das nicht so? Ja, ja. Also das Spiel ist gut. Ist gut, ja. Ja, aber 60 Euro. Ich hab, also ich würde da gerne mal drüber reden, wie ihr das seht. Ich hab mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. An sich, also ich weiß nicht, wie viel ihr gespielt habt. Wie viele Stunden habe ich? Ich muss mal ganz kurz gucken. Während ich rede, gucke ich, ich mache das gleichzeitig, denn ich bin ein guter gleichzeitig Sachenmacher, während ich Sachen... Also ich habe null. Also ich habe ein bisschen gespielt, auch mit Community, und das Ding ist, ich glaube, so richtig darüber reden kann man erst, ich habe 28 Stunden Spielzeit, wenn man auch wirklich weiß, was da drin ist. Weil, ich meine jetzt, nur wenn man grundsätzlich weiß, wie das Spiel geht, kann man, glaube ich, nicht darüber urteilen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Weil an sich ist es ein Vollpreis, Spielpreis. War das richtig? Jo. Was eigentlich okay ist, wenn du ein richtig fettes, großes Spiel kriegst. Wo du viele Sachen machen kannst. Und ich weiß ja, dass viele Leute sehr, sehr viele Stunden in dieses Spiel reinschieben. Ja. Und das ist ja wieder diese Frage, ne? Warum zahle ich 60 Euro für ein Storyspiel, was 4 Stunden geht? Es gibt solche Spiele ja, oder 6 Stunden oder sonst was. Und warum zahle ich 20 Euro für Spiele wie Heinzi oder andere Spiele, die mir aber dann wiederum, also jetzt keine tolle Story geben, Early aber Access. Die Möglichkeit geben, Stunden und über Stunden und Stunden da reinzutun. Das ist halt diese Diskussion eigentlich dann, oder? Das ist Early Access, was du gerade gesagt hast. Deswegen. Ja, genau. Da hat's ach, noch wobei, die Rollercoaster Tycoon hat ja auch 50 Euro Early Access gekostet. Ja. Also mein Problem damit ist das folgende. Das Spiel ist gut. Also alles, was ich bis jetzt gehört habe und auch selber gesehen habe, ich habe es nicht gespielt, ist gut. Das will ich den Leuten nicht abschlagen, absolut nicht. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber, das macht die Preispolitik komplett in Dutt. Weil jetzt kommt nämlich jeder Hinz und Kunz und ballert seine Spiele hoch auf 60. Und dann gibt's bald nichts mehr Günstiges. Das ist nur der Anfang von einer Riesenwelle, die passieren würde. Meinst du? Weil ich meine, andere Leute können dann wiederum dadurch glänzen, dass sie dann einen günstigeren Preis haben. Das ist genauso wie Early Access Spiele. Wenn du Rollercoaster geht los mit 50 Euro war das, glaube ich, Early Access oder so eine Schote. Danach waren Early Access Spiele, haben immer so einen Schritt höher gemacht. Einer macht vor, alle machen nach. Und dann gibt es die doofen Leute, die das kaufen. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen an dieser ganzen Sache stört. Ich habe ja nichts dagegen, dass sie ein bisschen Geld verdienen wollen. Absolut nicht. Hätten sie wahrscheinlich ihren Rechtsstreit da nicht gehabt, würden sie das vielleicht auch gar nicht machen. Für so teuer verkaufen. Da gab es ja einen Rechtsstreit und da musste viel Geld bezahlt werden. Also fehlt auch ein bisschen was in den Kassen. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass sie jetzt da stehen, das für 60 Euro rausknattern und damit sozusagen Vorbild sind für andere Leute, die das dann auch so machen. Und irgendwo muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man doch ein bisschen realitätsnah sein und vielleicht eine Millionenproduktion, egal ob sie gut ist oder nicht. Ja? Also ob ein Ubisoft-Spiel gut ist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Geige, wir reden nicht über die Qualität des Spiels. Aber eine Millionenproduktion gleichzustellen mit Ark? Aber Moment mal, dieses Spiel ist jetzt wie lange im Early Access? Ein Jahr, eineinhalb Jahre? Zwei, glaube ich. Zwei. Und man hatte jetzt 2 Jahre doch eigentlich Zeit, sich dieses Spiel für einen geringeren Obolus zu besorgen, also ich muss es nicht neu kaufen.
Nee. So, nein, man muss das, wenn man das besitzt, muss man es nicht neu kaufen. Nein. Also wer es nach sich in diesen 2 Jahren noch nicht besorgt hat, ja, meine Jüte, ne, der hat halt jetzt diese, die ja. Ich bin Konsolenspieler. Ich als Konsolenspieler bin es gewohnt, dass Spiele viel Geld kosten. Das ist ganz normal. Das ist halt, das muss ja irgendwie finanziert werden. Günstige Konsole, du hast eine Hardware, dafür sind die Spiele halt teurer. Deshalb ist das für mich immer das mit den Preisen. Der ARK ist auch für die PlayStation erschienen und hat da, glaube ich, zwischen 40 und 50 Euro oder sowas. Denk mal, wow, ja gut, ist halt Konsole, ne? Okay. Ist halt so. Also da bin ich immer ein bisschen, ich bin höhere Preise gewohnt als Konsolenspieler. Ich möchte auch noch mal was sagen jetzt. Weil, Dizzy, du sagtest ja, das machen die jetzt vor. Mhm. Aber ich meine, kommt ja jetzt als Vollpreis, also als Vollversion raus. Das heißt, das ist ja nicht das erste Spiel, was eine Vollversion jetzt für viel Geld anbietet. Das, was du jetzt sagtest mit dem Gleichstellen mit einer Millionenproduktion, das wäre für mich noch legitter, als jetzt zu sagen, okay, ich glaube jetzt alle Early Access Spiele kosten jetzt mehr. Oder habe ich das falsch verstanden? Da würde auf jeden Fall, denke ich, auch der Preis angezogen. Und dann würde hinten raus auch wieder mehr verlangt. Ich denke nicht. Ich sag einfach mal, ich setze meine 5 Euro darauf, dass es nicht so ist. Aber das kannst du natürlich auch recht haben. Meine Vermutung ist, das Spiel kommt im August raus, in der Vollversion. Sie haben den Preis jetzt schon auf 60 Euro hochgedrückt. Sobald es rauskommt, wird es am ersten Tag wahrscheinlich für 50% billiger sein. Da würde es schon sehr komisch wirken, wenn sie es erst einen Tag vorher auf 60 Euro gebracht hätten, um es dann am nächsten Tag wieder auf 50% auf 30 Euro zu bringen. Und sobald es aus diesem Anfangsdingens raus ist und wieder 100% kostet, wird es einen Monat später wieder nur 30 Euro kosten. Das ist meine Vermutung. Später, vielleicht ein bisschen später. Aber ja, ich glaube, es wird auch wieder billiger dann später. Das kauft doch kein Mensch für den Preis. Eigentlich haben es ja alle schon, oder? Nee. Eigentlich haben alle schon ARK. Also ich hab's noch nicht gespielt. Deswegen werde ich nichts über das Spiel sagen. Ich habe nur gehört, es soll sehr gut sein. Kann es aber noch nicht einschätzen. Aber ich glaube tatsächlich so, wenn sie es bei 30 Euro gelassen hätten oder 25 oder wie viel es vorher gekostet hat und es dann rausgebracht hätten für 30 ohne dieses schöne grüne Icon neben dem Preis, hätten es weniger Leute gekauft, als wenn sie es jetzt auf 60 bringen und dann 50% beim Erscheinungstag runternehmen und es dann für 30 verkaufen. Dann denken sich Leute, oh, es ist jetzt draußen und für 50% billiger. Da muss ich zuschlagen. Marketing. Sehr dummes Marketing. In meinen Augen. Marketing. In meinen Augen. Ja. Weil mich regt das richtig auf. Weil ich bin AAA-Titelspieler. Mag sein, dass sie alle scheiße geworden sind. Mir gibt es immer noch eine Menge. Aber scheiß die Wand an. Boah. Also das kotzt mich richtig an. Ich spiele nicht so gerne AAA. Und bitte? Es gibt ja viele Leute, die spielen nicht mehr so gerne AAA. Ja. Und feiern das halt, dass sie sowas kriegen, wo sie sehr viele Stunden unterhalten werden durch abgefahrenes Zeug, was da alles geht. Da geht ja eine Menge. Ist ja, wie gesagt, ist ja auch alles cool. Aber also das ist mein erster Gedanke gewesen. Okay, cool, wir können jetzt einen Trabi für den Preis eines Ferraris kaufen. Ja, aber das ist jetzt ja diese Sache, das ist ja das, was ich meine. Also aus deinen Augen, aus deiner Perspektive ist es ein Trabi und die anderen sagen, das ist hier. Natürlich ist es vom Dings. Ach, du Arsch. Das kannst du gerne sehen, wie du möchtest, aber wir können ja trotzdem mal die Produktionskosten an sich vergleichen. Und dann, ich spiele auf diesen Aspekt, weil es gibt dann jetzt keine Grenze mehr. Und irgendwo war es immer schön, eine Grenze zu haben. Und das gibt es jetzt leider nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen traurig. Ich meine, jeder soll sein Geld verdienen. Alles cool. Habe ich nichts dagegen und finde ich auch völlig in Ordnung. Aber den Preis verdoppeln, halte ich für schwierig. Und gerade mit der Vergangenheit, mit dem Prozess, der da am Laufen ist, reinzugehen und zu sagen, hey Leute, 70.
Ach so, ihr müsst den Gerichtsprozess noch bezahlen. Ihr müsst den Prozess noch bezahlen? Alles cool, okay. Also an dieser Geschichte stinkt irgendwie alles. Das stinkt halt alles. Aber es ist abgesehen halt. Abgesehen davon, dass sie einen DLC rausgebracht haben. Was Geld kostet, ja. Die Nummer war ja auch schon geil. Also irgendwie marketingtechnisch weiß ich nicht. Also ich möchte gar nichts über das Spiel sagen, weil, also außer dass es gut ist. Nonetheless. Aber diese Moves sind echt kacke. Also ich persönlich finde sie extrem kacke. Nee. Ja. Ja, nächstes Thema. Übrigens, wartet mal ganz kurz, lass mich mal überlegen. Ich glaube, das teuerste Early Access Spiel, was man kaufen konnte dieses Jahr, war Mass Effect Andromeda. Ja. Ich glaube, das. Wie viel hat das gekostet? 70? 70, ne? Ja. Das war das teuerste Early Access dieses Jahr. Nice. GG. Nicht schlecht. Warte mal. Mass Effect Andromeda war als Early Access draus? Das war ein Schluck. Du kriegst den Hint nicht. Oh. Ach so, jetzt habe ich. Oh, Gott, ich bin, Fischi, oh. Oh Gott, hast du ein Soundboard? Hast du ein Soundboard? Nee. Guten Morgen. Ich habe gerade in dem Google Doc rumgeguckt und nur mit einem Ohr. Mann. Ich habe gerade gelesen, was Slappy auch rausgesucht hat, was ich mittlerweile sehr interessant finde, um das vielleicht grob mal einzureißen. Dota International, also The International, hat einen Preispool von 20 Millionen? Über 20 Millionen. Die haben jetzt schon den Preispool von letztem Jahr. Nee, letztes Jahr waren auch 20. Oh. Und die haben jetzt schon, ich glaube, es geht noch 30, 40 Tage, bis der geschlossen wird, haben sie jetzt schon wieder mehr als letztes Jahr angespart. Keine Angst, Leute im Chat, keine Angst für die, die es nicht... So, könnte man das bitte ganz kurz irgendjemand irgendetwas erläutern, weil wir Dota, haben nichts verstanden. Dota 2 ist ein Spiel. Das ist quasi der Nachfolger von Dota. Das war eine Mod für Warcraft 3. Daraus ist unter anderem auch League of Legends entstanden. Ist das gleiche Spielprinzip wie League of Legends. Du hast viele Helden, du hast drei Lanes auf einer Map und du musst die Basis von deinem Gegner killen. Zerstören. Das ist im Prinzip, ja, genau. Das Gleiche. Okay. Fast. Nur halt eben von hier. Valve. Genau. Die Steam-Macher. Und die haben einmal im Jahr eine große Weltmeisterschaft. Die heißt die Internationals. Und ohne S, oder? The International. International. Ja, okay. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, genau, International 2017. Und da gibt's immer so mehr oder weniger, würde ich fast sagen, den größten Preispool im gesamten E-Sport-Bereich. Einfach, weil die das sehr, sehr klug angestellt haben. Der berechnet sich nämlich daraus, dass die Community Dinge kauft auf Steam, dafür Boni für ihr Spiel bekommen. Das Kompendium heißt das quasi. Und dadurch kriegen sie irgendwie Boni, dann können sie irgendwie beim im Chat, während sie den Stream gucken, dann bei der International können sie dann quasi irgendwie Flagge zeigen für ihre Mannschaft und solche Geschichten, kriegen irgendwelche Sachen für das Spiel, da habe ich keine Ahnung von, also weiß nicht, ob dann extra Held dazu kommt oder sonstiges, und das wird natürlich gerne gekauft und das fließt alles mit rein in den Preispool. Und dieses Jahr haben sie eben schon den Preispool von letztem Jahr, der schon 20 Millionen Dollar betragen hat, jetzt schon über. Wann ist denn das? Wow. In ein paar Monaten? In einem Monat? 28 Tage. Ja, genau. Wo findet denn das statt? Das ist eine gute Frage. Das wird übrigens auch entschieden durch die Käufer dieses Kompendiums. Die dürfen dann entscheiden, wo das nächste Jahr eben die International stattfinden. Oder stattfindet. Cool. Also hier gibt es nochmal eine Liste für euch da draußen, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Das nenne ich mal mitwirken, wa? Das ist wirklich gar nicht so eine schlechte Idee. Hm. Und der Preispool ist ganz schön heavy, Mörtel. Im Vergleich, heute hat Federer, oder gestern, ich weiß nicht, hat Federer Wimbledon gewonnen. Wimbledon hat einen Preispool von 40 Millionen. Das ist so mehr oder weniger der größte Preispool, den es im Sport gibt. Sport gibt, ja.
Ne? Also selbst die Golf-Weltmeisterschaften haben nicht so einen großen... Wie viel hat Federer davon gekriegt? Federer? Naja, weiß ich jetzt nicht, wie viel. Wow. Hälfte oder so? Ich weiß es nicht. Wow, das ist halt echt spannend. Ich muss mal gerade gucken, was die League of Legends Worlds haben. LOL Worlds Prize Pool. Ich kündige meine Arbeit und zocke Dota 2. Ich hab's auch mal angefangen. Das war das einzige Easy. MOBA, das ich jemals gespielt habe. Easy. Ja. Easy. Absolut. Und die Leute können auch nichts, die das jetzt schon seit Jahren spielen. Also kannst einfach rein, machst alle kaputt. Aber sowas. Das Coole kommt. Übrigens ist, bei diesem Turnier kannst du auch aus dem Spiel heraus die Spiele gucken. Das ist super geil. Du musst nicht unbedingt den Stream anmachen, sondern du kannst theoretisch selber beobachten, wie sie es spielen und kannst selber gucken. Und du kannst dir verschiedene Sprachen an Kommentaren anmachen. Also dann sprechen quasi die Moderatoren, die auch im Stream dann eben das kommentieren. Die kannst du dir dann anmachen, kannst aber die Kamera selber bewegen, wenn du möchtest und sowas. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Also Valve macht sich da richtig Gedanken. Dizzy. Ja. Will vielleicht das Gleiche sagen. Nee, League of Legends hat einen Preispool im Vergleich bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr, 2016, 6,7 Millionen. Das ist weniger. Weitaus weniger. Das ist weniger. Ah, da Mario schreibt schon. Es gibt eine App, also eine Möglichkeit, Dota 2 mit VR zu gucken. Und das ist, glaube ich, Revolutio fucking näher. Du kannst das auch in VR spielen. Bitte? Du kannst das auch in VR spielen. Ja, das ist okay, du spielst halt das Spiel und guckst ein bisschen rum, aber das Ding ist halt richtig krass, weil du kannst halt, du bist halt in diesem Raum und du siehst dann halt diese jeweiligen Spieler rechts und links sitzen von den Teams und dann kannst du halt darüber gehen und gucken von jeder Perspektive, von jedem Spieler, das kannst du dir dann angucken. Wahrscheinlich ist es gar nicht so toll, aber weil man das wahrscheinlich auch manuell machen kann ohne die Brille, aber es ist schon krass, weil du hast so als Kinoleinwand vor dir, was passiert, und kannst halt immer auswählen, ich will den und so, und kannst immer rumgucken. Es ist schon krass. War das jetzt die Überleitung? Zu VR? Ah, dann weiß ich nicht. VR ist schön, oder? Fertig, tschüss. Tschüss, das war VR. Aber die Preispools sind, also, das ist Sport mittlerweile. Das ist krass. Da schreibt gerade jemand, es sind nur 14 Millionen Pfund bei Wimbledon. Ich habe andere Angaben, aber keine Ahnung. Bei mir steht 43.500.000 für Wimbledon. Sorry. Okay, warte mal. Wimbledon 2017. Prize Pool. Really? Prize Money. Sicher, ich google das. Really? Ja. Federer, bla bla, Money. Tudelö. Federer, bla bla, Money. 35 Millionen steht hier. In the percentage terms, first round loser benefits their prize money of... Oh ne, warte. Entschuldigung. Ich sag 50 Millionen. Och, könnt ihr mir nicht mal alles auf einmal sagen, ihr Knalltüten? Ey, ich hasse sowas immer, Mann. Alles aufgebröckelt und dann steht da eine Zahl und da eine. Ich will die scheiß Artikel nicht lesen, Mann. Also bei mir steht 31 Millionen Pfund. Und Pfund in Dollar musst du dann ordentlich noch was drauflegen. Soweit ich weiß. Ich habe mal eine kurze Frage, ja? Frage zwischendurch. Ich müsste demnächst mal Pibi. Habt ihr eine Pause eingeplant? Ja, oder? Haben wir. Okay. Wollen wir jetzt fix eine Pause machen? Also, wir können auch, wann ihr das geplant habt. Ja, wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst, weil du da so am Rumhüpfen bist. Was hast du gesagt? Ja, siehst du? Nein, alles gut. Alles gut. 31,6 Millionen Pfund. Das sind 40 Millionen Dollar. Ja. Also 31,6 Millionen Pfund. Meine Damen und Herren, ich war so nett und hab da mal eine Internetseite rausgesucht und da steht alles, ne? Let's go. Viel Spaß, Leute. Geil, endlich. Also im Vergleich dazu, 1968 wurden 26.150 Pfund vergeben. Und jetzt, ein paar Jahre später, 31,6 Millionen Pfund. Und dazwischen? 31,6 Millionen Pfund. Was ich sehr krass finde. Ich weiß, dass das dich wahrscheinlich nicht interessiert, aber ich finde Gänge finde ich sehr krass. Wenn ich mir überlege, ich habe damals das erste E-Sports-Event auf der DreamHack gesehen mit League of Legends. Da hat noch ein Forum-Administrator hat nochmal da gecastet auf der DreamHack. Da gab es, glaube ich, 100.000 und das war eine Menge. Kann sich noch jemand an die Intel Friday Night Games erinnern? In Kiew, Köln und so eine Nummer, da gab es das, da war auch noch nicht so viel Geld im Spiel.
Und an die 20 Millionen von Dota kann ich mich erinnern und seitdem ist es übelst krass geworden. Ich weiß nur noch die 10 Millionen von damals und das war halt auch. Das war schon hart. Das 10 war Millionen. Schon. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinnere, die ersten Worlds hatten bei League of Legends, korrigiert mich Chat, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, es waren 5 Millionen Preispool. 5 Millionen Preispool. Irgendwie so in dem Dreh. Das ist richtig krass. Was sich da getan hat, das ist übel. Ja. Wollen wir in die Pause gehen? Musst du schnell Pipi machen, Arthur? Ich würd dann Pipi machen dann. Ja, sicher. Also. Na dann, meine Damen und Herren da draußen, schreibt uns bei Twitter. Hashtag Plankenschnack oder auf der Twitch-App in Hashtag Plankenschnack. Oder in dem Raum, ja doch, es heißt Hashtag Plankenschnack und dann könnt ihr uns auch erreichen, wir könnten noch was einwerfen. Wir haben noch Streamer der Woche, wir haben noch ein, zwei Themen, die Twitch-News sind auch noch offen, wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr habt Bock und wir sehen uns gleich wieder. Arthur, geh auf Toilette und zwar genau jetzt. Ihr könnt bei da sind wir wieder aus der Pause zurück. Das ging schnell. Das ging schnell. Du hast richtig laufen lassen. Ja, ich bin einfach sitzen geblieben hier. Ich mache jetzt die knallharteste Überleitung ever. VR, let's go. Gut. Ja, Fertig. VR ist toll. Ne, VR ist nur ein Gimmick. Das wird eh sterben in den nächsten 2 Jahren, glaube ich. Also in 2 Jahren spielt keiner mehr Virtual Reality. Das haben wir vor 2 Jahren gesagt. Na, das hast du vor 2 Jahren vielleicht gesagt, ich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Okay. Das war Garak. Oder Garak. Ich habe gesagt, das ist zu teuer, das kauft keiner. Das habe ich gesagt. Ja. Das hatte mir letztens nämlich auch ein Moderator gesagt. Sag mal, Dizzy, bist du nicht eigentlich der Typ, der gesagt hat, VR ist scheiße? Nee. VR kommt, glaube ich, jetzt. Macht echt viel Spaß.
werde mich da mal langsam rantasten, weil ich habe ich hab das Gefühl, umso älter ich werde, umso schlimmer wird die Motion Sickness, die ich habe. Ich merke es oft in Spielen. Ich merke es, wenn ich Pupp zuschaue und die Kamera zu empfindlich, die Maus zu empfindlich eingestellt ist und das so, dann wird mir übel. Das sind, und auch so, ich neige ja schon, seitdem ich ein junges Mädchen bin, unter Migräneattacken, und das sind so, da habe ich immer so ein bisschen Angst. Muss ich ganz ehrlich sein. Weiß ich nicht. Das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und manche haben das Pech, dass sie das nicht so gut machen können. Es gibt aber auch, also ich bin da sehr unempfindlich eigentlich. Es gibt aber Momente, wo auch bei mir dann Schluss ist. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, bei jedem dann so. Ehrlich? Ein Beispiel wäre, ja, es sind so spezielle Sachen. Beispiel ist, wenn der eine, also bei Vive hast du ja zwei Sensoren, die diagonal im Raum sich gegenüberstehen. Und wenn jetzt so ein Ding sich bewegt, also wenn du das nicht feststellst, dann orten die ja dann die Brille nochmal anders. Und das macht dann Sachen, was dein Gehirn nicht versteht, und dann ist Ende. Oder ich habe ein Spiel gespielt, wo du dich teleportiert hast von Ort zu Ort. Aber dann gab es Momente, wo du dich so auf eine Schräge teleportiert hast. Und das Spiel war sich nicht ganz sicher, stehst du jetzt da drauf oder nicht. Und wenn du dann den Kopf ein bisschen geneigt hast, dann sprang das so. Und das ist eine Bewegung, die dein Gehirn nicht kennt. Aber da du es ja genau vor den Augen hast, versucht das Gehirn das zu verstehen, und dann bist du, also die Erfahrung habe ich auch schon machen müssen. Da gibt es also durchaus, oder zum Beispiel, genau, es gibt verschiedene Arten und Weisen, sich zu bewegen, also von A nach B zu kommen, jetzt also über das hinaus, was du im Raum laufen kannst. Und manche Spiele machen halt diese Teleportation, weil das dir quasi die beste Art und Weise ist, für dein Gehirn das zu machen. Es gibt aber Spiele, wo du zum Beispiel Farpoint auf der PlayStation, wo du läufst mit dem Stick. Und dann ist es aber so, wenn du nach geradeaus läufst, also guckst und nach vorne drückst, dann läufst du nach geradeaus. Kannst auch strafen. Wenn du in dem Moment aber deinen Kopf neigst, dann passieren Sachen, die du auch wieder nicht so ganz kennst und verstehst, und dann wird mir auch ein bisschen übel. Also das ist noch eine Sache, die problematisch ist für VR, und wo es aus meiner Sicht eine Lösung geben muss, eine andere Lösung geben muss. Wenn du Spiele spielen willst, wie zum Beispiel Onward gibt es jetzt, Pavlov habe ich noch nicht gespielt, aber das habe ich mir schon runtergeladen, so Shooter, wo du halt eigentlich wie ähnlich wie CS oder PUBG rumläufst und auf Leute schießt. Und da müsstest du ja eigentlich laufen, damit das die gute Experience ist. Aber da, ja, da gibt es halt diese Probleme. Und eigentlich müsste es eine Möglichkeit geben, dass du dich dann im Real Life auch wirklich bewegst, also die Beine bewegst. Und da gab es schon vor vielen Jahren Sachen, die die Leute ausprobiert haben. Also ich habe damals noch auf einer Gamescom so ein Ding ausprobiert, wo du so Socken anhattest, die halt so ein bisschen rutschig sind. Und dann wurdest du in so ein Ding reingestellt, so ein rundes Ding, und dann hast du so Gurte drumherum gehabt. Die Kinder in diesen Laufdingern. So ähnlich, genau, in diesen Laufdingern. Genau, das habe ich auch schon gesehen. Und das war halt richtig kacke. Also das war halt richtig, das Feeling war richtig scheiße. Du bist halt auf Socken in diesen Gurten irgendwo, hast dich so dumm bewegt. Das hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Das ist ja schon 3 Jahre her oder was, wann es das gab. Und wenn das gut gewesen wäre, dann hätte sich das parallel mit der VR-Sache ja noch weiterentwickelt. Das sieht man ja aber nirgendwo. Ja. Da muss es noch eine Lösung geben. Ich habe mal irgendeine englische Sendung, die probieren immer irgendwelche krassen Sachen. Die haben dann probiert, das möglichst authentischste VR-Erlebnis zu schaffen. Und die haben dann mit irgendwelchen Wissenschaftlern haben die so einen Boden entwickelt, da waren so Kugeln drauf. Du bist also auf den Kugeln gelaufen, die dann quasi Sensoren gleichzeitig waren, die dann an das Spiel weitergeleitet haben, okay, der macht jetzt diese Bewegung, also läuft er jetzt nach vorne. Das fand ich sehr interessant, aber das war das Mythbusters? Kann sein, sogar. Nee, da steht ein Lull dahinter. Ich glaube nicht. Ja, aber ich dachte auch gerade, es war irgendwie sowas war das. Die haben dann auch noch eingebaut, dass aus der Richtung, wo du angeschossen wurdest, waren dann Paintball-Guns, die dann wirklich auf dich geschossen haben. Das aber mal außen vor. Aber das wäre halt viel zu teuer irgendwie, das ist, aber ich hoffe sehr, dass da irgendwas kommt in der Zeit, wo ich noch nicht zu alt bin, um sowas selber zu spielen, und das ist halt meine größte Befürchtung, dass VR erst richtig geil wird, wenn wir alle schon zu alt dafür sind. Und glaubst du jetzt schon mal, wie schnell alles in den letzten 20 Jahren gegangen ist? Also in 20 Jahren werden wir da doch auch noch
Aber um jetzt die Brille auf den Stand zu bringen, wie sie jetzt ist, haben die auch 5 Jahre länger gebraucht? Ich weiß nicht. Also ich würde schon gerne mal ausprobieren, muss ich jetzt zugeben. Mach mal gucken, ob ich auf der Gamescom die Möglichkeit habe, es mal auszuprobieren. Aber ich würde mich da so langsam, so wie ein Angelsimulator, weißt du, erstmal so, erstmal langsam und nicht gleich solche schnellen. Job Simulator ist ein tolles VR-Game zum Reinsteigen. Welches? Job Simulator. Job Simulator, das ist lustig. Oh, hab ich schon zugesehen, ja. Ja, sowas. Ne? Also so peu à peu und nicht Minigolf gleich solche Rucksack, so. Ruck-Ruck-Zeug. Was ich empfehlen kann, ist Loom. Oh Gott, ich weiß nicht. Mumba. Das ist sehr so lecker. Puzzlespiel, wo du dreidimensional im Raum Lichtstrahlen dann drehen musst, damit die dann gespiegelt werden und so weiter. Und es geht immer weiter. Das erste Level ist halt eigentlich wie 2D aufgebaut. Und dann geht es immer mehr in die dritte Dimension. Und dann musst du halt plötzlich den Lichtstrahl nicht mehr so nur noch machen, sondern du musst ihn jetzt auch so machen. Und das ist. Ich super. Hab's sehr genossen. Genau, nicht mein Gameplay. Gute Idee! Gute Idee! Das ist so toll! Genau, ist so schön entspannt, die Musik ist entspannt. Und ja, nein. Okay. Es ist, es ist bei VR sind alle Spiele cooler. Selbst Rätselspiele sind cooler. Ich habe letztens Rätselspiel gespielt. Das ist viel cooler. Weil du was machen kannst. Das Empfinden ist ein ganz anderes. Und du schaltest noch ein bisschen mehr ab und bist halt voll drin. Oh, stimmt. Dizzy, hast du Thumper schon gespielt? Nee. Was ist das denn? Ey. Thumper in VR ist so geil. Ich muss es auch mal in VR spielen. Ich habe es gestern nämlich noch gespielt. Was ist denn Thumper? Thumper ist dieses Spiel. Kennst du Audio Surfer zufällig? Du hörst Musik. Und zu der Musik fährst du quasi, also jetzt in Thumper, du, da kommt die ganze Zeit so crazy Musik, die ist aber richtig, richtig gut. Und du fährst quasi in so einer Bahn die ganze Zeit nach vorne mit so einem kleinen Käfer oder so. Und dann kannst du halt mit der A-Taste kannst du dann irgendwie dich runterdrücken. Wenn du nach vorne drückst, A-Taste, fliegst du quasi hoch. Du musst nach links oder rechts kannst du ausweichen, wenn so Kurven kommen. Und dieses Spiel gibt dir die ganze Zeit so ein Parcours vor. Es dem du die ganze Zeit nachfahren musst. Und dann drückst du quasi die ganze Zeit die Tasten, die du drücken musst, im Rhythmus die ganze Zeit zu der Musik eben. Und du wirst, selbst ich auf dem Bildschirm bin nach 3 Leveln voll drin da, weil du kommst einfach in diesen Flow rein und es wird immer schwieriger und es ist hammerschwierig, dieses Spiel. Aber und es ist richtig, ist richtig gut. Und die Grafik also ist dieses Map-Design, wenn ich das mal so nennen darf, ist halt so ab. Space und die Bosse, die es gibt da Bosse drin, die sehen auch so unglaublich gut aus. Und wenn du dann über den Rand des Monitors noch nicht mal irgendwie die normale Welt siehst, sondern du sitzt da in dieser Welt drin und kannst dich noch umgucken und der Bass, Entschuldigung, ich bin sehr begeistert. Ich habe da Videos von gesehen früher und dachte mir, das ist super lange, was soll denn das? Irgendwie drückst halt zum richtigen Moment einen richtigen Knopf. Nee, es ist. Und das muss halt ist, die Musik aufdrehen. Das ist ein guter Einwand. VR ist für denjenigen, der das spielt, ein unglaublich tolles, neues Erlebnis. VR aber zum Zusehen finde ich mal ein bisschen. Mega geil. Ich muss sagen, ich finde bei Dizzy, ja, du machst ja auch vollen Körpereinsatz. Aber ansonsten, das, was ich gesehen habe bis jetzt, saßen die eigentlich meistens nur auf dem Stuhl und dann ist das so. Super langweilig. Dankeschön. Super langweilig. Ich hab das bei Dance Gaming gesehen und das Einzige, was halt witzig war, war. Dass er nicht mitbekommen hat, dass die Übertragung überhaupt nicht funktioniert hat. Er hat alles gesehen, wir haben nur ihn gesehen und den Ton und das war super witzig. Aber ansonsten ist das so, wo guckst du hin? Sein Gesicht siehst du nicht richtig, die Emotionen siehst du nicht, ob der sich jetzt erschreckt oder sonst etwas und dann ist das so. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es so spannend. Also ich weiß nicht. Also auch bei viel Bewegung, finde ich, ist es jetzt nicht so. Ich will es trotzdem auch probieren mal zu streamen, mal gucken, wie die Leute das so aufnehmen. Aber du siehst das gut, der rollt, der kniet, der robbt. Ich spiele nur so eine Spiele, wo du die ganze Zeit nur Scheiße machst. Also Bauch einziehen, in der Nase popeln, nur so eine Scheiße. Ich finde das mega geil. Also auch zum Zugucken. Ich gucke mir das in letzter Zeit bei einem YouTuber an, der geht da richtig ab. Der macht da Flickflacks noch und nöcher und nur Vollgas. Also so, wenn ich jetzt jemanden sehe, der so eine Brille nur hier von Rechner auf hat, würde ich das mir auch nicht angucken. Aber so, ich finde, das ist mal so eine andere Sache deswegen feiere ich das auch so sehr, deswegen spiele ich das auch. Wenn ich mir,
Ich meine, wenn ich mir angucke, ich habe heute aus Versehen auf dem Boden gelegen und dann kam mir das Lied Call on Me in die Gedanken und dann musste ich auch auf einmal diese scheiß Bewegung machen aus dem Call on Me-Video. Und das finde ich halt mega cool. Ich habe mir damals bei Dan angeguckt, als er Mel C's Sports-Scheiße auf der Wii gespielt hat. Boah, ich habe so gelacht, ey. Ich finde das so gut. Also gerade für einen Streamer ist das halt auch mega geil. Du kannst zwar keinen Chat lesen, okay, das ist ein ganz großes Kackpu. Aber ist egal. Der Chat kann sich auch mal alleine unterhalten für einen Moment. Ich finde es großartig. Ich finde das großartig, gerade weil du mittlerweile so viele Sachen machen kannst. Wenn ich mir überlege, dass ich heute mit drei weiteren Leuten mich in der Kneipe oder auf einer Bahn beschieße und ich höre die Leute, wie sie einfach vor Schnappatmung nicht mehr können, weil es so anstrengend ist, ja? Und du schreist dich nebenbei an so, ey, du Kacksau, Alter, was soll das, Headshot? Und dann, da komm doch raus! Und dann sitzt einer hinter der Deckung und winkt dir einfach zu und du sitzt einfach, du kannst... Wie heißt das Spiel? Dead and Buried. Und du, ich weiß nicht, ich finde das großartig. Auch diese Boxensachen sind mega cool. Oder dieses I Accept You to Die, so ein Rätselspiel, wo du halt, also da sitzt du wirklich in einem Stuhl und du musst dann Sachen anfassen und Dinge machen und so. Ich finde das unglaublich toll. Gibt's schon Let's Dance für VR? Ja, da gibt's auch ein Spiel mit Tanzen. Ich habe mir sogar an der Schrägwand hier meine Kriegsverletzung. Ich habe meine ganze Wand schon so hart bearbeitet, weil ich schon so oft gegengeschlagen habe mit dem Controller. Warte mal, welcher ist das? Oh! Ich habe hier... Oh, das Spiel sieht so gut aus, aber es gibt's nicht bei Steam. Ich habe hier so eine Dings drin. Hier ist schon Tapete drin. Oh. Das kannst du, glaube ich, aber auch so spielen, Fiji. Wenn du dir das da runterlädst, kannst du es theoretisch auch in Steam spielen. So mache ich das auch. Da gibt's eine Möglichkeit. Habe ich ja zu dir gesagt, ich habe davon so viele Spiele, die ich mit dir zusammenspielen könnte. Und dann können wir uns richtig mal vollkoffern. Mit Bewegung und sowas. Also ja, für mich muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe mich ja jetzt mal ein bisschen mehr befasst mit der Thematik und einige da draußen sind ja auch ein bisschen skeptisch, was ich verstehen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass vor 2 Jahren, als wir darüber gesprochen haben, war es genau das, was für mich völlig uninteressant war, mich hinzusetzen und mir so ein Ding aufzuklackern. Und im Sitzen mit dem Controller spielen. Das mag ich heute immer noch nicht übrigens. Das finde ich immer noch ultra kacke und langweilig. Wenn ich mir aber ansehe, dass du mittlerweile diese Controller hast und die Möglichkeiten hast, dir so ein Ding einfach mal an die Decke zu schrauben. Also hier zum Beispiel so. Und dir einfach deine Oculus Rift und deine Kabel beweglich an die Decke schraubst. Entschuldigung, da. Oh, krass. Dann kannst du dir das Ding einfach auf den Kopf setzen und du kannst in deinem Raum machen, was du willst. Du merkst die Kabel nicht. Die Kabel ziehen runter, du kannst dich auf den Boden legen, du kannst dich nirgendwo einrollen und du kannst einfach nur in deinem Raum Vollgas geben. Warte mal, die Kabel ziehen sich wieder zurück? Ja, das sind so eine Randschnapper. Also das Kabel liegt da drinnen, du bückst dich und dann zieht er das wieder hoch. Nee! Ja, ich zeig dir das nachher oder warte. Oh. Warte, wo ist das? Sowas habe ich mir immer überlegt und gewünscht, aber oh, wo ist denn das? Platz. Scheiß Wohnung. Ich kann dir das nicht zeigen. Da oben sind halt so eine Rollen dran. Ja. Und wenn du die runterziehst im Karabiner, dann zieht sich das nachher wieder hoch. Oh, ist das gut, ey. Und dann hast du halt keine Kabel an den Beinen und ich finde das mega gut. Ich feiere das so hart. Das nervt mich halt noch, gerade bei diesen Spielen, wo du dich viel bewegst, dass du immer irgendwie doch aufpassen musst, obwohl du es nicht siehst. Wo war nochmal das Kabel? Da darf ich jetzt nicht drüber springen und so. Und das kostet 20 Euro, das Zeug. Ich brauche die Randschnabber. 20 Euro schicke ich dir nachher. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich da eine Menge getan. Also schon im Gegensatz zu 2016 oder ja 2016, 15 gab es keine wirklich guten Spiele. Und wenn man jetzt mal guckt, du hast super viel Auswahl. Du kannst mittlerweile auf Mount Everest raufklettern, du hast Story-Spiele mit VR, du hast Rätselspiele, du hast diese ganzen Ballerspiele, du hast diese Fitnessspiele, Boxen, Sportsbar, Multiplayer und dadurch, dass Barfight. Ja jetzt... Bitte? Barfight, du kannst dich prügeln. Barfight, ja, Barfight zum Beispiel. Das ist halt super witzig und das ist eine mega geile Erfahrung. Also für mich ist das mega cool, weil das einfach deinem Körper eine ganz andere Erfahrung gibt. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wenn du dich mal an eine Kante teleportierst an einem Haus und dann guckst du auf einmal runter... Ja.
ist das ja ein unglaublich geiles Gefühl in deinem Körper. Es ist mega geil. Oder gestern hatte ich, danke Lumen, gestern hatte ich so einen Moment, Lumen hat übrigens den Link gepostet zu diesem Zeug, falls ihr den wollt. Gestern hatte ich was, wo ich was anfassen musste und ich wurde in die Luft gezogen, also richtig hochkatapultiert. Und das ist so ein unglaublich gutes Gefühl. Und da frage ich mich jetzt als, ich habe Höhenangst. Ja, das bei wird mir dir... Bei mir wirkt sich Höhenangst jetzt nicht mit Panikattacken und dem Ganzen aus, sondern mir wird übel und schwindelig. Würde dir passieren? Das passiert mir. Das passiert mir dann auch? Ja. Also ist das wirklich so eine... Ja, ja, nee. Ja. Das ist richtig krass. Nee, also ich habe mir auch eingepupt, als ich da an der Ecke stand. Aber ich finde sowas halt geil, weil ich weiß in meinem Kopf, ich bin in einer nicht realen Welt. Mhm. Ja. Ich habe bei den Space Rocks gespielt, so ein Kletterspiel übrigens, mega geil, wo du dich immer so hochziehen musst, du kannst dich so hochwerfen und so, um die Wette und wer ist der Schnellste. Und da gab es dann auch so Ecken und Kanten und er konnte nicht runtergucken. Also er musste sich halt hochziehen ganz schnell und so weiter. Aber er konnte halt auch nicht zum Orientieren gucken, wo er ist oder so. Er musste immer nach oben gucken, weil er Höhenangst hat. Das Ding ist eben, wie sie sagt gerade, du weißt, dass du dich in einer virtuellen Welt befindest. Das weiß ich in dem Moment auch. Aber ich kann es nicht, es ist eben nicht diese Panik oder diese Angst, sondern es ist einfach der Schwindel und die Übelkeit, die ich automatisch dadurch bekomme. Und das wäre eben was dann auch wieder so denke ich, shit. Also mir hat es die Arschbacken auch zusammengezogen. Zumindest sehr hoch. Und du hast keine Höhenangst. Ich habe keine Höhenangst, nein. So, ne? Das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, so, oh. Es ist aber eine geile Erfahrung. Ja. Finde ich. Ja, und fahren, ne? Vielleicht ist es eine gute Therapie. Ich weiß nicht, Fischi, mit der Wife jetzt selber, um das kurz mal aufzugreifen, ob wir vielleicht mal kurz Oculus und Wife auseinandernehmen oder zusammenpacken. Du hast ja auch komplett das ganze Programm, ne? Also mit Sensoren und Bewegungen und sowas alles. Genau. Vielleicht möchtest du kurz was darüber sagen? Über die Wife prinzipiell? An sich ist das ganze Ding total cool. Ich mag die Controller. Wir hatten ja das Thema, dass du die Controller besser findest bei der Oculus. Ich glaube, ich finde sie auch besser. Ich hatte jetzt nur ganz kurz die Dinger mal in der Hand. Und ich glaube, das ist cooler, dass sie so kompakt sind und nicht noch überstehen, so krass. Wie die Vive-Dinger, die gucken ja oben so, da ist ja oben dieser Kreis drauf. Und tatsächlich, wenn du die vier Hände mal zusammen machst, ist ganz schnell mal, dass du siehst es ja nicht, dass die dann zusammenklacken oder sonst was. Ist bei denen auch so. Ansonsten finde ich die Brille sehr gut. Was mich aber mega stört, ist, ich behaupte, das ist einfach mal eine Fehlkonstruktion, ist, wenn du mit der Vive wenn du nach unten gucken musst, wenn du dich bücken musst oder nach unten gucken musst, dann geht die so ein bisschen hoch. Und dann erstens wird es ein bisschen unscharf oder sogar sehr, sehr unscharf. Und zweitens es kommt dann diese Lücke irgendwie unten drunter. Das nervt mich mega. Ich habe schon rumprobiert, wie so ein Blöder. Da soll wohl jetzt auch neuer Strap kommen, den man ja einfach man kann ja einfach abnehmen, dieses Kopfding da, diese Gummidinger und dann das neue draufsetzen. Ich hoffe da schon sehr lange drauf, dass es bald mal rauskommt. Damit das halt nicht, es ist halt super, es holt dich halt raus aus dem Spiel, wenn es plötzlich unscharf wird. Du musst gerade irgendwie ein Rätsel lösen, musst dich schnell bücken, was angucken und dann musst du halt mit der Hand noch gegendrücken. Das, sowas darf dir beim VR-Ding halt einfach nicht passieren. Hast du deinen Controller da? Nee, das Zeug ist gerade nicht. Das Zeug ist gerade nicht ausgeliehen. Hier. Also, das ist der Controller von der Oculus Rift. Ja, leider habe ich es gerade nicht da. Also, das ist halt schön kompakt gelöst. Das ist mega krass, das Zeug. Passiert. Und das andere könnt ihr ja schnell googeln. Ist halt so ein Löffel noch. Ist halt oben drauf. Ja. So und übel schwer. Schwerer. So schwerer, ja. Also ich finde generell, dass die Wife sehr, sehr schwer ist. Finde ich. Auch das Kopfteil ist schwer. Ja, die ist gar nicht mal so leicht. Ja, und die Rift ist super leicht. Die ist wirklich richtig. Merkst du gar nicht. Du trägst deine Brille nicht darunter, nicht wahr? Nee. Ich habe nämlich gesehen, dass du die Brille abziehst. Ja, muss ich. Ich habe halt so eine riesen Brille, die passt da nicht rein. Oh. Ich habe mir jetzt extra eine bestellt. Ah. Eine kleine. Okay, also eine kleinere Brille könntest du aufhaben? Ja. Ja, meine Freundin ist da auch mit Brille drin. Und ich habe letztens Nächste Boy gesehen, der hat auch eine drinne gehabt. Okay. Also das geht auch. Bei der Wife soll das wohl. Also bei der Wife geht Vater, das auch, meine Schwester, meine Mutter, alle mit Brille. Ja, das geht auch. Das war
lustig. Ich habe zu Weihnachten meinen PC mitgenommen. Mit der VR-Brille. Letzte Weihnachten. Meinen Eltern das gezeigt. Meine Mutter ist durchgedreht. Allein bei der Demo, wo du die Wahl siehst. Mhm. Diese geile, die ist übrigens sehr gut, diese Demo. Mhm. Wo du auf dem unter Wasser stehst, auf einem Schiffswrack und dann kommt ein riesen Wal angeschwommen. Da ist sie schon durchgedreht ohne Ende. Also ich glaube, meine Mutter würde es auch nicht schaffen, also würde auch die Brille vom Kopf reißen, wenn sie dann wirklich ein actionreiches Spiel spielen würde. Das wäre, glaube ich, zu viel für sie. Das ist echt. Hast du Probleme mit dem Tracking gehabt? Nee, oder? Hast du 360? Hast du das? Dass du dich 360, ja, ja, ja. Okay. Da hatte ich keine Probleme mit. Das einzige Problem, was ich hatte, ist, meine Wohnung ist ja nun nicht ganz so groß und ich muss den Bereich so ein bisschen cheaten. Hm. Also ich gehe so ein bisschen über die Couch nochmal drüber. Ja. Und dann muss ich halt, das ist aber meine persönliche Sache, dann muss ich immer bedenken, ungefähr, wo die Couch ist, weil ich da dann nicht rüberlaufen kann. Und der eine Sensor ist halt ziemlich nah an meiner Schrankwand. So. Hm. Und dahinter. Hm. Das heißt, wenn ich irgendwas aufheben muss in einem Spiel, was in der Ecke ist, dann komme ich da nicht hin. Ja. Weil ich mit dem Rücken zu dem einen Sensor stehe und der andere Sensor kommt gerade nicht in diese 20 Zentimeter oder diese 10 Zentimeter rein und dann, ich musste auch schon ein Spiel tatsächlich ausmachen, weil ich da nicht weiterkam, weil ich nicht diese Sache aufheben konnte. Also du brauchst bei VR für die richtig geile Experience brauchst du viel Platz und ein leeres Zimmer. Platz drumherum. Ja. Also dann, dass du nicht irgendwas kaputt haust noch. Das hier geht, finde ich. Also ich habe genug Platz. Ich habe 360. Das Einzige, was stört, ist das hier. Ja. Aber das kannst du ja auch absperren, so den Bereich. Dann siehst du in der Brille, das sieht man als Zuschauer nicht, aber in der Brille wird dir angezeigt, wenn du einen gewissen Bereich, wenn Bereich du da durchfasst, dann kommt so eine Warnung, na, jetzt lass mal lieber. Ich habe aber zum Glück, da sind auch meine Sachen gerade, Lara hat so einen größeren Bereich zwischen Küche und Wohnzimmer. Mhm. Und der ist wirklich riesig. Also riesig so groß, dass man halt auch noch drumherum einen Bereich hat. Und da hatten wir schon das Problem, dass das Kabel zu kurz wurde, fast schon, um in die eine gegenüberliegende Ecke zu kommen. Also da müsste man schon noch verlängern. Und kann man. Das ist dann, und dann noch mit den Rollen, die du gerade gesagt hast, Alter. Mega krass. Also ich könnte das jeden Tag machen. Hätte ich eine Brille. Oh, wo du es gerade sagst, ne? Ich persönlich habe ja schon sehr, sehr lange die Brille hier. Mhm. Und das hängt wohl auch mit meiner Wohnung zusammen. Und das ist halt nicht so, ich muss immer den Tisch wegräumen und so weiter. Aber immer wenn ich mal gespielt habe, habe ich so eine Stunde, vielleicht zwei gespielt. Und dann, weiß ich nicht, war auch irgendwie wieder gut. Vielleicht hatte ich damals nicht so viele gute Spiele, aber es ist jetzt nicht so. Für mich jedenfalls nicht so wie am PC spielen, wo ich ja wirklich 4 bis 6 bis 8 Stunden am Stück einfach irgendwas spielen kann. Sondern irgendwann bin ich auch so, nicht nur von der Bewegung, aber auch, also wenn du intensives Schießspiel spielst, wo du dich viel ducken musst und laufen und hoch und denkst, dann muss ich auch mal Pause machen einfach. Oder dann muss ich auch mal irgendwie, weiß nicht, mich mal hinsetzen und mal Kuchen essen oder so, weiß ich nicht. Das ist, ich kann da nicht so, bisher jedenfalls, nicht so viel am Stück spielen. Wenn man nicht sportlich ist, dann kannst du das eh vergessen. Also wirklich jetzt. Das ist richtig krass. Da zieht dir die Falten aus dem Gesicht. Also ich schwitze in dem Teil richtig hart. Also bei bestimmten Spielen, wenn du nicht sitzt und dich viel bewegen musst, das haut richtig rein. Also das ist so, es ist halt interaktives Spielen. Und wie gesagt, momentan jetzt gerade beim Stand der Technik und auch von den Spielen her, ist das echt, hat sich das wirklich sehr extrem gebessert. Also gerade so, dass das Angebot, was man kriegt an Spielen, ist krass. Ja, und das ist auch das Ding, warum wir das jetzt auch gerade ansprechen überhaupt. Mhm. Und was jetzt auch überhaupt das Ding ist, warum jetzt so viele Spiele kommen, endlich, ist dann halt die Bezahlbarkeit, die sich langsam einstellt. Ich behaupte jetzt mal, dass der erste Schritt war, dass die PlayStation VR kam und gesagt hat, Leute, macht eure 800, 900 Euro, 1000 Euro Dinger, wir hauen das jetzt für 499 oder jetzt mittlerweile noch 300, ein bisschen billiger raus. 300, ja. Und dann haben die ersten Spieleentwickler gesagt, ja, okay, jetzt können wir schon mal ein bisschen mehr raushauen. Und im gleichen Sinne, gleichen Zuge kam ja jetzt gerade bei Alternate, soll ich gleich sagen? Ja, was? Oder halt anderen Anbietern auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Oculus ist gerade zurzeit im Angebot. Das war übrigens die Oculus selber, die das gemacht hat, ne? Die wollen, dass das überall so viel kostet. Das ist, ja,
Das kriegst du in jedem Laden für 449 Euro. Deswegen wird's jetzt noch mal, deswegen sprechen wir jetzt darüber, deswegen hast du jetzt eine Brille, deswegen hat jetzt der Hirnschutz, hat sich ja auch geholt. Genau, Minjas auch. Hört das jetzt. Ich hätte mir die jetzt auch geholt. Also ich habe damals, halt, ich konnte es nicht abwarten und habe halt die teure Vive damals gekauft. Aber ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo sich sehr, sehr viele Leute jetzt die VR holen. Weil das ist ein okayer Preis. Für die Technik, die man da kriegt, es ist okay. Man kann es machen. Und jetzt werden immer mehr Spielentwickler kommen und sagen, oh Gott, jetzt ist es schon so ausgereift, dass Leute wirklich auch Sessions machen, wie du jetzt, ne? Dieses Spiel durchspielen und mehr darüber reden. Es kommt mehr in die Streams und dann lohnt sich das auch, mehr Spiele dafür zu machen. Apropos geringerer Preis und hier Kabel, die oben hochgezogen werden und so. Laut Gerüchten, habe ich gehört, arbeitet Oculus nämlich auch gerade schon an einer kabellosen Variante für nur 200 Euro. Die 2018 erscheinen soll. Ja. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen, wegen Strom. Der Akku. Ja. Ach, scheiße. Also Dings, die Controller halten 2 Wochen mit Batterien in Hartbetrieb. Bei so einer Brille, da geht schon ordentlich Dunst auf die Brille. Ja. Also. Weiß ich nicht. Ja, die könnte auch warm werden am Hinterkopf, wenn da der Akku liegt. Kann man normale Spiele mit VR spielen oder nur VR-Spiele? Man kann auch normale Spiele spielen in VR, wenn das zugelassen wird. Es gibt einige, wo das geht. Ich glaube auch, es gibt irgendeine App, also irgendwie so. So eine Software, die wohl, also habe ich gelesen, noch nicht überall gut funktioniert, aber du kannst dann halt zum Beispiel auch mal einen Film gucken. Mhm. Oder halt normale Spiele spielen damit. Aber es macht halt oft keinen Sinn. Nee. Also eigentlich, es macht eigentlich nur Sinn, VR-Spiele auf VR zu spielen. Aber da gibt's echt. Es gibt einiges mittlerweile, ja. Ja. Aber das Funkversion für 200 Flöten, das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Also, ne. Ja, das ist ja auch nur ein Gerücht. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja irgendwie subventioniert von irgendwas. Das gute Alte kauft dir eine Konsole, die sich eigentlich nicht rechnet, weil sie weniger kostet im Verkauf als in der Produktion. Aber dann wird das Geld woanders reingeholt. I don't know. Ich weiß es nicht. Mark Zuckerberg subventioniert das dann. Oder stimmt. Ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, was das bringt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also auf dem aktuellen Stand muss ich sagen und auch zugeben, ich bin vollends durchweg von der Zehe bis zum Kopf komplett gehypt davon. Also ich bin so froh, dass ich dieses Gerät habe. Ich hab mir so viele Spiele gekauft in einer Woche, also in 5 Tagen, ich auch. Wie ich das letzte Dreivierteljahr kein Spiel gekauft habe. Aber, und das ist halt auch das Ding, ich bin mega neidisch auf deine Situation da bei dir. Und das ist auch für viele Leute halt dann der Hauptgrund vielleicht, das dann doch nicht zu machen oder es nicht so zu machen. Ich habe kein gutes Spielfeld. Die Schrägwand hier, absoluter Bullshit. Also wenn ich hier ausziehe, ist hier mindestens ein Loch von meiner Faust drin. Ja gut, aber du hast zumindest zum Beispiel, du musst keinen Tisch weg tun, wo sehr viele Sachen drauf liegen. Du hast die Kabel schon oben fest. Ich muss jedes Mal den ganzen Karton auspacken, die Brille wieder anstecken, den Tisch wegräumen. Und das ist für mich eine riesen Hürde, das überhaupt aufzubauen. Und wenn ich dann irgendwann mal in der neuen Wohnung, die ich ja bald finde, meinen Raum habe, wo ich das fest installieren kann, dann werde ich das auch viel mehr nutzen. Das weiß ich jetzt schon. Aber jetzt, Gott, kein Bock. Habe ich Schrägbank gesagt? Ich meine Schrägbank. Schrägbank ist aber auch richtig. Also wie gesagt, also für meinen Teil, was die Oculus angeht, absolut verliebt. Funktioniert alles wunderbar. Sex. Geht nix über. Nix, finde ich. Komm dich mal besuchen. Ja, du bist ja auch jetzt sowieso in der Nähe. Jetzt hier, sag mal Bescheid, Slabby. Ich lade dich ein hier auf eine Runde Vive. Ich sag dir dann Bescheid. Also nicht hier, aber. Auf dem Rückweg kommst du hierher und dann kannst du hier auch nochmal eine Runde daddeln. Genau. Ja, mach doch. Mach ich. Ja, dann kommst du einen Tag längs und dann. Brettspiele-Con, by the way. Oh.
Da war jemand von uns da, habe ich gehört. Ja, das war ich. Was gibt's denn da? Awkward Pause. Ich muss, entschuldigt Stream, normalerweise mache ich das nicht, aber ich muss ganz kurz meine Katze füttern, ohne dass wir eine Pause machen, okay? Fischi erzählt was, weil ich war da eh nicht da. Ich bin gleich wieder da, Verzeihung. Ja. Also Fischi, du hast Interesse an Spielen, die man nicht vor dem PC spielt? Moment, kleinen Moment. Warte mal ganz kurz. Komm mal durch. Zeigst du es mir jetzt auch noch? Oh Gott! Autsch! Ah. Ja, so fängt es immer an. Was ist das letzte Brettspiel, was du gespielt hast, Slabby? Das verrückte Labyrinth. Halt. Oh mein Gott, das habe ich auch gehabt, das verrückte Labyrinth. Mein letztes war aber Siedler von Catan, muss ich sagen. Das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Damals, als ich, ich glaube, 16 war ich oder so, da ist Siedler von Catan erschienen. Ja, Siedler ist eins der besten Spiele. Sensationell. Das Problem ist nur, wenn du es zu oft gespielt hast, dann hast du keinen Bock mehr. Ja, das stimmt. Weil du genau weißt, was du wie tauschen musst. Hier Schaf, geh mit Schaf, hier Holz. Aber da kamen ja dann zigtausend Erweiterungen, habe ich mal gesehen gehabt, letztens im Laden. Da sind ja Siedler von sonst was. Also die sind ja überall hingegangen. Ich habe nur, was ist das denn? Cold Express? Cold Express ist Spiel des Jahres 2015. Okay. Das ist ja schon alt. Es ist auch übrigens als die Grafik nicht super veraltet schon mittlerweile? Gab Patches. Ah, okay. Updates. Ja, alles klar. WoW. Gibt's mittlerweile auch als Computerspiel, soll aber nicht so geil sein. Und da baust du halt diesen 3D-Zug auf, richtig? Ach, guck mal. Und musst dann, hast dann so Züge, die du machst. Also du hast da Karten, Bewegungskarten und Aktionskarten und musst. Warum zeige ich das jetzt? Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe diese wunderbaren Spiele hier. Ich habe zum Beispiel dieses Spiel hier geschenkt gekriegt von Kumpels, die mich mal wieder treffen wollten, weil sie The mich Legend gar nicht mehr. Von Andor. Andor. Ist ein richtig krasses Fantasy-Spiel mit vielen Figuren und alles. Alter Falter! Was ich halt mega feier. Ich liebe das. Weißt du, was mich immer, was mich dann jetzt schon hemmt? Das sieht so groß aus. Ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir, wie hieß das? Andor. Ja, die Legenden von Andor. Ich kaufe mir die Legenden von Andor. Und jetzt nehmen wir mal an, ich hätte Freunde aus Fleisch und Blut hier, ja, so in der Wohnung. Und keiner hat das bis jetzt gespielt. Da muss man sich hinsetzen und erstmal die Regeln durchgehen. Umso größer das Spiel, umso komplexer das Ganze. Darum finde ich das immer, wenn man jetzt jemanden da hat, der das schon kennt, dann ist das natürlich viel einfacher, in solche Brettspiele reinzukommen, als wenn man sich, oh, guck mal, hey, das sieht voll spannend aus, nimm ich mal mit. Und dann sitzt du da und dann so, okay, wer weiß, wie das jetzt funktioniert? Keiner weiß, wie es funktioniert. Und das finde ich, das ist für mich immer so ein bisschen, Also fangen wir mal an, Spaß zu haben in 3 Stunden. Leute, die, wie wir, die ja keine Freunde haben und so, das ist ja eh schwierig, Brettspiele zu spielen. Da hast du recht, Mein Trick war, ich hatte genau diese Gruppe, also die Boys, die mir dieses Spiel geschenkt haben. Mit denen habe ich vor dieser ganzen YouTube- und Twitch-Zeit, hatten wir halt immer uns mal wieder getroffen. Und dann gab es halt diesen einen Dude, der halt ein Mega-Fanboy war. Und der hat sich immer alles genauestens reingezogen und du kommst noch an. Und er hat dir alles erklärt und dann ging's los. Das ist halt eine riesen Hürde. Für mich auch, total. Also ich war ja heute auf dieser Berlin-Brettspiel-Con übrigens von Hunter und Kron veranstaltet. Das sind Leute, die in YouTube und Twitch Spiele spielen, vorstellen, News raushauen. Und die hatten mich damals auch eingeladen für ihren Brettspielclub. Also das war einfach nur so ein ganz cool produziertes Format mit vielen Kameras, wo man halt dann das Spiel gespielt hat mit anderen Leuten. Hat mega Spaß gemacht, deswegen bin ich überhaupt erst da drauf gekommen und eingeladen worden. Und das war auch das Ding. Du gehst halt über diese Convention, die war irgendwie auf 3 Stockwerken oder so und es gab halt ganz viele Verlage, die ihre Spiele vorgestellt haben und da gab es halt auch ganz viele Tische, wo du das Spiel einfach anspielen konntest. Und mich zieht erstmal so eine riesen, wie hier, ne, ich zeig nochmal, Dizzy hat vielleicht nicht, dieses riesen Ding hier ist alles bunt und es sieht so Fantasy-mäßig aus und du wäre ich auch sofort hingegangen, sieht toll aus. Und es gab noch viel krassere Sachen, die da aufgebaut waren, aber dann gehst du da hin und du siehst den ganzen Scheiß und du denkst dir, oh Gott, ich muss doch jetzt erstmal 2 Stunden mir anhören, wie das geht. Dann muss ich 2 Stunden versuchen, das zu verstehen, was da gerade mir erzählt wurde, wie das geht. Und dann muss ich noch 2 Stunden spielen. Also wir haben
bei unseren Brettspielabenden und da haben wir auch komplexere Spiele gespielt. Wir haben uns gegen Mittag getroffen und wir sind um 3 Uhr nachts nach Hause gegangen. Mhm. Und in manchen Fällen war das Spiel noch nicht zu Ende und musste am nächsten Tag weitergespielt werden. Ist halt so das Ding. Aber es gibt halt auch Spiele, die gehen ganz schnell. Und das haben wir nämlich heute gekauft. Darf ich mal zeigen? Klar, oder? Da. Magic Maze ist gerade nominiert zum Spiel 2017. Und das geht relativ schnell und ist super unterhaltsam. Ich will es jetzt nicht komplett erklären, aber man muss Figuren irgendwo hinbewegen. Und jeder Spieler kann die Figur nur in eine Richtung bewegen. Und man muss irgendwie gemeinsam, kooperativ das Ziel erreichen, aber man darf nicht miteinander sprechen. Und es ist wirklich sehr innovativ, unglaublich lustig, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da haben wir doch noch was gespielt auf der Brettspielcon. Was ich eigentlich nicht gedacht hätte, was passieren wird, wegen den Sachen, die ich eben gesagt habe. Wolltest du nicht nach Dresden ziehen, irgendwo hier in die Nähe, weil es hier Wohnungen gibt, dann, oder? Stefan hat letztes Jahr zum Geburtstag das XCOM-Brettspiel bekommen. Okay. Ist es einfach nur Risiko im XCOM? Das wäre toll. Das wäre super. Ich liebe Risiko. Wir wissen heute nicht, wie es funktioniert. Ja. Achso, die Spiele, die ich gerade gezeigt habe, die habe ich übrigens seit Jahren hier liegen. Ich habe die nicht angefasst. Ich habe die noch nicht einmal angefasst. Oh, und Gott, das riecht ich schon so gedacht, auf. Du hast so viele Freunde, die dann zu dir nach Hause kommen. Und ich du wohnst doch in Berlin, da ist doch jeder hin, so ein Kunststreamer, du Arsch. Ja, aber ich habe keinen Bock auf die Leute, die Sommer irgendwo. Dann ruf mich doch an, ich komm zu dir, du Penner. Ich will auch Brettspiele spielen. Fischi, kommst du her, wir spielen Brettspiele? Wir haben jetzt das hier gekauft und wir wollen das mit dir spielen, Dizzy. Lass uns das auch unabhängig vom Stream übrigens mal spielen. Na sicher. Ich treffe mich auch immer mit Freunden zum Spielen, aber irgendwie spielen wir immer nur Looping Louie. Mit aber Saufen, auch, ne? Aber auch bis 3 Uhr nachts. Dizzy? Ja? Kennst du Looping Louie? Nee. Okay, gut. Das ist irgendwas mit Saufen, damit habe ich eh nichts zu tun. Das mochte ich früher schon nicht. Ursprünglich ist es nicht mit Saufen. Eigentlich ist es... Was ist denn Looping Louie? Willst du es erklären, Slap? Das ist so ein Brettspiel, also was heißt Brettspiel? Das ist so ein Plastikding. Da ist so ein Haken in der Mitte und an dem hängt halt ein Propellerflugzeug. Das fährt die ganze Zeit im Kreis. Und jeder Spieler, für 4 Leute ist das, hat halt so einen Knopf, auf den kann er drücken, wenn er vorbeikommt. Und dann macht der Propellerflugzeug, geht halt hoch und kommt wieder runter. Und das Ziel des Spiels ist halt, immer genau in dem Moment zu drücken, wenn Looping Louie eben vorbeikommt, weil direkt hinter dem Knopf sind so Ringe, die er dann berührt und die fallen dann weg und jeder hat nur 3 Ringe und wenn er alle 3 Ringe verloren sind, hat derjenige das Spiel halt verloren. Also oder das Propellerspiel, wo es rauf und runter geht und so, das kenne ich auch. Ja, ja. Das nennt sich bei uns anders. Ja. Mhm. Ja, bei uns heißt, hier in Deutschland heißt das eben Looping Louie. Hm. Nee, das andere Spiel kenne ich auch. Ja? Ja, das ist mir bekannter. Könnt ihr das mal erklären? Ja, das nee, das ist noch nicht, zu früh. Erst ab 23 Uhr. Das machen wir nachher. Bienchen, glaube ich, ne? Und die wollen Blümchen. Nee, Propeller schon. Ach, Propeller. Mhm. Ja, ja. In Fachkreisen nennt man das auch Schniedelkopter. Ah, ja, aber es hat dann immer den Namen von dem, der es macht. Also nicht Louis, sondern eben, ne? Louis, Louis, Louis. Prosa, Louis, Louis, Louis. Da, 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 da. Ich wollte noch mal abschließend zu der ganzen Sache sagen. Brettspielkorn, wie gesagt, von Hunter und Kron ins Leben gerufen, war letztes Jahr noch viel kleiner, war dieses Jahr viel größer. Es wird noch größer, glaube ich, Jahr für Jahr. Und hat mich mal wieder darauf gebracht, was es für tolle und wie viele Brettspiele es gibt. Toll, ne? Die krass. Oh, eine Sache noch. Ich habe ein Spiel gesehen, da standen also 2 Teams sich gegenüber, 4 Leute pro Team und jeder hatte so eine Tafel vor sich. Also im Grunde genommen was Schiffe versenken. Oh cool, ich liebe Schiffe versenken. Aber viel komplexer. Einer war der Steuermann, einer war der Sonarbediener oder so. Das war irgendwas mit U-Booten. Der andere musste gucken, wo was. Ich hab's gar nicht gerafft, aber die eine hat immer gesagt, Nord, und dann hat der andere gerufen, West, Nordwest, und wir stoppen, Maschinen, stopp! Und dann sagst du, wir schießen jetzt auf D3. Und dann sagt der andere, oh, nee, nicht getroffen. Und dann musst du wieder weiterfahren. Also es war, ich weiß nicht, ob er das Spiel We Have to Go Deeper kennt. What?
oder jemand im Chat das vielleicht kennt. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei diesen. Also das kenne ich auch, aber. Sex meinst du? Nein, ich meine das andere Spiel mit dem U-Boot. Das kenne ich nicht. Ja, ja, genau. Ja, das mit dem U-Boot kenne ich auch jeden Morgen. Entschuldigung, das bietet sich halt an. Also das einzige U-Boot, was ich kenne, ist Rot. Heißt die Rote Oktober? Das muss ich mir mal anschauen. Ja, auf jeden Fall muss man da im Team verschiedene Aufgaben übernehmen, um eine Sache zu machen. Und das war halt auch das nur in. Es hat mich mega begeistert und hat mich sehr beeindruckt, dass es das auch, dass man das halt auch mal. Du kannst halt analog so viel Spaß haben, auch. Das vergessen wir, glaube ich, alle. Was nicht schlimm ist. Was, Brettspiele? Ja, aber Brettspiele. Jetzt gerade hast du mich wieder mega angefixt. Brettspiele sind super. Ja. So aber toll, es ist halt, so wenn Sachen jemand da heute ist, der es schon kennt, macht das um einiges mehr Spaß, der denn die anderen drei so einweisen kann. Ansonsten nur, die Klassiker halt. Ne? Du musst einfach nur den Schweinehund mal wegmachen und einfach dich mal hinsetzen und die Scheißzettel lesen, wo drauf steht, was du machen sollst. Ja, dann muss ich aber gleichzeitig noch mindestens drei andere da haben, die auch mitsitzen und warten, bis ich das gelesen und erklärt habe. Ja, ist ja und die okay dann mitmachen. Oder man spricht sich ab und einer macht das und erklärt es den anderen. Oder man du kannst ja auch anfangen mit einfacheren Spielen. Also dieses hier ist nur wirklich, das ist super schnell erklärt. Und das Geile an diesem Spiel übrigens, wenn ich es auch noch sagen darf, es hat halt sieben oder 17 verschiedene Stufen. Wo es immer komplexer wird. Ja, ist doch beides jetzt irgendwie groß oder viel. Ich glaube, es sind 17. Ich kenne noch ein anderes Gesellschaftsspiel, das super einfach ist und jeder eigentlich kann. Kennst du Poker, Fischi? Aber das ist mega langweilig. Hä? Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Aber das soll ziemlich einfach sein, habe ich gehört. Ja, ach so, ja, das Miau. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich schwer. Mhm. Und sehr RNG-abhängig. Ach, echt? Nee. Finde ich. Was habt ihr denn an Brettspielen zu Hause? Also ich habe XCOM, das Brettspiel, wo keiner versteht, wie es funktioniert. Ja. Ich habe Risiko, die Herr der Ringe-Edition. Geil. Ja, ist geil. Oh wow, an Brettspielen war es das, glaube ich, sogar schon. Ich hatte mal einen Freund, der hat sich seinen kompletten 2x2 Meter Tisch, die komplette Welt draufgemalt, also auf so ein Brett dann noch oben drauf, mit allen Ländern mehr oder weniger, die größten, aber es waren schon so über 100, und hat das dann zu einem Risikospiel. Der hat sich super viele Zinnsoldaten gekauft, die angemalt in verschiedenen Farben. Und dann haben wir Risiko in wirklich, also ne, du hast ja normalerweise bei Risiko halt nur irgendwie so Südamerika und Nordamerika und so, und da waren es wirklich so alle Länder, so bis auf die kleinen, so. Monaco war jetzt nicht mit dabei, aber so wirklich, ne, wir haben es nie zu Ende gespielt, das erste Spiel, das wir angefangen haben. Ja. Ich besitze Monopoly The Walking Dead Edition. Ich hasse Monopoly so sehr. Ich auch. Boah, ich liebe Monopoly, ich habe nur noch virtuelle Versionen davon. Monopoly ist so, das ist vorbei. Aber es geht immer so lang. Und so ein RNG-Spiel auch schon wieder, ey. Ja, wer am besten würfelt, kriegt die geilsten Straßen. Ja. Und ich verliere immer. Hotel war ein geiles Spiel. Habt ihr das mal gespielt? Ich habe nie jemanden gehabt, der das gekannt hat und gehabt hat. Aber warum habe ich keine Freunde in Dresden? Ich will jetzt Brettspiele spielen. Schatz, wenn du zu Hause bist, wir müssen zwei Mann Brettspiele spielen. Mann! Ja, aber zwei Mann Brettspiele ist so. Was? Es gibt die Möglichkeit. Zumindest habe ich dich. Ich habe dich gerade unterbrochen, ne? Nee, ist egal. Bei mir kannst du das machen, ich kenne das. Es gibt die Möglichkeit, wir könnten so viele Brettspiele. Gibt es beim Tabletop Simulator, Leute? Boah, die 1:1 übernommen wurden. Aber zumindest, um mal, weiß ich nicht, mal reinzukommen. Ich meine, wir schnacken immer hier, lass uns mal, und das passiert doch wieder nicht, was ich in diesem Fall nicht hoffe, weil ich will dieses Spiel mit dir spielen, du Arsch. Von mir? Ja. Fischi, ruf mich an, du weißt, wie das läuft. Ruf mich an, ich bin da. Mein Mann steht da und sagt, wie, ich kenne das alles nicht. Spiel des Lebens, Hotel und. Ist auch richtig so, Stefan, ich auch nicht, habe ich nie gespielt. Mensch, ärgere dich, for life, Pro, since 1985. Stefan kann uns das alles beibringen. So, wir haben da schon einen. Bitte. Wunderbar. Also Spiel des Lebens würde ich auch super gerne mal wieder spielen. Nie gespielt, kenne ich gar nicht. Hotel sah aber cool aus, aber kenne ich keinen.
Jetzt kenne ich halt jemanden. Diese ganzen Next-Level-Sachen, ne? Wie zum Beispiel Battlestar Galactica. Oh. Super geil, aber du musst halt erstmal checken, wie es geht. Aber wenn du es erstmal checkst, dann ist das. Oh. Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich digitale Spiele gespielt, die mir so viel Spaß gemacht haben dann. Ja, wisst ihr, was Oh. Nee, das war's. Wisst ihr, was ich mache, wenn ich irgendwann meine eigene Wohnung habe, die nicht so klein ist wie die hier? Ich würde mir ein Zimmer. Und das ist nicht mein Arbeitszimmer und auch nicht mein Büro. Ich werde ein Zimmer komplett so ausstatten mit Kameras, dass die alle an meinem Rechner dran sind, werde das Ding VR-ready machen und brettspielsicher. Und dann soll mal irgendeiner sagen, nee, Dizzy will ich jetzt nicht mehr besuchen. Ich hab hier alles stehen, hier kommt kein Pimmel her. Aber dann, dann wollen sie alle. Oh, Dizzy, kann ich dich besuchen? Komm, na klar, kein Ding, Alter. Kein Ding, komm her. Nee, ich will nicht in Osten nach Dresden. Ich glaube, das ist immer so die Ausrede. Aber scheiß die Wand an. Wenn dann keiner vorbeikommt, dann fick die Henne. Da habe ich auch so Regeln. Da habe ich richtig mit. Das ist so ein Träumchen, was ich noch habe. Am liebsten hätte ich noch so einen Billardtisch drin, den man so wegdrehen kann. Das wäre geil. Ganz kurz nochmal zu dem Thema. Du hast ja so einen Raum jetzt nicht, ne? Nee. Und viele Leute haben auch nicht das Geld. Die Spiele sind ja sehr teuer zum Teil. Ne? Es gibt halt Spiele, die kosten 40, 60 Euro. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich glaube, das da ist eins von diesen Dingern, das 60 Euro kostet. Alter! Holy, ich holy. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber mega. Ich will das spielen. Claymore-Saga, sagt Stefan. Ich glaube, Figürchen hat er da noch bemalt. Das ist das, Ja, ab 10. Schön, Schatz. Ab 10. Okay. Kann, hier, ja, Warhammer-Vorläufer. Genau, das ist hier. Nee, ich wollte. Warte mal, jetzt sehe ich euch nicht. Ja. Ich wollte nur erwähnen, für die Leute zumindest, die in Berlin wohnen, es gibt in der Wüdestraße einen Laden, der heißt Spielwiese. Und da kannst du hingehen und dir Spiele für 2 Euro ausleihen. Oder vor Ort spielen. Und die haben über 2000 Brettspiele. Okay. Man kann die sich ausleihen? Ja, das ist so wie so eine Videothek. Du kriegst so eine Karte. Und dann gehst du hin und sagst, guckst dir was raus und dann nimmst du es mit. Und ich glaube, 1-2 Euro pro Tag. Auf Fisch? Wann ist FishCon 2? Oh, ja, da sollten wir auch Brettspiele spielen. Ich war ja eingeladen, glaube ich, ne? Du bist sowas von eingeladen. Ach, dann wissen wir ja Bescheid, oder was? Ihr könnt ja gerne vorbeikommen. Brettspiel-Session! Du hast jetzt gerade den Teufel in mir geweckt. Ich bin ja sowieso schon so spielesüchtig wie du. Du hast ja auch so ein Problem, ne? Ja. So ein ganz großes, ich auch. Ja. Und ich glaube, das geht jetzt mit Brettspielen los. Schatz, wir spielen jetzt Brettspiele. Mega. Man muss es eigentlich mehr machen. Boah, dieser Raum, wie ich ihn schon bildlich mir vorstellen kann. Ich meine, das ist ja hier schon krass, aber das andere wird noch krass. Aber dann müssen wir auch mehr, dann müssen wir, glaube ich, mehr als 2 oder 3 Tage machen. Wieso? Oder machen wir dann, machen wir nächste FishCon eine Woche, oder? Was, eine ganze Woche? Ja, genau. Von Montag bis Sonntag. Ich habe auf der FishCon 1, die ja über ein Wochenende ging, habe ich insgesamt 2 Stunden geschlafen. Ja, bei der nächsten wird es ja auch nicht anders. Du musst ja PUBG spielen. Okay. Yay. Okay, nein. Ja, nee, okay. Brettspiele sind gut. Nächstes Thema. Super, nächstes Thema. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so groß was auf dem Zettel, oder? Ja, sicher. Also ja, doch, außer die Twitch-News meine ich jetzt. Ja, die anderen News. Da, was ist denn da noch großartig? Über Final Fantasy haben wir ja mehr oder weniger geredet. Ja. Oh ja, stimmt, das Turnier von, das ist richtig, ja. Hand of Blood, hat ja. Den Vorgänger davon nicht Fishy gemacht? Nee, Fishitational? War das nicht so ein bisschen? Das war ein eigenes. Ja, aber das war so ein bisschen davor doch schon, oder? Das kam mir so ein bisschen inspiriert davon vor. Ich fand das nämlich großartig. Also, das Ding war, irgendwann kam ja die Custom-Server. Und jeder, der PUBG gespielt hat, und das auch gerne gespielt hat und auch die Community dann auch irgendwie Bock hatte, der hatte ja dann Bock auf diese Custom-Server. Weil mit der Community spielen ist ja einfach nur super geil. Und das hatten wir also alle schon mal im Kopf dann. Und dann habe ich irgendwann mit Max mal auf einer Party darüber gesprochen.
Und wir hatten quasi beide die Idee schon. Also es ist ja nicht, ist ja auch nicht schwer, dann auf die Idee zu kommen, oh, lass mal einen Custom-Server machen und da Leute gegeneinander spielen, die man vielleicht ein bisschen kennt. Mhm. Und er hat das dann so genannt, so wie Varo, nur in Pub. Und ich wollte einfach, also wir hatten halt beide die gleiche Idee. Und die haben das halt quasi aufwendiger gemacht, also aufwendiger produziert und brauchten dann halt auch ein bisschen mehr Zeit dafür, um das zu starten. Bei mir war es ja jetzt nicht so viel Arbeit, außer die Leute zusammenzukriegen und da irgendwie einen Hintergrund irgendwie hintun und dann das kommentieren, ist ja dann einfach passiert während der Spiele. Und das finde ich auch ziemlich cool, dass man so ein Event machen kann mit relativ wenig Aufwand. Klar, es ist immer dann noch aufregender und besser, wenn man mehr Produktionsvalue da reinsteckt oder da rausholt. Aber im Prinzip, der Kern der Sache funktioniert auch mit wenig Aufwand. Und das finde ich ganz geil. Also es ist nicht, Baal war nicht inspiriert von dem Ding. Wir hatten beide schon vorher die Idee. Mhm. Und das dann, was dann wann kam, das ist dann unabhängig davon, wann irgendwie irgendwas ausgedacht wurde. Die Idee kam ja im Prinzip so gesehen vom Entwickler. Genau. Weil der einfach die Custom-Server rausgehauen hat für die Partner, die Battlegrounds-Partner. Und das war ja im Prinzip der Grundgedanke dabei, dass Leute, Streamer, YouTuber halt eben ihre eigenen Turniere starten können. Das war quasi inzepted. Ja, das Besondere an den beiden Dingern war ja halt, dass es nicht in Anführungszeichen nur mit der Community stattfand, sondern dass halt Leute, die man vielleicht auch kennt ein bisschen, gegeneinander spielen. Und das war sowohl für die Zuschauer geil und interessant, als auch für die Spiele an sich. Also beim Baal durfte ich ja selber mitspielen und es ist halt ein ganz anderes Gefühl, wenn du weißt, da sind super viele Leute, die du kennst und du kannst halt immer, wenn du auf jemanden triffst, kannst halt irgendwie, was weiß ich, das ist Mario oder das ist Moondai oder das ist Lara oder das sind die Peets oder so. Das ist dann ganz, nochmal ein anderes Erlebnis in diesem Spiel. Fand ich toll, ist echt cool. Und ja, wie gesagt, auch für die Zuschauer echt geil. Also es ist eine ganz coole Sache, die da passiert gerade. Ich fand das sehr cool kommentiert. Haben mir sehr gut gefallen von dem her. Ansonsten schaue ich mir das gar nicht an, weil... Das habe ich öfter gehört. Dass wirklich Leute das nicht interessiert, aber das... Null. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Leute. Das ist für mich wie Heinz Laufen, Cheat. Ja. Uninteressant. Aber ist so. Wenn du dich überhaupt nicht mit der Materie... Es interessiert mich gar nicht. Du musstest schon... Aber das fand ich sehr schön kommentiert und hatte mir gut gefallen. Deshalb habe ich es mir auch angeschaut, weil eben Leute mitgemacht haben, die ich kenne. Ob das jetzt bei dir, ob das Mario war, ob das Mia war. Sie waren ja alle da. Und dann war das schon, ich fand das sehr, mir hat das gefallen, dieses Dahinzoomen. Dann waren wir bei dem und dann haben wir da zugeschaut. Ich fand das sehr großartig kommentiert. Also das fand ich gut und da habe sogar ich mir als sonst Nicht-Zuschauer von Pup, habe ich mir das angeschaut. Kommt da nochmal so ein Ding? Ja. Ball kommt jetzt noch viele. Also jeden Monat kommt jetzt ein Ball. Oha. Können da jetzt, darf die Besetzung wieder wechseln? Ja. Oder? Ja? Wie sieht's aus für dich? Wollen wir ein Team machen? Ich bin halt noch im Team Pushinki Pirates im Moment mit Annie. Achso, ja, dann ist egal. Ich müsste den halt kicken. Das ist halt ein Problem. Nee, lass mal. Sowas machen wir nicht. Das wäre doof. Nee, das machen wir nicht. Ich spiele mit Sali. Okay. Das Gesicht. Nee. Okay. Ich fühle mich jetzt wieder wie in der Grundschule, als alle ihre Fußballteams gewählt haben. Und ich bin übrig geblieben. Ja, Slappy, ich meine, was soll ich mit dir spielen, ganz ehrlich? Du spielst sonst Plattformer und so ein Quatsch. Also ich meine, Sali hat ja wenigstens noch ein bisschen Killerinstinkt, aber du... Wir können zusammen Ark oder Seven Days to Die spielen, das habe ich für die Zukunft geplant. Was? Bist du noch Slappy? Oder Minecraft. Okay, das hört sich schon eher danach an. Du ergründest ja ganz neue Welten zurzeit, oder? Ja, natürlich. Cool. Können wir nochmal den Sommer dafür nutzen, oder nicht? Finde ich gut, ja. Wieso? Den Winter kannst du dafür auch nutzen. Ja, aber da kommen meistens so viele neue Spiele raus, dass ich da... Die du eh kacke findest? Oder hat sich das mittlerweile auch geändert? Früher war das... Ich hab eine PS4. Oh. Ei. Kann man ja auch mal neue Spiele spielen. Es ist irgendwie unglaublich crazy, wie sich das so ein bisschen alles immer verändert, so die Interessen, was man spielen mag.
Es ist ganz, ganz komisch. Ich habe momentan, und ich gebe das jetzt gerade offen und ehrlich zu, aber ich habe momentan irgendwie so ein Spleen, Zelda Breath of the Wild zu spielen. Das so ist ganz einfach ein gutes Spiel ist. Scheiß die Wand an. Das habe ich nie behauptet. Nee, habe ich noch nie. Du hast aber Bock jetzt. Ja, so ein bisschen. Aber ich hasse Nintendo für den Scheiß, den sie da abziehen. Ich mag den Saftladen nicht. Und das ist immer das Problem. Das ist wirklich ein Problem für mich, wo ich, das ist, als wenn ich auf der Klinge langlaufe. Und das fühlt sich relativ scheiße an. Das Problem ist aber, dass das wirklich gut ist. Das Spiel. Aber der Laden dahinter ist Rotze. Das ist genauso wie diese ganzen Handheld-Sachen. Eigentlich sind sie kompletter Bullshit. Eigentlich. Und du kaufst sie dir trotzdem. Ich kann es pauschal sagen. Ich meine, ich bitte dich. Was? Ich spiele nichts auf dem Handy. Also ich benutze mein Handy für alles andere, aber nicht zum Zocken. Ich nehme dann lieber eine Vita. Oder früher die PSP. Was ist das? Was ist das denn? Ach, das ist der DS. Der DS, ja. 3D. Da gibt es schon gute Sachen drauf. Es ist komisch. Ja, eben, das ist immer das Problem. Aber nichts Arbeit. Nintendo halt immer noch Qualitätsspiele rausbringt nach 30, 35 Jahren. Also ich mag Nintendo-Spiele einfach an sich nicht. Ich weiß, dass die objektiv gut gemacht sind und glaube, dass den Leuten, die damit Spaß haben, aber ich kann denen nichts abgewinnen. Ich habe mir Zelda, habe ich auch gesagt so, nee, eigentlich ist das völliger Bullshit. Ja, nur Zelda lesen und aber wenn man sich das mal genau anguckt, sieht, steckt hinter diesem nach außen wirkenden Kindergartenspiel, steckt eigentlich ein Witcher dahinter. Und das kann man leider nicht abstreiten. Es ist wirklich so, es ist mega komplex. Diese ganzen Sachen, die du da machen kannst und aufheben, was du basteln kannst, kochen und den ganzen Quark. Scheiß die Wand an. Das ist, leider Gottes ist das so. Ich habe halt auch Witcher nicht zu Ende gespielt. Ich bin hängen geblieben. Wann hast du mal ein Spiel durchgespielt, Fischi? Ich habe ein paar Spiele durchgespielt. Nee. Doch. Nee. Bist ich ich kenne nicht ein. Also, seitdem ich dich kenne, habe ich noch nie dich ein Spiel durchspielen sehen. Noch nie. Ich habe Spiele durchgespielt. Nicht so viele. Sehr wenige, okay. Aber ich habe Spiele durchgespielt. Mhm. Okay. Aber dann magst du Rollenspiele im Allgemeinen nicht. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich hab's euch gesagt, ich mach gerne ein FTL an oder ein Darkest Dungeon. Ja, das obwohl da wie. Dead Cells. Es hat halt genau mein Ding jetzt gerade getroffen. Das sind so Spiele, die ich gerne spiele. Und ich schau halt auch gerne mal rein in die Singleplayer-Sachen, aber meistens kommt's halt dazu, dass ich dann nach einer Weile dann wieder ab, wie so ein kleiner Hund, dann doch abgelenkt bin von dem anderen neuen Spiel. Oh. Aber so kurze Hack-and-Slay-Sachen, wie zum Beispiel God of War. Oder ja, so. Das habe ich geliebt. Das. Ah, okay, dann ist das eher auch Uncharted, The Last of Us, Spiele, die ich nicht weglegen konnte. Also da kann ich nicht aufhören. Die habe ich auch durchgeknattert. Hm. Ich bin auch jemand, der sagt, nimm dein scheiß Open World Piss weg von mir und gib mir mein Schlauchspiel, du Arsch. Ja, genau. Ich möchte geführt werden von fucking A nach B. Und ich möchte meine Script-Szenen dazwischen haben, die cool sind, und mein cooles Gameplay. Aber ich will mich nicht entscheiden, ob ich erst die Katze rette und dann fucking die Oma oder andersrum. Oder ist doch scheiße, Mann! Ich will Mafia nicht spielen. Ich will GTA. Okay, GTA hat mir noch Spaß gemacht. Habe ich aber auch nicht durchgespielt. Diese ganzen Open-World-Sachen sind nicht so meins. Und The Witcher fällt halt auch drunter, obwohl ich sehr viel Spaß damit hatte. Ich bin tatsächlich hängen geblieben an dem Boss und hatte zu dem Zeitpunkt wenig Leben und hatte auch keine Tränke mehr geholt. Das hätte ich halt machen müssen. Und wenn ich wieder geladen habe, hatte ich halt wieder wenig Leben und wenig Tränke. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, dann war ich piss und habe es ausgemacht. Aber Fischi, ich kann dich verstehen. Ich spiele auch in letzter Zeit sehr wenig Spiele durch. Ich breche auch sehr viel ab. Es gab mal eine Zeit, da habe ich alle Spiele durchgespielt. Ja. Ich breche auch sehr viele ab, aber es ist auch so, irgendwie. Wenn man keinen Bock mehr hat. Resident Evil habe ich übrigens auch durchgeführt. Danke euch. Resident Evil hast du nicht durchgeführt? Woran liegt das, Dizzy? Woran liegt das? Viele neue Spiele? Nee. Kein Bock. Also das, was ich jetzt sage, beziehe ich nicht auf die Menschen, die gerade zugucken. Für mich ist das immer so ein bisschen abhängig, wie Chat ist. Wenn Chat so ruhig und
ist, dann mache ich das nicht so gerne. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere, aber das liegt auch an mir, weil ich das nicht feiere, glaube ich. Aber wenn ich zum Beispiel spiele und Chat ist ruhig, oh, dann ich kann das Spiel nicht spielen. Oh, das geht nicht. So ein bisschen Reaktion muss drin sein, man muss sich halt so gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln. Und für mich ist das mittlerweile, für mich war das früher nie ein Problem. Mich hat das nie gejuckt, weil ich immer so in meinem Ding drin war. Und heutzutage, wenn das nicht, wenn ich merke so, dann mache ich das, dann habe ich keinen Bock mehr, dann ist aus. Weil, ich weiß nicht, das ist so... Wobei ja oft, glaube ich, Leute dann weniger schreiben, weil es ein Storyspiel ist, oder? Also, die auch, natürlich, ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst, bei mir ist es auch so. Aber dann, ich merke auch oft, dann spiele ich irgendwas, wo auch tatsächlich im Spiel dann auch mehr passiert und auch eine Story erzählt wird. Und dann ist es eigentlich ganz natürlich, dass die Leute erstmal gucken und horchen und sich das reinziehen und deswegen auch weniger schreiben. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Diese Vibes so, rüberkommen, dass jemand, dass alle so... Das ist halt ein ungewohntes Gefühl. Es ist wirklich ein sehr ungewohntes Gefühl und das ist, ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann das nicht mehr. Wobei, Darkest Dungeon, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich richtig hart durchgeprügelt. Also da war mir das wirklich scheißegal, was die Leute sagen. Also da saß ich wirklich nur so im Stream. Ja, lass mich in Ruhe, ich will das jetzt durchspielen, Mann! Und am Ende haben es trotzdem alle cool gefunden. Boah, wie viele Leute da gemeckert haben. Ich will das nicht mehr sehen! Eine Woche lang nur Darkest Dungeon! Ja, es war schwer, aber wir haben es geschafft. Chat. Ich weiß nicht, für mich ist mittlerweile, hat sich so die Interesse ein bisschen geschiftet, hin, dass ich doch lieber mit Chat zusammenspiele, anstatt alleine. Und das ist kein Vorwurf, Chat, okay? Also an niemanden, das liegt an mir. Wenn ich euch nicht begeistern kann zu schreiben, dann ist das mein Fehler, nicht euer. Aber es geht halt nicht in einigen Spielen. Aber ja, das ist ein Grund für mich, warum ich mittlerweile Spiele nicht mehr durchspiele. Mhm. Ja, ich glaube, da passieren auch sehr viele Sachen dann in deinem Kopf oder in unseren Köpfen, die eigentlich gar nicht real sind. Nee, das stimmt auch, ja. Ist aber auch normal, weil Streamer, jeden Tag streamen, irgendwann hast du wirklich mal einen an der Pfanne. Ja. Kannst du, was ist halt so? Du hast irgendwann hast du wirklich einen an der Pfanne. Was man sich da aber für Gedanken macht. Ja. Auch dann, wenn man so wechselt, ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, aber dann, wenn man jetzt ein Spiel spielt, wo man halt öfter auch überhaupt erst in den Chat gucken kann, weil es pausierbar ist oder weil es langsamer ist und dann wiederum ein Spiel spielst, wo du gar nicht dahin gucken kannst und dann denkst du halt, die reden die ganze Zeit und spielst und dann guckst du wieder hin und dann ist immer noch die gleiche Nachricht wie von vor 20 Minuten und denkst, ist irgendwas kaputt, habe ich irgendwas... Aber das ist halt, es ist aber auch, das hängt dann auch damit zusammen, dass du nicht guckst. Ne? Also das. Natürlich. Ich habe das bei VR zum Beispiel. Ich spiele 20 Minuten eine Partie, gehe raus, gucke auf den Chat. Nichts passiert. Was ist denn mit euch? Hallo, guckt hier überhaupt noch einer zu? Mache ich das für mich alleine gerade? Du denkst, dann kommst du raus, so voller Vorfreude. Yeah, die Leute haben bestimmt gespammt, was du für ein Arsch auf den und dann guckst du auf welche. Und irgendwer Kapper. Okay, tschüss, ich gehe jetzt. Das ist ein sehr komisches Gefühl, ja. Was geht? Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so, wie zum Beispiel bei was habe ich jetzt zuletzt gespielt? Dantes Inferno. Ich tauche sehr in die Spiele ein. Ich habe Dantes Inferno schon gekannt. Ich habe das vor 7 Jahren auf Platin schon mal gespielt gehabt. Und trotzdem war es nach 7 Jahren, es war toll, es hat Spaß gemacht. Die Kämpfe sind fordernd, da habe ich keine Zeit, so in den Chat zu gucken, sonst bin ich tot und muss die Passage nochmal spielen und nochmal spielen und dann. Ja, dann kriege ich so ein bisschen, ne? Aber das war doch vor 2 Jahren auch schon so. Bist du am Reden? Sind alle am Reden? Sind 200, 300, 400 Leute da? Machst du das Spiel an? Da kannst du das Grün zirpen. Ja. Okay. Dann guckst du irgendwann in den Chat, dann sehe ich, letzte Nachricht, 6 Minuten. Okay. Oh, seid ihr noch da? Ah, ihr seid noch da, okay. Seid ihr gelangweilt? Nee, alles gut. Okay, gut, ihr seid da, okay, gut. Also gut, nur, dann machen wir weiter. Für mich, um das mal zu sagen, für mich ist das halt, ich bin von GTA gekommen, ja, wo ja, okay. 3000 Zeilen am Tag zu... Ja,
Ja, nach sechs hallo. Minuten so, hallo, Test, geht also noch? Es sind auch Leute da und so, aber das ist ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Und also ich bei mir zum Beispiel weiß, dass die Leute das einfach genießen, weil sie mögen, wie ich vielleicht Spiele spiele. Gehe ich mal von aus. Es ist super, super, super komisch. Also gerade müsst ihr verstehen, als Streamer, also für mich zumindest ist es so, man braucht nicht unbedingt Anerkennung, dass die Leute ständig sagen, hey, du bist der Geilste und jappi jappi und den Scheiß. Aber ein bisschen Interaktion wäre schon cool, ne? Und wenn das da manchmal nicht da ist, wird es echt schwer, sich noch was aus dem Arsch zu leiern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist eine Stelle, wo ich Gronkh bewundere, und das sage ich jedes Mal, wenn wir über das Thema reden, ey, der kann 8 Stunden lang sich eine Story nach der anderen aus dem Arsch ziehen, ne? Und was bei mir immer daraus, entsteht, ist die Badewann-Story, die einige da draußen kennen und wahrscheinlich schmunzeln müssen und so in die Richtung solche Geschichten, ja? Und dann denkst du mir so, nee, das kannst du jetzt nicht 8 Stunden bringen, ey. Also ich weiß nicht, ob die Leute lachend in der Kreissäge laufen oder was anderes machen. So. Ich finde das schwierig, wenn ich Spiele, die nicht viele Leute kennen. Wie zum Beispiel jetzt Katamari Forever oder Tokyo Jungle. Weil was Sachen sind, wo die Leute so sagen, was ist das denn? Also ich glaube, das ist der meistgeschriebene Satz bei Tokyo Jungle. Was ist das denn für ein Spiel? Oder es wird gar nichts geschrieben. Und da bin ich dann schon auf so ein bisschen Feedback, ne, weil das eben mal was, ich habe Burnout Crash gespielt. Du hast so ein kleines Spielzeugauto, fährst in eine Kreuzung rein und verursachst einen Crash. Dann, umso mehr Punkte du erzielst, umso schneller kannst du eine Taste drücken, wo du so eine extra, eine Impulswelle von dir weggibst, damit du dich ein bisschen bewegen kannst. Es dürfen nicht mehr als 5 Autos entkommen. Ja, sonst musst du diese, kennst du das nicht? Ist ein großartiges Spiel. Ja, sag ich dir. Klingt gut. Ja, es macht mega Spaß. Du hast die verschiedensten Kreuzungen und ganz am Ende schaltest du dann das große Event frei, ob das jetzt ein Tornado ist, der da kommt und alles wegfegt und so. Und es geht halt um Massenzerstörung. Und da bin ich dann auch manchmal, ne, so, ist das okay, dass wir gerade mal in so viele kleinere Spiele reinschauen? Findet ihr das gut? Sollen wir noch ein bisschen? Und dann sagen, ja, machen wir noch eine Karte. Wenn das dann da steht, oder hier rollen wir noch ein Level. Okay, gut. Aber das ist genau gut. Der Punkt. Aber nachfragen tue ich dann auch, weil es wird dann auf einmal so still und dann denke ich mir, ja, scheiße, du findest halt das geil, mhm, ne? Und die finden das jetzt gerade gar nicht geil. Und ich so, da, und ich rolle über alles drüber und yay. Und dann guckst du in den Chat, nix los, scheiße. Das habe ich mir heute gedacht, als ich die scheiß Barrel Roll gemacht hat. Niemand hat was geschrieben. Keiner! Du machst sie voll zum Affen, Alter, und keiner sagt was! Und ich wette, die saßen alle vor ihren Monitoren, haha, du Idiot, und haben sich totgelacht. Aber im Chat stand nichts, ey, und dann kommst du zurück. Vielleicht aber weil sie wussten, dass du sie liest. Ja, natürlich, ist ja klar. Erstens, aber trotzdem ist das so, du machst da übelst den Hampelmann und, okay. Ja. Ich sag dann immer, Feedback. Cool Story, Bro. Feedback? Hallo? Was, Leppi? Feedback? Ich mag meine Lurker und es gibt Streams, da schreibt einer 5 oder 10 Minuten nix und... Ja, das meine ich ja. Dann denke ich mir immer, oh scheiße, jetzt guckt mir keiner mehr zu. Fuck, alle sind nach Hause gegangen. Und dann gucke ich mir nach dem Stream die Zahlen an und genau zu dem Zeitpunkt waren die meisten Leute da und dann denke ich mir, ja, okay. Läuft. Ja. Ich liebe Lurker, I fucking love it. Und ja, ich glaube auch, erstens... Klar, Leute, wie ich eben schon gesagt habe, versinken ins Spiel oder das Geschehen. Und also zum Beispiel ich schreibe meistens nichts in den Chat, wenn ich irgendwas gucke. Außer es ist irgendwie jemand, den ich kenne und man macht Scheiß so. Aber ich schreibe meistens nichts. Und ich glaube auch, dass sich das wandelt. Ich meine, wir machen das jetzt ein paar Jahre. Und auch wenn wir viele Leute haben, die schon länger dabei sind, ich glaube auch, da haben mir auch Leute geschrieben, so früher aktiv, jetzt mehr Lurker, aber haben trotzdem genauso viel Spaß dabei. Mhm. Das müssen wir auch alles irgendwo bedenken. Und ich fühle genauso, wie Dizzy das gerade erklärt hat, aber oder Slappy das gerade gesagt hat, dass man denkt so, hä, jetzt wo ich auch gerade so viel Spaß habe, jetzt passiert das irgendwie nicht. Aber doch, es kommt gut an. Und jetzt muss man einfach nur wieder alles anders verarbeiten. Und ja, das stimmt. Eben, ich musste auch in der Variety-Woche kam ich auch wieder dahin. So, man spielt halt was anderes und man weiß nicht genau, finden sie es jetzt gut oder nicht. Aber ich habe dann irgendwie auch rausgefunden, okay, sie fanden es doch sehr, sehr gut. Und dann plötzlich wurden es auch ein paar mehr Zuschauer, weil ich auch wiederum Spaß hatte und weil ich mir auch nicht mehr dann die Gedanken gemacht habe. Und dann wird das alles so ein bisschen cooler. Diese Energie geht ja auch nach außen raus. Und
Ach. Es gibt schon manchmal sehr komische Momente. Kann man nicht abstreiten. Ja, ja, das ist richtig. Aber, hey. Ich finde, das war gut, das mal loszuwerden. Das sind ja, immer so Sachen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das sind so Sachen, die sagt man normalerweise eigentlich nicht. Denn das kommt immer, manche verstehen das immer als Mimimi, das ist ja das neue Schimpfwort. Aber ich glaube, es soll, und das finde ich auch immer sehr wichtig, man sollte offen über seine Gefühlswelt reden. Man führt ja quasi eine Beziehung mit den Zuschauern, sage ich immer. Und man sollte sich da auch mal austauschen. Ja. So. Worüber wollten wir eigentlich reden? Das frage ich mich seit 10 Minuten. Oh Gott. Ja, ich auch. Du hast gesagt, du willst Zelda spielen. Ja, ja, richtig. Was ist Black the Fall? Ein neues Spiel, das ist wie Inside. Ah. Oh, warte mal, Inside? Mhm. Ach, Inside. Inside, war das von den Limbo, ne? Ja, geil. Genau. Auch ein Spiel, was ich durchgespielt habe. Haha. Ja, und Black the Fall ist jetzt am 1.7. rausgekommen. Quasi wie Inside, nur eben mit so einer kommunistischen Story dahinter. So eine kommunistische Story. Also, es basiert auf dem Kommunismus, kommt aus Rumänien. Soll ganz gut sein. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, aber ich habe das einfach mal auf die Liste geschrieben, weil es eben am 11., also vor 5 Tagen, erschienen ist und ein bisschen untergegangen ist. Ja, ist tatsächlich sehr ähnlich. Nur die Grafik ist irgendwie... Nee. Da gucke ich mittlerweile echt gar nicht mehr drauf. Nee, ich... An sich auch nicht, aber es sieht so clunky aus, so als wenn die Steuerung kacke wäre. Ah, das habe ich heute gesehen bei Monsieure. Das sah sehr interessant aus, ja, bei Lyric. Das habe ich heute gesehen. Das sah echt gar nicht so verkehrt aus. Black the Fall. Ich mag irgendwie solche Side-Scroller-Dinger. Ich fand Dead, wie hieß das nochmal? Deadlight? Hm. Wartet mal, Deadlight hieß es. Das mit den Zombies. Deadlight? Deadlight, ja. Boah, war das ein gutes Spiel, ey. Mensch, mal, war Deadlight nicht das mit den Parkour? Das nee. FPS, das First-Person-Spiel, Deadlight? Genau. Nee. Wie hieß denn das? Dead by Daylight. Oder? Deadlight. Ach, Deadlight! Ja! Oh, das Spiel fand ich so unglaublich gut. Boah. Ich fand übrigens Little Nightmares auch gut. Fand ich sehr gut. Hat mir auch mega gut gefallen. Tolle Sound. Und ich hab's mega gefeiert, dass es so kurz ist. Fand ich das geil. Hm. Fand ich das gut, ey. Boah, ich fand Deadlight so unfassbar gut, ey. Das habe ich mittlerweile, glaube ich, schon 3-mal durchgespielt. Oh, Leute, soon coming the next time. Wird mal wieder Zeit. Das war echt ein klasse Spiel. So eine Spiele darf davon so eine Sachen so alle Jahre wieder mal. Das wäre geil. Das habe ich gar nicht. Das habe ich, glaube ich, nur den Anfang gespielt. Ist das so? Ist es so Story geil? Also ist es Story gut oder? Ich finde so, alles in allem ist das sehr geil aufgebaut, das Spiel. Also, das ist wirklich eins meiner, muss ich sagen, Lieblingsspiele geworden. Ich glaube, dann muss ich das auch mal spielen. Oder? Und das dauert auch gar nicht lange. Also, ich glaube, du bist da in 4 Stunden durch oder so oder 5. Ja, geil. Das ist mein Spiel. Also, es dauert nicht so lange wie andere Spiele. Geil. Ich habe es damals angefangen und nie zu Ende gespielt, muss ich zugeben. Mich hat irgendwie nach einer Stunde hat mich irgendwie die Lust verlassen und. Ich habe zugesehen, hat mich nicht. Ja, muss ja auch, ne? War nicht so. ist ja auch Quatsch, ne? Muss ja jetzt auch, ne? Das muss es nicht. So Quatsch. So, oder? Ja, wollen wir dann zum Hauptteil übergehen? Hauptteil! Was? Deine Twitch-News, oder? Ja, das, worauf alle warten. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich auch. Worauf warten wir denn? Ich auch. Ist es das hier? Nein. Na, das ist der ganze Block da oben. Ah ja. Oh. Ach, hier wird Slabby erzählt wieder irgendeinen Scheiß von Twitch. So, und jetzt macht er, das ist halt das Einzige, was er kann. So. Ich hab Bock. Erzähl mir Sachen von Twitch. Entschuldigung, Slabby. Das Einzige, was ich kann, ist... Euch, ne? Nee, wir machen nur Spaß. Das Einzige, was ich kann, ist, diesen Plankenschnack thematisch vorzubereiten. Ja, heute, also ich muss wirklich sagen, dein Gesicht sah heute sehr lustlos aus. Mein Gesicht sah lustlos aus? Ja, so ein bisschen.
Wow. Du hast heute echt so Mundwinkel oder ist das dein Bart? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Und vielleicht muss ich mal rasieren dann. Warte, ich habe noch keinen richtigen Sticker für die Situation. Ich habe heute extra zweimal geduscht. Was? Ich auch. Ich habe Sport gemacht. Ja, ja, eben. Du what, mate? What, mate? Du talk to me? Ja, erzählst du jetzt was von Twitch News oder ne? Achso, ja, wollen wir zu den Twitch News übergehen oder was? Ey, was ist das für ein Intro? Aber nochmal, zurückspulen. Also. Die Twitch News. Bam. Siehst du, ordentlich. Und nun zu dem Wetter. Nee, übrigens, es sind, und das, die Zahl wurde heute geupdatet. Beim letzten Mal, als ich das hier reingeschrieben habe, waren es noch über 60.000 Affiliates auf Twitch. Mittlerweile sind es sogar über 70.000. What? Ja, Stand heute sind es ungefähr, ganz grob, 71.079. Einhalb. Boah, über 70.000 Leute, die mir meine Subscriber klauen. Ja, genau. Das jetzt sehe ich, wo sie hin sind. Das halte ich für gefährlich, ey. Jetzt weiß ich auch, warum wir mittlerweile im Keller sind und ich arm wie eine Kirchenmaus bin und nichts mehr zu essen habe. Würde ich sagen, wenn ich ein Assi wäre. Ich sage, ich freue mich, sehr geil. Richtig schön. Und viele tolle neue Emotes habe ich gesehen. Oh yeah. Ja, wirklich. Ja. Zeichner, glaube ich, haben gut zu tun aktuell. Ich komme nicht hinterher. Ja. Also da ist wirklich gerade, da ist richtig viel los. Ich finde das schön. Viele müssen halt beschweren sich, dass sie so lange warten müssen, dass ihre Emotes freigeschalten werden. Aber bei dieser Zahl... Ich muss nicht warten. Ja, ich auch nicht. Ja, du nicht. Das ist mega, oder? Das ist so geil. Hast du es mal ausprobiert? Ich habe gerade 5 neue Emotes reingeballert. Die waren in Minuten, waren die oben. Hammer, oder? Ich habe letztens, 20 Minuten hat es gedauert und dann konnte man sie richtig schon benutzen. Ich so, yay! Was, für die neue Emotes? 5 neue Emotes, Alter! Weißt du nicht? Wer subbt denn bei dir überhaupt noch? Ich mag deine Sub-Badges, die finde ich richtig niedlich. Danke sehr, ich finde die auch. Ich finde dein Olaf mega. Ich muss hier in irgendeinen. Sven, meine ich doch, Entschuldigung. Ach, ich gehe jetzt mal einfach in einen PUBG-Stream hier und guck mal schnell nach. Fischkopf. Nee, ich will. Wo? Sind das die 9? Die da jetzt gerade im Chat sind? Das sind die 9. Da haben wir so einen netten Finger. Das ist ja okay. Dann haben wir Schlappen. Was ist das da? Oh Gott. Rage. Cool. Und Sven. Ich weiß nicht, vielleicht will ja Sven vielleicht was dazu sagen. Sven, hast Sven, du was? Sven, verstehe ich Sven, nicht. Sven, willst du mal nochmal hier? Ich glaube, die fänden das gut, wenn du mal da ganz kurz in den Stream gehst. Sven. Wieso das denn? Ist doch, du warst doch eingeladen. Nee, du kannst doch ruhig mal hingehen. Das ist kein Problem, Sven. Die freuen sich. Die haben dich auch schon lange nicht mehr gesehen. Meinst du? Okay, aber nur ganz kurz. Okay, aber dann musst du auch gleich wieder... Okay. Hi! Hey, Sven! Hallo! Ich bin Sven Gnjörgenbjörg. Na, Gnjörgenbjörg, du alter Eiernacken, wie geht's dir? Ja, geht eigentlich ganz gut. Ich hab das Problem, dass in letzter Zeit Fischi und ich tragen immer die gleichen Hemden. Wir sprechen uns nicht ab, aber trotzdem passiert das irgendwie immer wieder. Das ist aber im Moment mein Hauptproblem. First World Problems, sonst ist alles schickilagi, ne? Ja, aber ihr wohnt ja noch zusammen, oder ne? Ja, naja, ich mal hier, mal da, penne ich, ne? Heute bin ich wieder hier bei Fischi irgendwie auf der Couch. Es ist... Sharing is caring. Ja. Ja, wie geht's euch so? Ja, wunderbar. Gut. Dann gehe ich jetzt wieder. Ja, tschüss. Aber war schön. Sven. Es war mal schön wieder mit euch. Sven. Spielen wir bald mal wieder zusammen, oder wie? Lass uns mal wieder was machen. Ja, ruf mich an. Bock. Kannst du auch knacken hier. Ja, geil. Ja. Ich ruf, ne? Call me, Alter. Bis dann, ja? Ja, hau rein, Sven. Tschüss. Ich nur wüsste an... Ist es ein Fußballspieler, an den er mich erinnert? Wo bist du jetzt? Formel-1-Fahrer? Ich weiß es nicht. Sigi Lendes. Nee. Der erinnert dich an Sigi Lendes. Jeder erinnert mich an Sigi Lendes. Jetzt oder was? Ja, so, wie so, auch so, nicht. So, ich hier schon. Jetzt bleib doch mal! Rambazamba. Na, wo bleibt der denn? Rudi Völler. Hallo. Hey. Oh, ist das Rudi? Hey. Jo, ihr Beams, der Rudi. Oh Gott.
Oh Gott! Ist heute nicht, ist heute nicht die 7. Staffel von Dings rausgekommen? Game of Thrones? Morgen? Morgen? Kommt ja, morgen, Montag. Morgen. Aber ich glaube, USA. Ah, nee. Ach, weiß ich nicht. Ich hab ja Sky, so. Ne? Montag. Ich hab ja die Sky-Sache. Ja? Geil. Ich guck mal, ob es schon läuft. Ich will ja keine Werbung machen eigentlich, ne? Aber? Nicht? Aber Leute, die jetzt GOT-Fans sind, sollten bei mir im Stream vorbeigucken, bei mir subscribieren wollte er sein. Ja, genau. Nachdem ich Stunden, egal. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wenn man nicht raubkopieren will, was ich sehr, sehr unterstütze, wenn man nicht raubkopiert und nicht streamt, bei Sky Ticket gibt es gerade ein Angebot, 1 Euro monatlich. Wahrscheinlich nur den ersten Monat. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur einen Monat, ne? Ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, kommen nicht alle Folgen gleichzeitig vor? Ja, du kannst alles in einem Monat gucken und dann halt kündigen. Für 1 Euro, völlig legal, alle Folgen durchbingen und dann wieder kündigen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Voll gut. Ja, und ich bin ganz aufgeregt, ich bin total wuschig und ich wollte alle Staffeln nochmal durchgucken. Ich habe natürlich nicht eine Folge gesehen nochmal vorher und jetzt kommt das schon morgen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich bingen? Soll ich bis ab und zu mal gucken? Ich weiß es nicht, oh mein Gott. Aber Fischi, ich glaube, da kommt nicht alles auf einmal raus. Das wäre ja total... Meinst du nicht? Nee. Ich dachte, es kommt alle gleich raus. Nee. Ich habe noch nie eine Serie gesehen, die auf einmal gedropst wurde. Außer Netflix. Bei Netflix, ja. Aber da wird ja eine Staffel gedropst, ja. Stimmt, das ist nur eine. Weiß das jemand? Eine HBO-Folge kannst du jetzt nicht direkt durchbingen. Naja, eine Folge pro Woche lese ich gerade. Ja. Na gut, dann kannst du halt für 1 Euro 4 Folgen gucken. Ey, und dann kannst du dich entscheiden, ob du noch länger bleiben willst. Kannst du ja immer monatlich kündigen. Ich will Geld von Sky jetzt haben, bitte. Können wir jetzt eigentlich zum nächsten Thema Entschuldigung, gehen, bitte? Mann. Es lenkt mich auch mal ab. Wenn ich mich noch recht erinnere, das muss ich jetzt aus dem Kopf raus sagen, aber es sind ungefähr 20.000 Partner mittlerweile auf Twitch unterwegs. 20.000? Okay, mal zum 20.000 und 71.000 Affiliates. Effis. Ich will ja Fischi nicht böse machen. Das ist doch, ich bin doch nicht böse, es tut mir so leid. Ich wollte doch nur, es ist nur, ich glaube, was du hast doch, Legasthenie? Was hast du gesagt? Affiliate. Auf jeden Fall glaube ich, dass was du gesagt hast, halt ein anderes Wort wirklich ist. Affiliate? Nee, du hast was anderes gesagt damals. Was? Ist doch jetzt egal. Jetzt mach doch bitte mal Slappy nicht die News kaputt, Mann. Jetzt nee, warum? Die sollen sich doch darüber unterhalten. Ach, jetzt auf einmal, oder was? Titi ausgesprochen. Ich denke, das ist hier eine wichtige Sache. Das ist wichtig. Oh, jetzt das sind neue Wörter. Wir haben einen Bildungsauftrag. Wir müssen den Leuten beibringen, wie man das ausspricht. Ich habe nicht gedacht, dass es nur 20.000 sind. Ungefähr. Ich wusste aber nicht, können auch so 30.000 sein. Aber so, ne? In dem Bereich. Wie? Ich hätte ja dann nur 10.000 unter... Was? Hast du nicht eben gerade gesagt, das sind über 60.000 oder wovon reden? Affiliates. Über 70.000. Ja, und was war jetzt das andere? Partner. Wie viel gibt's? 20.000 ungefähr. Wenn, ja. Aus dem Kopf heraus jetzt. Aus dem Kopf? Einfach mal ausgedacht. Nicht nachgeguckt. Nein. Ich meine Dizzy und Fischi und Sali und Slabby. Oh. Das sind schon mal vier. 40.000 Partner, Pi mal Irre, Only in Germany. Hier, so. Ein paar Nullen hinten dran. Okay, haben wir. Also jetzt mal aus dem Bauch raus. Eumel. Mann. Okay, weiter. Slabby, kannst du mal weiter jetzt erzählen? Am 12.07. hatte Twitch eine kleine Aktion für 24 Stunden gestartet. Und zwar waren alle Emotes weg und ein roter Balken, den es im Stream gab. Hat aber leider, glaube ich, keiner in Deutschland gesehen, weil es wohl nur in den USA war. Aber in Deutschland hat man das ein bisschen gemerkt, weil das Bild komisch war. So, es wurde ein Streifen abgeschnitten an dem Tag. Und ja, eigentlich sollten alle Emotes eben dieses Wartekreis. Gute Idee. Animation drin haben. Ah. Finde ich gut. Also du meinst jetzt wegen der Netzneutralitätssache. Mhm. Genau. Und das war alles eben um quasi Werbung zu machen, damit man sich mit der Netzneutralität beschäftigt.
Weil die eben in, nicht nur in USA, sondern auch bei uns, ich weiß gar nicht, bin da gar nicht up to date, ob es schon abgeschafft wurde oder abgeschafft werden soll, immer mal wieder und dann Leute auf die Barrikaden gehen, damit es noch nicht passiert. Aber könnten wir ganz kurz das erläutern, was das ist? Ja, sicher, ich bin ja gerade dabei, dass das abgeschafft werden soll. Und zwar heißt das im Prinzip nur, dass der Telefonnetzanbieter oder Internetanbieter, er hört uns ja trotzdem weiterhin. Ja. Der Internetnetzanbieter darf dann bestimmen, wenn das durchgebracht wird, welchen Seiten er mehr Bandbreite zugesteht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel Bandbreite über Netflix, Twitch, YouTube und sowas vom Gesamtnetz weggenommen wird, also weil viele Leute jetzt gerade Twitch und YouTube gucken und so und dadurch eben das gesamte Netz ein bisschen halt an Last zugewinnt, könnte jetzt zum Beispiel ein Telekom oder ein Vodafone oder weiß ich nicht sagen, okay, wir drosseln mal, daher auch der Begriff Drosselcom, wir drosseln mal vielleicht Twitch, weil die nicht so viel Geld uns bezahlen wie jetzt andere Anbieter oder so. Sowas zum Beispiel wäre dann möglich, ohne dass es illegal wäre momentan. Ist es noch illegal momentan? Darf die Telekom oder so jetzt theoretisch nicht sagen, den kappen wir mal die Leitung, weil die verbrauchen zu viel von unserem Netz. Und dann könnte es halt irgendwann sein, dass du 10 Euro mehr bezahlen musst, um die Twitch-Flatrate zu bekommen oder so im Monat, damit dein Twitch nicht gekappt wird. Danke fürs Erklären. Ja. Eine ganz schlimme Sache übrigens. Die ist richtig scheiße. Weil auch Innovation dadurch richtig, richtig getreten würde, weil alle neuen Ideen, alle neuen Firmen, die kein Geld haben und nicht für Bandbreite zahlen können, kommen gar nicht erst hoch und können Sachen machen. Und es ist nur ein Aspekt von den schlimmen Sachen, die dann passieren können. Zensur, ja. Und so weiter. Also, keine Pornos das ist mehr. Wirtschaftlich jetzt ganz normal, was wir jetzt hier gerade machen, dass jetzt diese Seite gerade nicht geht, weil wir mussten da gerade runterfahren aus technischen. Dann geht's hier drunter und drüber. Das wollen wir alle nicht. Dann geht's hier richtig ab, ja. Zumal das sowieso nachher, denke ich, schon eine Nummer wird, wir bezahlen mehr drauf, damit wir all diese Sachen nutzen können. Mhm. Das wird nämlich daraus passieren. Das ist so eine kleine, sag ich mal, wir müssen den Kapitalismus noch ein bisschen mehr ausschmücken, Nummer. Geht halt auch drüber hinaus. Das wird halt auch politisch dann. Ja. Weil wir wissen alle, wer dann irgendwie seine Finger in irgendwas reinsteckt und dann Sachen bestimmt werden und beschlossen werden und dann getätigt werden, hintenrum auch, die nicht nur mehr die Wirtschaft betreffen, sondern halt auch Informationsfluss, wie auch immer alles. So. Ja, das wäre richtig kacke. Das ist sehr wichtig. Beschäftigt euch damit. Das betrifft nämlich euch da draußen auch. Ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ist genauso wie Rundfunklizenz. Hausaufgaben machen. Lesen. Das ist jetzt mal wieder wichtiger denn je, dieses Jahr, das Wahljahr. Just saying. Lesen ist sowieso immer wichtig. Lies mal was. Ich lese jetzt was vor. Und zwar den nächsten Punkt auf meiner Liste. Den lese ich jetzt vor. Es gab ein neues Update, in der Beta zumindest, für die Twitch-App. Also die Desktop-Twitch-App. Über die andere App reden wir gleich noch. Da kann man jetzt rein, wenn man unten links in der alten Übersicht auf das Fragezeichen klickt und dann über Twitch anklickt, dann kann man quasi die Beta starten. Die Twitch-App sieht jetzt viel, viel mehr aus wie eben Twitch, die Seite. Also Twitch TV. Ich find's schön. Ich mach das gerade mal. Alles Moment, viel angenehmer zu lesen, finde ich. Schönere Schrift. Sieht nicht mehr aus wie Discord, sondern eben wie Twitch. Und kann ich jedem eigentlich nur wärmstens ans Herz legen. Was ist denn Puls? Puls? Puls ist die Startseite. Die Startseite. Von Twitch. Moment, wir reden aber schon über die... wir reden über die Desktop-App, Fischi, nicht so, über die Handy-App. Ich wollte gerade sagen, weil Fischi hat das Handy in der Hand. Ich habe aufgepasst. Oh. Wie geht das nochmal? Da kann man jetzt zum Beispiel auch heraus nach Streams suchen und so. Wie, warte, du hast es gerade so einfach gesagt. Gott!
Unten links ist ein Fragezeichen. Ja. Da klickst du drauf. Ja. Und dann klickst du auf über Twitch. Über Twitch? Ich habe das gerade mal für euch eingeblendet, Leute. Wechseln. Genau. Versionshinweise. Okay, Moment, machen wir gerade mal. Es ist nur eine Beta. Da gibt es noch viele, viele schwache Punkte. Wie zum Beispiel, dass, wenn du nach einem Stream suchst, den du folgst, die einfach nicht angezeigt werden, weil das kannst du jetzt links in der Leiste dir angucken und da werden bei mir einfach gerade mal nur 3 Leute live angezeigt. Alle anderen sind offline. Warum auch immer. Voll gut. What? Aber ja. Also bei mir geht das alles. Bei mir nicht. Oh, wie großartig. Holy shit. Jetzt nutze ich die halt noch mehr, ne? Das ist ja. Ja, okay, Browser bleibt aus jetzt dafür. Ja. Oh, wow. Wie toll. Ist ja gut jetzt. Ich muss es mir auch angucken. Nutzt du das nicht? Ich muss den Token. Nee, ich hab noch nie. Also. Ja, geil, dann. Ich habe lange TS genutzt und dann kamen irgendwie alle mit Discord und ich war so, oh Mann, nee. Und dann habe ich halt Discord jetzt endlich genutzt und habe mich da jetzt vernetzt und jetzt kommt wieder Twitch und sagt, ey, wir haben ja auch noch. Aber die ist so geil. Ja, aber jetzt habe ich da die ganzen Vernetzungen und jetzt musst du wieder anfangen. Wo treffen wir uns denn? Bei TS, bei Discord oder bei Twitch oder bei Twitch? Fucking Curse oder. Ja, nee, wollen wir nicht wieder skypen? Mann! Nur noch dort. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich weiß hier, ich liebe Twitch. Twitch, hallo, ich liebe dich. Ich habe dich sehr lieb. Aber ich bin alt, ich bin 32. Ich muss jetzt dann nochmal umstehen. Ich will das nicht. Hör auf zu heulen. Das ist halt mega geil. Ich guck mir das jetzt nochmal an. I'm in love with the Twitch app. Oh yeah. Geil. Oh, jetzt hab ich auch da an der Stelle. Zurück? Das wurde ja von der Dings mal gefordert von der Community. Ja. Al Diablo, ich hab auf Klick, auf More gedrückt. Was dann kommen bei mir ganz viele Offline-Kanäle. Ja, bei mir sind eine Menge online. Wenn die alle offline sind, sind die alle offline. Ja, die sind bei mir auch alle drin. Nee. Nur 3. Ich sehe nur 3 Leute, die gerade live sind. Das kann nicht sein. Komisch. Also ich habe jetzt. Ich folge über 400 Leuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind bei mir live. Ja, okay, da hast du recht. Bei mir müssten 40 bis 80 gerade live sein. Ja, nun mach mal nicht an auf dicke Hose, Browner. Sagen wir denn jetzt einfach Zahlen? Nee, aber auch so, wenn ich auf Folgen gehe, ganz normal im. Ah, doch, okay, es sind ein paar mehr. Es fehlen stimmt, halt stimmt, einfach. Ja, das ist. Von mir. Ja, wie gesagt, es ist nur eine Beta. Kommt ja alles noch. Ja. Okay, deswegen testet man ja auch eine Beta. Ja. Also, da kann ich mal empfehlen, das selber umzustellen. Man kann jetzt quasi aus der Desktop-App Twitch nutzen. Oh Gott, ich liebe es, ey. Ja. Mega geil. Finde ich richtig awesome. Nice. Aber wo ist denn jetzt der Chat selber? Genau, dann? Das suche ich jetzt rechts. Auch gerade. Den Chat habe ich, aber. Nee. Wenn ich jetzt in mein Dings reingehe. Nee, wie komme ich in Stream? Ja. Wie komme ich in meinen Stream? Ach so, hier oben, wenn ich auf Live klicke, wahrscheinlich. Oder? Nee, wenn ich da auf. Oben auf Live. Ja, auf das Rote. Holy Schmoly, man kann jetzt auch subscribieren und den ganzen Scheiß machen aus der App, ey. Okay. Hä? Geil. Frag mich nur gerade, wie ich auf den Server zurückkomme. Du kannst doch aus dieser ganzen App raus, kannst du auch subscribieren, den ganzen Scheiß machen. Ach so. Du siehst ja, die aber Info. Es gibt kein Better Twitch TV hier, Chat. Ja, das fehlt noch. Better Twitch TV und Franker Face D. Au. Man. Na gut, du kannst halt nicht in der App schreiben und gleichzeitig was gucken, wahrscheinlich. Das geht auch noch nicht. Doch. Ja. Nee. Nee. Ja, sicher, es wird dann klein gemacht wieder. Nee. Nee, das geht nicht. Willst du mich verarschen? Der Pop-Out-Player. Oh, ist da Sound drauf? Geht nicht. Ja. Aber es gibt keine Kino-Sache, oder? Oh mein Gott, Twitch, was ist mit dir nicht in Ordnung? Das finde ich ja mega geil. Du hast halt wirklich den kleinen Pop-Out-Player. Ich kann euch das leider nicht zeigen, oder kann ich? Doch, kann ich. Guck mal, hier ist der da drinne und dann kannst du moven und dann kannst du hier reingehen und sagst, hallo, ist eine geile Sache. Und dann kannst du hier wahrscheinlich doppelt und dann kannst du Doppelklick machen und dann ist es wieder Fullscreen und dann holy moly. Übrigens, ihr könnt auch auf meinen Twitch-Server kommen. Auf meinen auch.
Das war super. Ja, ihr seid da alle drin. Also alle eure Twitch-Server waren zu sehen. Also kommt auf unsere Twitch-Server. Außer auf Fischi sein, der mag das nicht. Nee. Der ist der hängt noch in der Vergangenheit bei Discord. Ja, kommen, wenn ihr wollt. Ich meine, nächste Woche kommt ja eh das nächste, wo wir alle irgendwie miteinander reden. Oh, komm, oh, bloß weil jetzt halt Twitch und die Discord-App. Nee, ich will das jetzt auch gar nicht besprechen. Hör auf zu heulen, ey. Hör einfach auf zu heulen wie so ein kleines Mädchen. Komm mal runter, leg mal kurz dein Zertifikat von der Akademie Mimi weg und dann halt mal kurz die Gosch. Ist doch, mit wem soll ich denn reden? Mit dir und mit Slabby und mit euch einfach nur, oder was? Ja, was denn wo? War auf der App oder was? Hey, ich bin auch noch da. Hallo, ja. Könnt ihr mal bitte auf Fischi sein Server gehen und ja, da mal ein bisschen schreiben? Naja, ich würde ja auf deinen Server gehen, aber man braucht ja immer noch Einladungen bei Discord. Man kann ja immer noch nicht bei Discord nach Servern suchen. Doch, ich konnte das. Konnte ich das machen? Ja. Also, Fischi, erstmal schon rein. Wollen wir eigentlich mal den nächsten Punkt angehen? Ich will auch. Oh, mysteriöse Follow-Zahlen. Nee, du hast noch eine. Oh, Entschuldigung, ich wollte das wieder nicht übersprechen. Und zwar haben die Communities ein Update bekommen. Man kann jetzt drei Communities gleichzeitig, in drei Communities gleichzeitig streamen. Ja. Drei? Das heißt, wenn ihr gerne Battlegrounds oder wie er das GTA-RP spielt, könnt ihr und jetzt Variety-Streaming Variety und Variety.de streamen. Also die beste Kombo. Das ist die Kombo zum Erfolg. Ja. Variety ja. und GTA. Das ist die Kombo zum Erfolg. Großartig. Das ist nur Spaß, Leute. Das ist nur Spaß. Genau. Finde ich sehr, sehr gut. Weil ich jetzt neben dem Safe Space auch noch in meiner eigenen Indie-Community streamen kann. Finde ich schön, dass ich meine eigene Community endlich mal nutze. Ja, dann gibt's seit einer oder anderthalb Wochen, wir sollten da nicht zu lang drüber reden, weil man sowas, ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher bei der ganzen Geschichte, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wir sollten vielleicht trotzdem drüber reden, weil es eben Twitch sehr, sehr thematisiert. Und zwar gibt es mysteriöse Follower aktuell, ganz viele, bei allen, bei vielen, bei den meisten. Ich hatte zwischenzeitlich in einem Stream 500 Follows in 5 Stunden. Sehr seltsam. Es war am Anfang die Rede davon, dass es eben von dem neuen Update für die Twitch-App fürs Handy jetzt, das ist jetzt die Handy-Twitch-App, daran liegt, weil die eben Leuten, die sie neu installieren, beziehungsweise das Update fahren, Streamer auto-followed. Also du meldest dich auf dieser Twitch-App an und dann werden dir Fragen gestellt, welche Spiele du gerne guckst. Und dann kannst du, glaube ich, 3 Stück anklicken. Battlegrounds, GTA-RP und Arma 3. Und dann werden dir eben in jeder Kategorie 3 Kanäle, die jetzt in dem Moment gerade live sind, vorgeschlagen und geauto-followed. So habe ich das verstanden. Da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Und dadurch kam es am Anfang zu einer riesengroßen Follower-Flut, weil eben alle Leute, die dieses Update gefahren sind, plötzlich ganz vielen Leuten gefollowt sind. Aber ich habe mir mal ein paar Leute angeguckt, die mir da gefollowt sind von diesen 500 an dem einen Tag. Und ganz im Ernst, das sieht nicht nach App aus. Das sieht nach irgendwas anderem aus. Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so ganz sicher. Hast du gerade Bot gesagt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gerade Bot gesagt. Das Komische ist nur, dass es komplett auf ganz Twitch unterwegs ist. Das ist nicht nur, normalerweise, wenn es sowas früher gab, kamen die mit 400 Leuten rein, alle in der gleichen Minute und ein paar Tage später waren sie weg. Aber nur bei mir und dann vielleicht noch bei ein paar anderen befreundeten Streamern. Ja, darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Leute, ich hab euch echt gerne, aber ich sag das jetzt einfach so, wie es ist. Ein Follow ist einfach ein scheiß Follow. Ist es. Ob du davon jetzt 500 an einem Tag kriegst oder ob du davon 2 an einem Tag kriegst, das spielt wahrscheinlich für etwas kleinere Streamer eine Rolle und das ist auch okay. Vollkommen in Ordnung. Aber ab einem gewissen Punkt ist dieses Ding einfach nur noch lästig. Und gerade solche Dinger wie jetzt gerade, freut euch und lasst das einfach, bis sich da irgendeiner drum kümmert. So. Aber ein Follow ist ein Follow. Also manche Leute wollen dafür einen Orden haben, dass sie dich gefollowt haben. Es ist halt, du hast dich angemeldet, du hast
nichts gemacht und hast Follow gedrückt. Ja, okay. Und davon kriegst du jetzt welche umsonst. Man sollte sich darüber freuen. Vielleicht sind sie irgendwann weg. Man sollte das als Motivation nehmen. Aber da jetzt so ein Tamtam draus zu machen. Verstehe ich auch nicht. Naja, also ich find's schon, man kann ja, also Tamtam würde ich es nicht nennen, aber man kann ja kurz drüber nachdenken, wie das passiert. Oder wir was können darüber reden, aber es gibt viele, die darüber die einen Wahnsinns-Tamtam machen. Echt? Ja. Lol. Warum? Ja. Über wie Follower? Wie sieht das denn aus? Was sagen die denn dann? Oh! Ganz statistisch kaputt. Und mein, das sind gar keine, das sind alles meine echten. Ja. Und was oh, Slammy, die Schüsse gehen aber hart auf dich gerade. Ey, meine ganze Statistik ist kaputt, ey, meine Follow-Statistik. Jetzt kann ich nicht mehr gucken, wie interessant und relevant ich bin. Warst du das? Ja, ich habe nur gesagt, dass die Follows früher mal eine Statistik waren, über die man sich mal freuen konnte. Habt ihr euch das eigentlich? Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Am Ende ist oh, Fischi, bist du's? Sind es halt nur Follows. Aber so, ich hätte mich gerne über die 10.000 gefreut. So. Oh, Slabby, ey. So. Hol dir ein Backförmchen oder so und mach dir einen Sandkuchen und dann wein leise. Ich würde mich auch lieber über 1.000 Subs freuen. Klar. Als über 10.000 Follows. Sorry, aber die Follows sind die Subs des kleinen Mannes. Kann ja nicht jeder GTA-RP auf den Privatserver kommen. Ich habe mich bei 1.000 Subs übrigens auch nicht gefreut. Are you mad, bro? Das ist übrigens nur ein Spaß, Leute. Das ist Spaß. Die YouTuber freuen sich bis heute über irgendwelche Medaillen. YouTube verschickt sogar Medaillen, dass Leute ihn 100.000 Mal auf den Knopf gedrückt haben. Ja, und ich bin kurz vorher habe ich aufgehört. Ich muss wieder anfangen. Toll. Ja. Super, dass Leute sich 100 Trilliarden Accounts machen können und der drauf hämmern. Deine 10.000 Follows kannst du dir auch an den Arsch runterziehen, weil wenn es danach gehen würde, wie viel habe ich? 51.000? Wie viel gucken gerade in dem Moment zu? Sag das jetzt nicht. Aber was willst du damit? Diese Zahl sagt nichts aus. Gar nichts. Nein. Nichts. Irgendjemand hat mal auf deinen Knopf gedrückt. Da sagt doch aber, Sub sagt mehr aus, weil ich denke mal, dass von den Leuten ein paar mehr noch immer hier sind, regelmäßig. Und selbst diese Zahl sagt statistisch gesehen nichts aus, außer das sind die, die gerade Lust haben, bei dir Geld auszugeben. Auch mehr auch nicht. Diese ganzen Zahlen sind eigentlich für den Live-Betrieb, ja, ich sage extra nochmal, für den Live-Betrieb völlig irrelevant. Sondergleichen außerhalb? Werbekunden. Ja. Werbekunden, ja. Aber weil ja, ganz ehrlich, wer als Entschuldigung, wenn jemand Werbung bei dir machen will und schaut sich diese Zahl an, der hat das eh nicht geblickt. Ja, aber das ist halt immer noch so. Das kommt aber auch von YouTube eben, weil es genau der gleiche Knopf ist wie der Subscriber-Button. Wahrscheinlich. Und bei YouTube heißt das Reichweite. Ja, also da gucken sie halt auch oft dann nicht auf die Klicks, was halt dumm ist. Aber wenn die so dumm sind, okay. Aber ich sage ja nur, dass es noch eine Relevanz hat in dem Bereich. Aber das... Entschuldigung, ich wollte nicht übertreiben mit der Followzahl. Verzeihung. Ich gucke da nicht drauf. Also verzeiht mir. Und ich meine das echt an alle da draußen. Ich meine das nicht böse. Aber ich finde halt nicht so dieser Typ, der sich da hinsetzt und sich da abends einen drauf runterholt, dass er, versteht ihr? Das ist nicht so, das bin ich nicht und darauf gebe ich nichts. Und das sage ich klipp und klar. Aber da draußen, euch, wenn ihr zuguckt und hier chattet oder auch lernt, ich habe euch lieb. Wirklich. Aber das da, nicht. Nächster. Ach so. Vergleichst du gerade Äpfel mit Birnen? Ja, guckt irgendwer von euch die Evo 2017, weil ich nicht. Was ist denn das? Kampfspiele. Evo was? Oh, hier habe ich letztens reingesappt. So, lief jetzt am Wochenende. Ah, Beat'em Ups. Ja. Ah. Ja. Wann ist das? Läuft gerade, glaube ich. Also dieses Wochenende war das jetzt. Interessiert mich halt null. Ich find's cool. Ja, mich auch nicht. Ich find's echt cool. Oh, jetzt komme ich gar nicht mehr so einfach an den Chat ran, hier sehe ich gerade. Also, da war, glaube ich, Street Fighter. Ne? Nice. Heißt das? Tekken? Er hängt mich, wenn ich falsch liege. Ich habe mir nur die Programme angeguckt. Smash
war da drin. Also Super Smash Brothers. Mhm. Ja. Tekken? Tekken habe ich schon gesagt. Ja? Mhm. Super Street Fighter auch. Tekken und da dieses Smash, wovon mich dieses Smash ja gar nicht interessiert, ne? Das ist egal, wo ich das sehe, das ist für mich so ein Partyspiel, bla bla bla. Ja, ja, tschö, tschö, tschö. Aber es gibt viele, also es gibt eine riesen Community, ne? Die ja, gibt es dazu. Ja. Aber und ich sehe immer nicht, was da passiert. Ich finde das so, das ist jetzt gar nicht meins. Tekken, da gucke ich schon gerne zu, aber da, das sind auch richtige Pros, die da spielen. Also schon, das ist cool. Wird das eigentlich gestreamt? Also dann. Die Evo? Ja. Ja. Ich. Ja. Ja, ich hab's im Chat gepostet. Ach, da. Smash ist gerade in Progress, ne? Ja. Ach, guck mal, da lassen wir doch mal ein Follow da. Oh, dann beenden wir das jetzt hier und gucken das jetzt. Jo, tschüss, war nett mit euch, ne? Ja. Da kann man ja mal ein Follow da lassen. Schiedi Berg so. Ich bin gar nicht weggegangen. Stimmt mit Ö. Du hast gelogen. Was denn? Du hast gelogen. Was denn? Du hast gesagt, du gehst weg und kommst wieder. Ja, ich hab gelogen. Hau ab jetzt. Ist vorbei. Der Typ, ne? So, Slabby, du hast das Wort. Der Unterbrecher ist nicht mehr da. Ja, Evo, ja. Kann man ja mal einschalten, wenn man will. Also, da gibt's jede Menge Stages und so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ja doch, gucken auch gerade 123.765 Leute zu. Also. Nimm mal bitte den Kopf aus dem Kühlschrank und grabbel dich über die Wurst an! Ich wollte gerade eine Wurst holen. Ja, ich weiß. Ich kenne dich. Du Arsch, ich kenne dich. Entschuldigung. Entschuldigung. Ansonsten, letzter Punkt. Bald ist die San Diego Comic Con. Und da wird es auf Twitch Presents eine Sendung geben am 23. Die gehostet wird von Kevin Smith. Kevin Smith kennt man aus... Der Regisseur. Was? Ja, der Regisseur. Und Schauspieler. Genau, von... Das ist der Typ, der Silent Bob spielt. Von Jay und Silent Bob. Und hat viele gute Filme, für viele gute Filme Regie geführt. Und er ist ein unfassbar lustiger Typ. Also ich gucke mir gerne seine Bühnenshows an, wo er sich einfach für 2 Stunden hinsetzt oder hinstellt und Geschichten aus seinem Leben erzählt, weil er einfach unfassbar gute Geschichten erzählen kann. Und am 23.07. um 0 Uhr CEST, also Central Europe Summertime, was wahrscheinlich Großbritannien wird, also bei uns dann um 1. Ne? Oder um 11. Ich weiß es nicht, krieg Zeit nicht hin. Aber gegen 0 Uhr am 23.07. geht das los. Genau, Dogma zum Beispiel hat der Regie geführt. Guter Film. Ja. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ja. Finde ich. Kann man sich auch mal. Auf so. Twitch Presents, da wo auch die Power Rangers kamen. Oh. Ach cool, dem Film folge ich automatisch, dem Kanal. Das habe ich nicht verstanden. Ne? Ah, CES ist unsere Zeit. Ja, okay, dann 0 Uhr. Dann 0 Uhr. Central European Standard Time? Ja. Summertime. Echt? Eigentlich. Weil ist ja jetzt Sommerzeit. Ja. CET müsste dann. Ja. Cool. Habe ich wieder was dazugelernt. Habe ich morgen wahrscheinlich wieder vergessen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Wir sind durch, oder? Ja. Wir haben noch Fragen. Wo? Ja, wo? Auf Twitch, Twitter und in der Twitch-App. Ich verstehe nicht, was du da immer für Fragen herholst. Kann ich nicht nachvollziehen. Nicht? Nee. Wegen euch hole ich mir, wegen euch habe ich richtig Lust auf VR. Mhm. Ach so, ja, okay. Game of Thrones hatten wir schon drüber gesprochen, stimmt. Okay, also... 7 Days to Die habe ich ja schon gesagt. Also... Wenn wir ein Multiplayer-Spiel zusammenspielen, haben wir auch schon drüber geredet. Guck mal. Slabby, so live moderieren ist nicht so dein Ding, ne? Hä? Was? Live moderieren? Das haben wir, darüber haben wir doch alles schon gesprochen. Ja. Aber wo ist auf Twitter, Hashtag Plankenstein. Ja. Ja. Das, normalerweise, wenn Fragen noch drin sind, am Ende gehen wir da immer noch drauf ein. Ja. Ja. Und da... wir die Fragen meistens alle schon beantwortet haben, brauchen wir halt keine mitnehmen. Ja. Und wo war jetzt der Fehler von Slabby? Dass er gesagt hat, wir haben noch Fragen. Ja gut, da hat er jetzt noch nicht geguckt, Mann. Was, Slabby guckt nicht so ernst heute? Dann geht man halt darüber und dann sieht man, die haben wir schon beantwortet und dann geht die Geschichte weiter. Ja, wir sind ja jetzt auch fertig. Jetzt kommt Streamer der Woche.
Oh. Ja. Du fängst an, ne? Ich? Ja. Kann ich. Oder hast du jetzt eine andere Reihenfolge dir vorbereitet? Nö, ich habe jetzt, alle, ich habe alles einfach nur oben offen und durchgeklickt. Meins ist Nummer 1. Aber war nicht mit Absicht. Doch. Obwohl, ja, doch, dann. Ich öffne es ja in meinem Browser. Entschuldigung. Nein. Ist immer Nummer 1. Was? In du deinem Herzen? Ja, in meinem Herzen. Du auch bei mir, Slavy. Das ist eine glatte Lüge. Du auch bei mir, seitdem du den 25er Sub gekündigt hast. Den musste ich loswerden. Irgendwo muss ich die 10 Euro für Sallys 10 Euro Sub ja herbekommen. Also. Es ist alles nur Spaß da draußen. Okay, wir haben uns echt gern. Aber so in einem gewohnten Umfeld kann man mal schießen. Ja, okay, Streamer der Woche. Fischi, du bist vertraut mit den Gängigkeiten. Du hast das Schlusswort. Jetzt? Nee. Wenn wir fertig. Ja. Ja. Okay, also Streamer der Woche für mich ist Nerd or Die. Den habe ich gefunden, als ich mich so ein bisschen erkundigt habe, wie es so aussieht mit animierten Alerts und diesem ganzen Schnickschnack, der damit zugehört, also dieses Next-Level-Streaming. Und Nerd or Die hat eine unglaublich krasse Tutorial-Seite gemacht und auch Programme geschrieben für Leute, die in OBS 10 fertig machen wollen. Also total abgefahren, dieser Typ. Und ja, was andere Leute mit Emotes machen, macht er halt mit Overlays, nur halt animiert und richtig verrückt. Und wer da Lust drauf hat, kann sich das gerne mal reinziehen. Die Links würde ich nachher mal raushauen. Dann, später. Weil jetzt kann ich die gerade nicht nehmen, weil ich habe nur Broadcast von ihm. Dann habe ich Aloka Negra in Pedo gerade. Oh, ich zapp mal rein. Aloka Negra ist meine Streamerin der Woche. Ich bin erst vor kurzem auf sie gestoßen und sie ist eine unglaublich charmante Frau mit sehr viel Witz. Aktuell spielt sie Deus Ex, The Witness, Resident Evil und den Euro Truck Simulator. Das sind so die Sachen, die sie momentan spielt. Und ja, es ist sehr angenehm in so einer Frauenatmosphäre mal zu sein. Ne? Das ist halt eine reife Frau, die im Leben steht und ich finde das großartig. Also ich bin unglaublich gerne bei ihr. Sie ist sehr witzig, sehr charmant und ja. Und hat eine unglaublich Maus von Mexiko. Und sie hat unglaublich gutes Aim. Sí, señora. Das Aim, das Aim ist der Hammer. Das ist der Grund, warum ich da geblieben bin. Ich hab da reingeschaut und geht da mal halt vor ihre Nase. Sie hat das halbe Magazin auf die Richtung, die andere Hälfte in die Richtung geschossen. Das ist gerade passiert. Richtig aus. Echt? Ja, das ist gerade passiert. Also Aim technisch auf jeden Fall ganz weit vorne. Deus Ex war das, was ich gesehen habe. Und als sie dann nachgeladen hat, hat der Gegner sie halt platt gemacht. Ne? Sie ist da großartig. Also ich habe da wirklich sehr viel Spaß. Sie nimmt sich selber da gar nicht so ernst und geht da ganz charmant und wundervoll dran. Es ist, ich finde das eine großartige Ablenkung. Ich sehe das echt gerne. Ich gucke da übrigens passiv auch zu. Kann ich auch approven. Ist wirklich eine nette. Ja. Ich kann da auch meinen Daumen auf Approval geben. Aber ich folge ihr noch nicht. Ich habe die auch sehr gerne. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich folge ihr noch nicht, aber ich gucke sie über meine Freundin. Okay, komm. Jetzt streamt sie nicht. Yes. Heimlich verloren. Das sind diese heimlichen Follows, die einfach überall dazukommen. Ja, ja, ja. Wo kommen die her? Scheiße, ich verstehe nicht. Okay. Also mal anschauen. Viele jetzt klauen und jetzt danach entscheiden, ob man eventuell bleibt oder nicht. Ist wirklich großartig. Yes. Ich habe jetzt noch der Zinni. Ja, Der bärtige Unhold, Junge. Den habe ich auch noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der streamt. Aber einen heißen Bart hat er, der Zinni. Der ist sehr gut. Sehr sympathischer, positiver Mensch. Gucke ich gerne. Hat heute unter anderem, wie heißt das Spiel hier? Monkey Island. Warum fällt mir eigentlich nie Monkey Island ein? Immer denke ich daran, ich will dieses Wort sagen und es fällt mir nie ein. Egal. Monkey Island hat er heute gespielt und zwar den zweiten Teil. Spielt alles Mögliche. Wirklich durch die Bank, deswegen empfehle ich den hier auch, um mal so ein bisschen Variety rauszubringen.
ist noch relativ klein, aber macht seine Sache schon sehr, sehr gut, finde ich. Spielt auch Gitarre und singt auch. Unter anderem, glaube ich, bei Follows. Ob das ist eine gute macht? Idee. Ja, ne? Finde ich auch. Ich finde, solche Leute gibt es halt noch gar nicht auf Twitch. Und deswegen sollte man die auf jeden Fall unterstützen. Also er spielt wirklich alles Mögliche. Ne? Stranded Deep, Fable hat er in letzter Zeit gespielt. Und heute eben Monkey Island, Final Fantasy 14, Seven Days to Die und sowas hat er gespielt. Der hat auch manchmal so Tage, da habe ich ihm beim letzten Mal, glaube ich, zugeguckt, hat so Tage, wo er dann pro Stunde ein etwas kleineres Spiel spielt, was man vielleicht noch nicht kannte, dass man sich dann bei ihm angucken kann. Fand ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Guckt da mal rein. Slappy, ich habe letztens mit so einer Kackbratze zusammen gestreamt. Und der hat auch die ganze Zeit über Gitarre gedüdelt, ne? Und dann hat er sich dafür immer entschuldigt. Aber nur bei Subs halt, richtig krass. Und Donations, ne? Ach, nur bei Follows nicht? Nee, bei Follows nicht. Und dann hat er immer so, ich weiß gar nicht, was wir gespielt haben, irgendwie The Forest oder so. Da hat er auch nur Scheiße gemacht. Der stand eigentlich nur in der Ecke und hat sich für Subs bedankt, ja? Ja. Und das habe ich ja gern gesehen, ne? The Forest mit euch zwei fand ich ja großartig. Das hat mir echt gut gefallen. Okay. Das fand ich schön. Ja, wir sollten wieder mehr spielen. Ja. Beiler. Oh, nee, okay, let's go. Let's go. Danke für den Zap. Okay. Wunderbar, nice. Fischi, Mann, wir müssen endlich wieder ein Computer spielen, du Arsch. Zusammen. Ja, ich spiele ja nicht so gerne Computerspiele, aber wenn ich mal dazu komme, dann kannst du mal Bescheid sagen, dann können wir mal... Okay, wir sind ja bei deinem der Woche. Ja, soll ich was sagen? Ja, sicher, hau rein. Ja, und zwar ist das der gute Oscar, also auch bekannt als der Shakes. Und genau, machen wir da einen Clip an, sehr gut. Oscar Panier. Und zwar der Oscar Panier, genau. Und den kennt man vielleicht als Shakes von Shakes and Widget. Hieß das? Fidget. Ne? So wie der Spinner. Fidget, so wie der Fidget Spinner. Wegen WoW oder so. Und ist jetzt der Zeichner für Gronkh, hat auch für die Rocket Beans viel gemacht und so. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal diesen Zeichenstil gesehen. Und der streamt jetzt. Der hat gerade angefangen. Vor ganz kurzer Zeit. Und der gute Mann zeichnet am Anfang erstmal. Und zwar macht er so Sachen wie. Lässt sich Sachen vorschlagen von den Zuschauern. Also zum Beispiel, ich mache jetzt ein Monster, wie soll das aussehen? Und dann sagen die, das soll eine Pflanze sein, die soll aber, weiß ich nicht, lustige Haare haben und eine Brille und so. Und das fügt er da alles mit ein, dann machen die da noch einen Namen drauf. Es gab halt ein Pflanzenmonster, das hieß Franziska. Ja, das war gut. Also ich folge ihm schon, ich finde ihn großartig. Ja, und der ist lustig, der ist unterhaltsam, ist ein guter junger Mann. Und am Ende spielt er dann meistens noch ein bisschen Puck. Und ja, jetzt schreit Dizzy wieder, ja natürlich spielt er Puck, weil... Aber er kann das auch sehr gut und er spielt das sehr gerne und macht da immer Ansagen und so. Hat Dizzy's, sehr sympathischer junger Mann und... Was denn? Hat Dizzy's Streamer nicht auch Puck gespielt? Nerd or Die? Ja, klar. Die Leute denn nicht? Also, ist doch auch egal. Soll doch jeder machen, was er will, ey. Fall, da kann man auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal vorbeischauen, weil, sehr, sehr sympathisch, Texter, junger Mann, ja. Der da auch, finde ich, mit diesem Zeichnen auch mal wieder was Neues reinbringt. Aber das heißt neu, viele Leute zeichnen auf Twitch auch. Aber ich finde, er macht das auch sehr unterhaltsam. Und da kann man sogar interagieren und Sachen vorschlagen. Ich finde das toll. Schaut doch mal vorbei, Leute. Der ist gut. Soll ich noch was sagen? Nee. Nö.
hat mich gefreut. Schlusswort. Ja. Ich wollte dich eigentlich ärgern, sag ich irgendwas, okay. Ich? Ja. Nee? Ich fühle mich bei Heulen nicht angesprochen. Ja, ich weiß. Verstehe ich nicht. Vielen Dank, Leute, dass ihr zugeguckt habt. Der war heute sehr wirr und sehr witzig, der Plankenschnack. Ich hatte Spaß. Ich hatte extrem viel Spaß. Ich auch, ja. Fischi? Ja. HDGDL? Wie immer? Dankeschön, dass du hergekommen bist. Hat mich sehr gefreut. Ich danke. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet auch super viel Spaß von dieser etwas lockeren Ausgabe heute. Mehr oder weniger locker. Ja, es war doch sehr locker und sehr schön. Die Gespräche haben mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dass ihr den Weg findet zu unseren Twitter-Accounts und bei den anderen Leuten noch followt, wenn ihr Lust habt und ihnen und sie euch gefallen. Die Twitch-Server habt ihr gesehen. Die könnt ihr, glaube ich, auch besuchen und besudeln und euch da ein bisschen bereit machen. Und vielen Dank an die Leute, die wieder im Hintergrund gearbeitet haben an dieser Folge. Und ich hoffe, dass ihr morgen diese Folge schon bei YouTube sehen könnt, falls ihr irgendwas verpasst habt. Ansonsten vielen Dank, muss man auch mal endlich sagen, an alle Zuschauer, die den Pass Broadcast gucken und bei YouTube gucken und da noch Kommentare hinterlassen und uns auch noch darauf ansprechen. Und dass ihr immer noch dieses Format nach 45 Folgen so sehr mögt. Dankeschön. Auch an die Zuschauer. Love you long times und falls ich was vergessen habe, das machen die anderen dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Schön war's. Fischi, danke, dass du da warst. Ich danke. Es war ein Fest. Es war lustig. Ich freue mich immer. Es war ein schöner Sonntag. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr da wart. Habt einen wunderbaren Start in die neue Woche und tschö mit Ö. Von mir auch. Fischi, danke, dass du hier warst. Also mir, ganz im Ernst, ich habe die Themen vorbereitet und ich dachte, oh Gott, muss es gerade heute sein, wenn Fischi da ist, dass die letzten zwei Wochen einfach nicht so viel passiert ist. Aber ganz im Ernst, ich fand das richtig gut heute, weil wir einfach mal wieder die Talkrunde zu einem Talk gemacht haben und nicht nur zu einer News-Sendung. Mhm. Von daher fand ich das sehr, sehr gut, gerade weil du hier warst. Du bist halt nicht, du bist halt aktiv dabei. Und das macht immer viel Spaß mit dir. Also gerne wieder. Danke an alle da draußen, hinter der Kamera. Und genau. Habt schöne zwei Wochen. Und bis zum nächsten Plankenschnack. Jetzt bist du dran. Ja, also. Hat Sali schon was gesagt? Ja. Ja. Wirklich. Ne, du, tut mir leid, aber. Ja. Ihr will. I'm sorry. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Oh oh. Du hörst glaub... ihr halt nicht so. Doch. Also. Mann. Das ist jetzt ein bisschen komische Situation, ne? Bisschen cringy, aber ich weiß, dass sie das versteht. Ich weiß, dass sie das versteht. Ja, also, ihr müsst bedenken, ja, ihr müsst euch entscheiden. Zwischen, meistens ist es ja so, Karate oder Judo. Ja, ihr müsst gucken. Ihr müsst gucken. Ja. Karate ist, sieht cooler aus, ja, ist aber auch gefährlicher. Kannst du was brechen? Geht bei Judo auch, aber da hast du die Rolle, kannst dich abrollen, ist nicht so schlimm. Deswegen bedenkt das gut beim nächsten Mal, wenn ihr geboren werdet, ob ihr mehr so die Judo-Sache machen wollt oder Karate. Das ist auch, das muss auch nicht wirklich Judo oder Karate sein. Das kannst du beziehen auf alles im Leben. Das ist jetzt doch alles eine Metapher, Mann. Und darüber musst du nachdenken. Und wenn du bis dahin schon gekommen bist, da geht's erst los! Und deswegen will ich das euch mit auf den Weg geben. Weil alles andere wäre Quatsch. Und deswegen bedanke ich mich dafür, dass ich hier sein durfte. Und Judo-Karate gemacht habe. Mit Abrollen. Mit Abrollen. Die Rolle macht sehr viel aus und kann Leuten das Leben retten. Und deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich nochmal hier mit dabei sein darf.
Und vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal vielen Dank fürs Einladen. Und es war mir ein Fest der Gefühle. Und jetzt habe ich mega Bock, irgendwas zu spielen. Und das werde ich gleich tun. Sollst du nicht lieber schlafen gehen? Nein. Wolltest du nicht eine Wurst essen? Ja. Ah. Ja. Eine Wurst. Beim irgendwas spielen. Ich habe auch noch Bock, irgendwas zu spielen, ey. Ich geh schlafen. Ich bin noch hellwach. Okay, lasst uns. Ja. Tschüss! Winken musst du. Screenshots, Fotos!